Wir haben so Weihnachtsfeier. Skandalöse Neuigkeiten aus der Regie gerade bekommen. Wir müssen direkt mal kurz intervenieren in den Ablauf des Turniers und du kannst sagen. Ja, die Regie hat sich jetzt darauf geeinigt, dass wir die Runde mit dem Farming Simulator quasi annullieren. Also ist es quasi ein Unentschieden. Die Siegpunkte werden quasi annulliert und es wird halt quasi als Unentschieden. Ja. Der Fairness halber sozusagen, ne? Weil es war ja auch ein Unterschied, keiner hat irgendeinen Heuballen irgendwo reingeschoben. Genau. Und das, so soll es auch punkttechnisch dann. Genau. Es gab ein Missverständnis. Und ja. Wir hören da gerade die Stimmen schon von den Teams. Hören die uns? Hört die uns? Ja. Hallo, wir hören euch. Habt ihr es mitbekommen? Ja. Ey, warum freut ihr euch nicht, Bondra? Wir freuen uns. Wir finden es mega kollegial und fair. Sportsman-like, dass das annulliert wurde. Wir hatten das sogar falsch verstanden, weil wir saßen da zu sechs, und haben wir dann so gesagt, so, ja, wir alle sechs sagen unentschieden. Und danach wurde ja dann das mit den Punkten gemacht und dachten wir, es geht um Credits. Und haben es erst hier unten dann realisiert, dass es dann doch Punkte waren. Mhm. Deswegen, sorry. Ey, wir sind alle auf einem müden Gehirn. Ich habe auch nichts mehr kapiert. Ich finde es super gut, dass ihr uns da entgegenkommt. Dankeschön. Finden wir auch. Ja, wir nochmal auf den Punktestand, weil das würde mich mal interessieren. Wir gucken nochmal auf den Punktestand, wie das denn jetzt nach der Annullierung quasi aussieht, damit ihr da auch einen Überblick habt. Sowohl die Teams als auch der Chat. Gucken wir uns das Ganze mal an. Also, ich wollte euch mal anmoderieren. Was ist ein Skandal? 95, 76 ist der alte Punktestand. Das ist der alte, natürlich. Okay. Ja, wir wollen es spannend machen. Ja. Wir haben, glaube ich, eine Überraschung, die kleine, oder? Ja. Habt ihr die Torte schon da? Ja, das wird uns gesungen. Was für eine Überraschung habt ihr geplant? Da ist die Torte. Geil. Hey, wie gut die aussieht. Der Benny sieht echt sehr, sehr gut aus. Wir können auch die Minion-Torte snacken, ne? Die ist schon sehr nice. Und das Jäckchen gibt es auch noch. Das Bonjour-Jäckchen. Ja. Yes. Nö, her mit dem Hallo. Hey, hallo. Hallo. Ja, her mit dem Messer. Das ist so voll in die Torte gegangen. Sie bestellen sich einen Bonjour-Hoodie, um damit in eine Torte reinzutreten. What the fuck? Also einfach respektlos. Ich will jetzt Entschuldigung an Benjamin Blümchen. Die wollen gar nicht essen. Benjamin Blümchen wurde für diese Torte gemolken. Ja, exakt. Respektiert ihr nochmal. Okay. Ja. Liebe Leute, einmal kurz weg von der Torte, ihr könnt das parallel machen natürlich. Wir gucken einmal auf den Punktestand, ihr seht es vielleicht schon. Und zwar, liebe Bohnen, habt ihr 78 Punkte und Bonjour hat 76 Punkte. Sprich, das nächste Spiel macht schon wieder einen klaren Unterschied. Es geht heiß zur Sache. Kopf an Kopf, aber so ist es natürlich für euch vielleicht nicht so schön, aber für die Zuschauer und Zuschauerinnen ist es so natürlich schöner. Dann würde ich sagen, kommen wir vielleicht, bevor wir zum nächsten Spiel kommen, verabschiede ich mich und übergebe an meine reizende Kollegin, die gerade ihr Wasser greift und lustvoll rüberkommt. Janina, und ich klinke mich aus. Micha, es war sehr schön. Achso, ja, Entschuldigung. Tschüss. Es war sehr schön. Und ey, das war sehr geil, dass wir das nicht cringe gemacht haben, dass du gleich realisiert hast, ich gebe dir die Faust und hast die Hand nicht genommen. Das war sehr gut. Das war sehr gut. Vielen Dank. Ich mache das ganz kurz und übergebe an Janina und wünsche euch ganz viel Spaß. Tschüss. Applaus für Varion im Chat. Applaus, komm. Yes. Hi, was geht? Na? Hallo Janina, was geht bei dir? Ich muss erstmal 50 cm kleiner machen. Habe ich so einen kleinen Kopf oder hast du so einen großen Kopf? Du hast einen großen Kopf? Sehr, sehr gern. Hi. Hi, na, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Hast du zugeguckt? Bist du geflasht von, warst du eben noch Zuschauerin und jetzt mittendrin? Genau, das ist schön, dass du mich extra noch fragst, obwohl du mich da hinten hast sitzen. Ja, alles für die Show. Ich habe gerade zugeschaut, na klar, ich habe es mitbekommen. Ich habe die Torte gerade noch mitbekommen. Wer hat diese Torte bekommen? Bist du neidisch auf die Torte? Welche war es denn jetzt? Die Benjamin Blümchen-Torte tatsächlich. Natürlich, was die Benjamin Blümchen-Torte. Hier, kannst du nochmal abgebildet sehen? Also ich habe die jedes Jahr früher bekommen. Richtig sahnig so, da ein Stück füllt den Magen eines Erwachsenen einen ganzen Tag lang. Jedes Jahr habe ich die früher bekommen. Ne? Und da gab es auch immer, was haben die denn für eine Figur? Haben die eine Figur bekommen? Na, Benjamin Blümchen, Mann.
Ja, schon klar, aber der hat doch immer so einen anderen Beruf, der hat immer so einen anderen Beruf gehabt. Mein Gott. Kann man den essen, den Benjamin Blümchen? Nein, nein, der ist aus Wachs oder so. Hä, der hat überhaupt keinen Beruf. Der ist nicht aus Marzipan. Der hat keinen Beruf, ist arbeitslos. Da ist der wirklich. Schmeckt geil. Ehrlich jetzt. Ist das so? Ja, das ist nice. Benjamin Blümchen ohne Job. Und ich weiß das. Die haben wirklich normalerweise immer einen Beruf. Und dann kannst du die Dinger sammeln. Mhm, echt, okay. Und da kaufst du dann richtig alle diese Torten, oder was? Kaufst du alle, ja. Wenn du jedes Jahr eine kaufst, dann brauchst du halt eine Weile. Ist das bei der Minions-Torte denn auch so, oder hat die da... Ich weiß, also keiner möchte die Minions-Torte. Ich konnte Bonschwein nicht überreden, dass sie sich die Minions-Torte reinziehen. So, ich hätte es ja gefeiert, wenn das zum Contest geworden wäre, aber... Tatsächlich, ja. Ist nicht der Fall. Hätte der Minion einen Job gehabt. Okay. Ja, so, und? Genug zur Torte. Wir starten ins nächste Spiel rein und wir gucken mal auf den Zettel, was das denn ist. Hier steht's drauf, guck mal. Ja, ich hab doch alles mit. Hast du alles mit? Soll ich direkt ankündigen? Nee, du darfst es nicht ankündigen, sondern aber du kannst es spannend machen sozusagen und dann startet die Matz, die es ankündigt. Alles klar, wir machen es spannend. Das nächste Spiel jetzt nach der Matz. In der Frühzeit der Videospiele haben die Titel Ghosts and Goblins und Ghouls and Ghosts Gamer auf der ganzen Welt gequält. Die Abenteuer von Ritter Arthur waren sagenhaft schwer und Geduldsproben der ganz besonders bösen Art. Mit Ghosts and Goblins Resurrection ist dieses Spielgefühl 2021 zurückgekehrt und auch die Neuauflage macht keine Gefangenen, das ist nur was für unerschrockene Dämonenjäger. Ja, ihr habt es gehört, es ist Ghosts and Goblins Resurrection, ein Remake, kann man sagen, von einem sehr, sehr berühmt-berüchtigten Spiel. Es ist nicht Battletoads, aber es ist auch ziemlich schwierig. Kennst du das Original eigentlich noch? Ich kenne das Original tatsächlich nicht. Also ich habe mir ja auch aufgeschrieben, ist dieses Jahr rausgekommen. Das ist ein Speedrun jetzt übrigens. Mhm. Und das ist der 8. Teil der Reihe. Der 8. Ernst? Ja. Okay. Das ist schon krass, da gab es 7 Teile davor. Ich habe absolut nichts davon mitbekommen. Du? Nee, ich habe auch tatsächlich das Original nicht gespielt. Ich habe nur mal gehört, es ist halt super, super schwer und ja. Es ist ein Klassiker und so weiter. Also die Großteil der Zuschauer wird es vielleicht kennen und so. Aber es ist halt bockschwer. Insofern, genau, wir haben noch nichts zum Spielmodus gesagt. Es ist ein Speedrun, das hast du gesagt. Ja. Aber es treten tatsächlich für jedes Team tritt nur ein Spieler an. Und das ist eigentlich das Interessante, weil man jetzt natürlich die Qual der Wahl hat, wer ist ein guter Jump-Run-Spieler? Ja, es ist ein Run-and-Gun-Plattformer. So, das ist Run-and-Gun. Mhm. Ne? Rennen und Schießen. Ja, ne? Gut, Rennen und Schießen. Ich bin auch sehr gespannt, wer da gewählt wird. Richtig von der Regie, dürfen sie natürlich nicht, dürfen sich abwechseln. Mhm. Wenn also einer versagt oder sich als schwach entpuppt, dann kann natürlich der Nächste sagen, gib her das Pad, ja. Du hast versagt. Ist halt die Frage, ne, ob das so geil ist, weil du kommst ja erst rein in das Spiel und hast es dann schon drauf und dann wegzuwechseln. Ja, das stimmt. Das hat eben auch schon nicht wirklich funktioniert, beziehungsweise sie haben sich nicht dazu entschlossen, mal das Pad abzugeben, so, ja, weil du hast es schon richtig gesagt. Ist es ein kleines Risiko, den Spieler zu wechseln oder die Spielerin. Wissen wir denn schon, wer für welches Team antritt? Wir gucken mal kurz rein. Nee, hier steht noch keiner. Wir würden mal kurz die Teams fragen. Was sagt ihr, wer startet? Wer Hallo? Nimmt das Pad in die Hand? Wir spielen eine Karte. Ey, wir wollen mit euch reden die ganze Zeit. Wir spielen jetzt eine jetzt Karte hören wir euch. Sofort. Wir hören euch. Wir hören euch jetzt erst. Wir spielen jetzt sofort eine Karte, Micha. Alles klar, okay, das Team möchte eine Aktionskarte ausspielen. Ja. Welche Karte soll es denn sein? Die Karte, halt, wo ist sie? Hier, guck mal an. Chat, hier. Ist okay. Ihr habt keinen Chat. Ach, kein Chat. Chat-Eye. Ja, kein Chat. Das heißt, für Bonjour wird der Chat ausgeschaltet. Ja. Ich lese die ganze Zeit Chat. Ja. Ja. Ich brauch den eh dann nicht. Dann wird jetzt fucking langweilig werden, was? Okay, das ist aber, ich weiß nicht, ob das eine schlaue Wahl war, weil, also ich glaube nicht, dass es das ein großes Rätsel ist, was man zu tun hat. Mich in den Rücken. Ja, man muss einfach abliefern, so, ne? Jetzt freu dich doch, dass wir die Karte gespielt haben. Was schön, Kogi. Okay. Das passiert was. So eine Karte. Love you. Alles klar, ja, das macht die Sache natürlich richtig viel spannender. Einfach nichts daneben. Eiskalt. Schwarz. Einfach tot. Ohne einfach Kabel gezogen. Alles weg. Hast du die Torte eigentlich schon aufgegessen jetzt? Alter, die Torte ist zu ein Drittel in meinem Magen und die ist geil. Ich will jetzt ballern hier im Spiel. Ja, okay, alles klar. Krogi startet also als Spieler. Alles klar. Mit mächtig viel Zucker im Blut. Und ja, Edo. Und Edo. Genau, auf der anderen Seite zockt Edo zumindest zu Beginn. Und achso, Bonschwa, wollt ihr auch eine Karte raushauen? Soll ich fragen? Nee, alles cool. Könnt ihr den Box wieder aufdrehen, bitte?
Danke. Was sollen wir aufdrehen? Nee, ihr sollt einfach nur Party aufdrehen und wir ballern die das weg für euch. Das ist kein Problem. Wir haben hier Lautsprecher, der war eben aus. Ich will nur den Sound hören. Achso, ja, das muss knallen auf jeden Fall. Schon besser. Ja. Das ist sogar mein nicht abgelenkt. Einfach. Ja. Ich guck trotzdem. Aber ja, 90 Minuten lang. 90 Minuten? So, jetzt haben wir noch das 90 Minuten. Ach so, das stimmt, das ist noch eine wichtige Info. Ihr müsst es so weit im Spiel schaffen wie möglich. 90 Minuten habt ihr Zeit. Und der Schwierigkeitsgrad darf nicht verändert werden, logischerweise. Ich habe noch keine Torte gegessen. 90 Minuten. Ja, das ist auf jeden Fall ein Brett. Ein bisschen mehr Torte, das ist kein Problem. Das ist ein Brett, aber das schafft ihr schon. Genau, es ist ein bisschen so ein Marathon. Ihr müsst da lange durchhalten sozusagen. Mhm. Alle Gewerke können sich ein bisschen entspannen, wurde mir gesagt. So, die Regie ist vielleicht auch schon ein bisschen mit Nerven am Ende, will auch mal einen Kaffee trinken und so. Die gehen jetzt auch einfach. Deswegen haben wir einfach mal das Zeitlimit auf 90 Minuten erhöht. So. Statt von 30 auf 90. Wir setzen Joker Gregor ein. Joker Gregor, gibt's das? Joker. Ob wir Gregor anrufen können? Der hat doch vorhin, war doch hier. Er kann doch jetzt mal auch aufstehen. Der hört uns nicht, ist egal. Ach so, okay, gut. Na dann. Alles klar, wir erklären euch noch schnell die Neustarts. Und zwar könnt ihr einen Neustart von Banner der Wiedergeburt oder zu Beginn jedes Abschnitts anfangen. Schafft es im Spiel möglichst weit. Achtung, Schwierigkeit zu. Neustarts von was der von Banner der Wiedergeburt oder Beginn. Level wahrscheinlich. Banner der Wiedergeburt oder Beginn des Abschnitts. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn man auch woanders wieder starten kann, scheinbar. Ach stimmt, aber ihr dürft nur bei den beiden starten. Hat man eine Schummeloption, alles klar. Dürfen wir doch nicht einnicken, während die jetzt socken sollen. Genau, und dann bleibt natürlich noch die Frage offen, was der Community Battle ist für diese Runde. Und da du jetzt neu gekommen bist in die Moderation. Das darf ich aus den Hut losen, ne? Das darfst du hier mal reingreifen. Das ist irgendwie kein Hut. Oh, da ist einer. Was ist mit dem Rosa nennen? Zählt der dazu? Probier mal. Ich weiß es nicht. Der sieht groß aus. Ja, ne? Community-Spiele steht da drauf. Community-Spiele gezogen. So. Wow. So. Okay, zieh mal einen raus. Ich zieh das Schicksal des nächsten Spiels. Click Battle. Also, wir starten direkt mit dem Click Battle. Klickt, was das Zeug hält. So, ich hab's mir gemerkt. Oh, ich glaube, links war RBTV. Ist links RBTV? Links ist Bonschwar. Okay, alles klar. Also, Bonschwar aktuell, da wird schneller geklickt. Kommt, Leute, wo sind eure Klickhände? Klickfinger. Das ist richtig anstrengend, ne? Das tut irgendwann, hat man so richtig so einen komischen Krampf im Finger. Findest du die Musik, die wir jetzt gerade hören, passt zu dieser Situation, wo Leute sich einen Laserstrahl ins Gesicht schmeißen? So eine Fahrstuhlmusik, ne? Ja, das ist so. Ja. Können wir mal ein bisschen Manowar anmachen oder sowas? Kommt genau so. Ah, das motiviert Krogi hat Manowar gehört, ja. Ja! Noch 45 Sekunden wird hier gelasert. Ihr habt noch Zeit, das noch umzudrehen. Ihr habt noch Zeit. Ja, nee, kann ich jetzt nicht. Vielleicht halten die nicht durch. Geht ja auch auf Zeit ein bisschen. Ja, RBTV soll ich mal richtig hier die Fingerblüte blutig drücken. Ja. Let's go. Hä? Ich gerade Bonschwa gehört? Ja, hab ich auch. Ihr könnt am Ende nämlich eine Karte gewinnen, wenn ihr da jetzt das Gewinnerteam... Wenn ihr das so durchzieht, aber ich glaube, es ändert sich aktuell relativ wenig. Das sieht sehr konstant aus. Bleibt sehr konstant, ja. Ihr habt ein Aimbot. Ohne Scheiß. Ja, dafür sind wir gut im Scherisch. Ist ein Aimbot. Ihr habt ein Aimbot, gibt's bestimmt, oder? Es gibt doch sehr. Ja, gibt so ein Programm, was da so. Das ja, oder so ein Kuckuck, der die ganze Zeit die Maus quasi bedient, ne? Gibt's ja auch noch diese Kuckuck. Okay. Bonjour hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Chat. Wir können es zwar nicht lesen, aber habt ihr gut gemacht. Geil. Alles klar, okay, das heißt jetzt, die Community hat eine Karte gewonnen und diese Karte präsentieren wir jetzt. Ah, Bonschwar zieht die aus einem Stapel. Ja. Dürfen eine Karte ziehen? Wow. Ja. Bin gespannt, was das ist. Kommt da jetzt jemand rein? Ja, kommt jemand mit einer Karte rein. Darf ich mal eine ziehen? Ja, klar, zieh. Zieh. Ich habe immer Pech beim Ziehen. Nee. Großartig. Es gibt ja nur noch zwei. Oder das ist eine schwere Wahl. Zieh die gute. Zieh die gute von den beiden. So ein Tor. Oh Gott, Gott sei Dank haben wir die gekriegt. Ich würde das 7 Leben durchhalten, nicht reden zu können. Deswegen ist gut, was wurde gezogen? Welche Karte? Ja, wir haben die Don't Talk-Karte. Don't Talk-Karte. Okay, das gegnerische Team darf für 15 Minuten nicht verbal miteinander kommunizieren. Bei einem Verstoß darf das ausspielende Team einmalig am Glücksrad drehen. Dürften die das direkt spielen? Chiara kann saugut Pantomime.
Ist kein Problem. Das stimmt wirklich. Ja, das stimmt wirklich. Mhm. Erst nächste Runde darf die gespielt werden. Alles klar. Speedrun-Pantomime. Okay. Okay. Speedrun. Ich finde aber auch die Strafe für das Speedrun-Pantomime. Ist schon hart. Findest du es hart? Naja. Also, oh nein, ich krieg die Torte nicht. Ist dann die Strafe sozusagen, wenn man redet? Also, ich würde drauf scheißen. Ja, Glücksrad. Und direkt lossabbeln. Ja, das Glücksrad ist ja dann quasi wieder Shop-Items, die man dann irgendwie kriegt und so. Naja, das ist schon, also, ist schon bitter, aber jetzt nicht so bitter, dass man. Ja. Gut, aber gilt eher erst für die nächste Runde. Wir starten jetzt ins Spiel. Seid ihr ready in den Häusern? Habt ihr noch Fragen? Habt ihr noch Fragen, wie das funktioniert und so? Schwierigkeit ist eingestellt. Ey, Achtung, das wurde gerade hier gesagt, Matteo. Schwierigkeit ist Ritter und anscheinend verstellt sich das im Spiel irgendwann automatisch und man muss gucken, dass es dann weiterhin auf Ritter startet. Correct. Okay. Ich weiß nicht, ob das der Wahrheit entspricht, aber es wurde uns mitgeteilt. Wenn man stirbt, ja. Okay. Viel Erfolg. Drück die Daumen. Dito. Ja, go, go, Gadgetto. Okay. Da go, bin go. Ich gespannt. Da das bin geht ich los. Gespannt. 90 ja, ich bin auch Minuten, spannend. Ey, das ist ja wirklich 90 crazy. Minuten ist echt heftig, ey. Da müssen wir uns schon mal ein paar Almost Daily-Themen überlegen, die wir hier noch rausfeuern, sozusagen. Ja, sehr gern, du. Was hast du denn so? Ach so, seid ihr bereit? Beide Teams? Ja. Warte. Alles klar. Warte. Ja. Ja. 3, 2, 1. Und so. So, jetzt muss ich mir das erstmal anschauen. Bevor wir zu unseren Almost Daily-Themen kommen, muss ich selber mal kurz mich da reinfinden. Ja, erstmal, genau, checken, wie das Spiel funktioniert. Ich bin auch gespannt, wie viel Comeback-Potenzial hat dieses Spiel, wenn es 90 Minuten läuft. Das ist wirklich, also, da muss auch durchgehend konzentriert sein. Wie stellen wir das denn hin? Hier ist irgendwie, ist das wirklich mit dir? Okay. Ja, bei HeFo war es tatsächlich gerade relativ früh schon, dass der Abstand so war, dass man gesagt hat, ja komm. Der Trostpreis ist unterwegs. Ja, da muss man sich so lange motiviert halten. Ne? Das ist schon, krass. Kriegt man da dann auch andere Waffen? So? Weiß nicht, aber Krogi ist schon ordentlich im Abnadeln. Das könnte sein Spiel sein. Ist aber auch schon mal gestorben. Okay. Hat Krogi irgendwann schon mal geschlafen oder ist er eigentlich durchgehend wach? Nee, er hat irgendwas. Ich weiß nicht, ob der sich einen Katheter gelegt hat mit Nikotin, sag ich schon, Koffein natürlich. So einen heimlichen. Weil ich nehme ihm das auch nicht so ganz ab, dass das mit rechten Dingen zugeht. Ich habe ja mit ihm schon mal die Skyrim-Nacht gemacht und da war das tatsächlich fast schon lächerlich, wie wenig er abgebaut hat. Ne? Das ist ja wirklich verrückt. Der fängt irgendwann an zu schwitzen, wie so ein Kochtopf. Aber es ändert nichts. Aber es ändert nichts. So. Wie viel Prozent Energie kann man haben? Also das ist wirklich ein 1 bis Krogi. Ja. Aber ich meine, ist krass. Das ist ein perfekter Spieler eigentlich für Haus und Haus. Also man kann offenbar, entschuldigt das fehlende Tiefenwissen, die Rüstung ist wie so ein Schutzmantel, die kann man einmal verlieren und dann wird man nochmal getroffen und dann, dann war's das. Dann war's das. Also ganz. Aber ich finde die Unterhose schön. Das ist doch so eine typische Punkte- oder Herzchenhose, glaube ich. Klassiker. Ja. Es scheint auch schon mal gar nicht so einfach zu sein. Man denkt, man rusht da durch. Ja. Ja, wenn die von vorne und von hinten kommen. Ich habe tatsächlich, als ich mir das Spiel im Vorfeld mal angeschaut habe, dachte ich mir, oh, das ist aber ein altes Spiel. Und dann ist das einfach dieses Jahr released worden und ich dachte mir, okay, aber gut, wenn das der 8. Teil der Reihe ist, ne, kann man sich vorstellen, dass sie da auf das ganz Alte mal aufbauen. Das kannst du immer wieder aufbrühen, das Prinzip. Also, das ist im Grunde wie hier, wie ist das, Streets of Rage, kam da auch wieder ein neuer Teil letztens so. War derselbe Bums wie in den 90ern so. Die Leute wollen es wieder haben. Ist ja auch zeitlos, weil Fuchsian ist so geil. Ja, ist das so ein Game, was du so spielen würdest? Ja, ist schön doof und so. Also Eingewöhnungszeit, hast du gemerkt, ja, ist bei 5 Sekunden so. Das ist genau das Richtige, um im Zug mal eben das, die Switch rauszuholen oder so. Ja, und nebenbei schon Podcast hören oder so. Ja, ob ich jetzt quasi, ob das prägende Erinnerungen bringt, das Spiel, weiß ich nicht so unbedingt, aber tatsächlich eine Switch, ja. Kann man eben noch schon. Ja, weiß ich nicht. Ich wüsste nicht, ob mich das so lange. Aber das kann man auch nicht einschätzen. Am Ende ist wieder geil. Ah, hier, Krogi kriegt gleich eine Rüstung wieder zurück. Schön. Und wieder zurückbekommen. Aber den Joker, den sie gezogen haben, der Chat darf nicht helfen. Ich wüsste auch nicht, wie der Chat helfen soll, wenn ich ehrlich bin. Nee, mach besser, spiel besser. Ja, renn, schieß. Schön verzögert. Ja. Ist aber auch fies, ey, was da alles die Arme aus. Ja, behalte die Messer. Also da muss man ja echt ganz schön. Ja, da musst du, ey, die kommen wirklich überall raus. Aber was willst du machen, wenn du gerade springst und die kommen da aus der Wand? Muss man sie dann alle killen oder kann man da, ich glaube, das Gefühl, die exakt.
Was ist, wenn man da, wenn man die einfach ignoriert? Ach, Blitz gibt's auch noch, alles klar. Das erinnert mich sehr an Super Mario, diese fleischfressende Pflanze da. Wir müssen darauf achten, da war auch gerade der Restart, das ging sehr schnell. Das war ganz vorne, oder? Oder? Aber er darf ja nur, genau, genau. Weil wir, wie gesagt, Chat, dürfen nur an zwei verschiedenen Orten restarten. Banner der Wiedergeburt und Beginn, aber Krogi ist gerade zu Beginn, wie ich das sehe, wieder gestartet. Das heißt, das ist okay. Die Regie passt hoffentlich mit auf, ob sie da einen Fehler machen, weil das geht echt rucki zucki. Ja. Und wie checken wir jetzt, ob der Schwierigkeitsgrad da eingehalten wird? Das müssen wir wahrscheinlich immer mal fragen, oder? Was denn? Gott. Oh, das ist am Ende wahrscheinlich fast egal, weil der ist es auf jeden Fall. Boah. Guck mal, so schnell kann man das nicht sehen, wie es so schnell wie restartet. Ja, stimmt. Ich kann weiterspielen, aber... Es ist halt, aber es ist eh vorne, das erkennt man ja noch. Nur später müssen wir eigentlich rauf. Ja, bei Bonjour hat sich schon das Wetter verändert. Ja, ich muss, also Bonjour ist, man muss halt auch mal nach unten ziehen. Nee, die sind nicht weiter, ne? Das ist nee, da war Krui auch schon, aber das ist halt... Was sollen wir denn da machen? Ach, die Panzertür. Ja, siehst du, und jetzt starten die auch wieder vorne, dann sind die eigentlich immer noch sehr gleich auf. Ja, sind sie. Okay. Ja, ist doch. Dadurch bleibt es spannend. Also, offenbar ist es so schwer, dass man nicht so wirklich davonlaufen kann. Ne? Stimmt gar nicht. Guck mal, Team Bonjour hat da gerade woanders gestartet. Die haben nicht direkt am Anfang gestartet. Ja. Vielleicht sollten wir da mal einen kleinen Hinweis drüber geben. Ja, zu Beginn Abschnitt ist nämlich da, wo Krui gerade ist. Bonjour, was ich meine, das ist jetzt nicht so super weit fortgeschritten, aber Regel ist Regel. Okay. Die cheaten, so schreibt der Chat. Chat, wir haben uns nicht vergessen. Ich glaube, das ist was Gutes, oder? Ja, das ist das Banner der Wiedergeburt, wo sie gestartet sind gerade? Hä? Hat man die jetzt nicht? Hallo, liebes Team, könnt ihr mich hören? Es gibt also keine Double Jumps hier. Nichts. Hört ihr uns? Könnt ihr uns hören, Krogi? Ja. Ja. Kleiner Hinweis, bitte beachtet, wenn ihr wieder aufsteht, dass ihr bei Banner der Wiedergeburt oder zu Beginn des Abschnitts nehmt. Wir können das manchmal nicht so schnell sehen, wie ihr klickt. Ja, ja. Aber das ist, bitte drauf achten. Genau. Nee, Abschnitt. Alles ist gut. Alles Abschnitt, ist gut. Okay, kein Plan. Nee, der Banner der Wiedergeburt ist näher dran gewesen. Ach, echt? Ja, ja. Okay, dann beim nächsten Mal beim Banner von Wiedergeburt. Banner der Wiedergeburt. Ja, ganz okay. Alles klar, Banner der Wiedergeburt. Dankeschön. Vorbeilaufen? Wir haben es trotzdem anders gemacht. Ja. Ja, echt, also die... Der Tag, den du hast, ist echt nicht gut. Dadurch, dass jetzt rechts das Wetter so komisch ist, kann ich auch nicht mehr sagen, wer vorne ist. Kannst jetzt nicht mehr sagen, wo das im Level ist. Das ist weiter hinten. Ja, also Bonjour ist, ist aktuell also, genau, liegt vorne, weil sie weiter im Level fortgeschritten sind. Egal. Sagst du der, die oder das Level? Das ist ein großes Ding irgendwie, finde ich immer. Der, die oder das Level? Wer sagt denn der Level? Das habe ich 1 Million Mal schon gehört. Echt? Ich sag das Level. Natürlich sagt man das Level. Jeder, der die Level sagt, ist Flo die ganze Zeit gesagt. Hat das nicht Flo die ganze Zeit gesagt, der Level? Echt? Ich weiß es nicht. Okay, damit wirklich weitergehen. Tja, skandalös falsch. Das Level, ne? Chat, ihr sagt auch das Level. Warum nicht? Warum? Gibt es denn im Chat schon Leute, die von Anfang an dabei sind? Schreib mal eine 1 in den Chat. So kann man es am besten sehen. Wer ist denn von Anfang an dabei und hat nicht gepennt? Kein einziges Mal. Augen ausruhen zählt nicht. Ich sehe viele Einsen. Das glaube ich nicht. Das glaube ich euch auch nicht. Das glaube ich. Ja, der Zusatz war wichtig, den du gemacht hast, nicht gepennt. Wie viele waren von Anfang an dabei und haben keine Minute? Keine Minute, keine Sekunde. Ja, siehst du? Na, dann jetzt sind doch nicht mehr so viele dabei, ne? Nee. Chat. Ich glaube, die machen gerade irgendeine andere Umfrage. Ja. Oh Gott, wir stören die. Okay, ihr könnt wieder aufhören. Sonst können die nicht. Also die haben uns jetzt die ganze Zeit gehört, oder was? Alter? Nein, haben die nicht, aber die haben im Chat irgendwas gefragt und ich habe mit meiner 1 in den Chat interveniert. Eins mit Augen ausruhen, ich habe gesagt, es zählt nicht. Aber was sagt der Chat zu unserer das oder der Level-Diskussion? Ich glaube, die waren schon da auf unserer Seite. Ja, ne? Das Level. Ja, auch absurd. Ich weiß auch jedes Mal, bei Game 2 geht es auch jedes Mal wieder darum, wie. Das ist der Artikel von Level. Oder die Mehrzahl von Level. Als ich da noch war, auch einige so eine Diskussion. So. Es ist im Grunde das Gleiche. So. Kann ich auch sagen, die Stage, das ist die eigentlich. Aber sagst du, Level, also Mehrzahl von Level, was ist das für dich? Levels? Oder die Levels. Ach, ja, ne? Verdammt, ja. Die Levels. Klingt irgendwie dumm, ne? Ein Level, mehrere Level. Ich glaube, ich sage Level. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was richtig ist. Das Level, die Level.
Achso, ihr schreibt die Merz. Die Level. Ja, eigentlich ist es auch ist ja ein englischer Ausdruck. Oh, also die Level sagt man. Aber man stößt irgendwie erst auf das Problem, wenn man so wirklich diese Texte schreibt und sich dann überlegt, was mache ich jetzt damit mit diesem Wort? Vor allem, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen im Nacken hat über Funk. Ne? Und die sagen, die rufen ja direkt an und sagen, die rufen mich privat an, mitten in der Nacht und sagen, ey, exakt. Pass mal auf, Janina, ich habe das gerade gegengelesen. Wir haben gerade die Level gelesen. Da kommt natürlich ein S drauf. Da kommt auch direkt eine Abmahnung. Ja. Die Checkpoint. Deswegen musste übrigens Colin auch letztlich gehen. Das ist keine freie Entscheidung gewesen, sondern da war mal so eine Bauchbinde. Und da stand dann halt einfach ohne das S, ne? Und bei Ende Gelände hat Tim gleich gewittert. Tim hat es dann an Funk gemeldet. Wisst ihr, was passiert ist? So, ne? Und ja, so lief das dann. Okay, renn einfach durch und versuch's einfach zu aktivieren. Okay, wer von euch kann solche Spiele? Willst du mal? Ich kann's mal. Ja, mach du mal. Ich versuch gerade eben mal zu verstehen. Oh, das Pad wird gewechselt. Ich wollte vorhin noch sagen, dass ich ja eigentlich glaube, dass Chiaras Basisreflexe, sagen wir mal so, einfach ein bisschen schärfer sind als beim Rest. So, ich traue ihr durchaus zu, jetzt in dem Spiel hier zu liefern. Ich habe tatsächlich auch gedacht, als Krogi vorhin dieses Rap-Musik-Game da gespielt hat, ich dachte, alles klar, der macht doch viel Musik, so gerade mit Rhythmus und so weiter. Das müsste sein Game gewesen sein, aber ich glaube, das kann man so im Vorhinein gar nicht sagen. Ja, und hast du ihn schon mal gesehen mit seiner Band? Ich habe ihn alleine am Schlagzeug gesehen. Er ist ein super Trommler, aber Tempo halten zum Beispiel ist nicht so sein Ding. Also er ist halt, er spielt Schlagzeug so, wie er halt so ist, ne? Gerne mal noch schneller und dann halt noch mal schneller. Und wenn die Stimmung gut ist, dann halt noch mal doppelt so schnell. Rennst so. Du gerade über Krogi einfach. Ja, nein. Er ist super Trommler. Er macht halt Stimmung. So, ne? Ja, das ist auch super wichtig. Stell mal vor, die Band schläft da einen da vorne. Ich geh mal exakt. Das ja auch nicht machen. Obwohl, stimmt, dieses, was ihr gespielt hattet, mit dem Festhalten war ja auch... Oh, geil. Ballerboy. Ich habe es auch nicht mehr so richtig... Hast du im Blick, wie weit Wunsch war? Sind sie vorne? Wie weit sind sie vorne? Hast du da irgendwie eine Übersicht? Ja, ich glaube, die sind noch beide relativ gleich auf, weil sie immer wieder recht ständig starten. Ne? Ja. Also das dieser Abschnitt da und da, hier links siehst du gerade auch bei oder seht ihr bei BTV auch wieder dieses schlechte Wetter mit den Dingern da. Ich glaube, diese fleischfressende Pflanze, die ist auf jeden Fall so ein kleines Hindernis. Ach, guck mal, Krogi fragt gerade im Chat. Vielleicht kann man da wirklich den Chat ja Dinge fragen, ne? Wie weit ist vielleicht haben wir uns getäuscht und die Karte war gar nicht so cool. Alles. Also unser Chatround. Also Krogi fragt jetzt, wie weit Bonch war vorne. Wollen wir weiter? Na genau gleich. Ach, das ist vielleicht die Sache, ne? Wie man die Motivation hält, indem man den Chat fragt, sind die weit vorne oder nicht? Easy noch über eine Stunde. Ja. Sind beim Boss? Ja, wenn ich für eine Stunde machen, gleich ist auf. Der Boss hier? Gleich auf. Sind gleich auf, okay. Ja, okay. Das ist der Boss? Weiß ich nicht. Ja, aber sieht schon bossig aus. Nee, das war safe kein Boss. Simon schläft immer noch, ist gerade die Frage. Etwas weiter. Okay, hat also er denn so lange geschlafen? War, weil die Frage immer noch? Ja, der hat nicht lang geschlafen. Der hat ziemlich wenig geschlafen, glaube ich. Ja, glaub ich. Und ich weiß nicht genau, ich bin ja jetzt noch nicht unten gewesen, ob er wieder eingeknickt ist. Da werden safe welche kommen. Aber er sah ja ziemlich zerstört aus und irgendwann ist natürlich auch mal... Ja, sehr gut. Ist natürlich frech, ne? Wie sie am Samstag daheim sitzen, alle ausgeschlafen haben von Freitag und sich dann beschweren, wenn jemand ins Bett geht nach so einem Event. Das ist frech, Chat. Vielleicht liegt er ja sogar offiziell noch im Set, vielleicht hat er das Set gar nicht verlassen und liegt quasi hinter den Sitzwürsten. Hinter der Tür. So wie so eine Schlange, wie so ein Teppich eingerollt. Ja, das kann gut sein. Okay, ich sehe gerade links. Okay, da ist geil. Team App WTV ist auf jeden Fall weitergekommen. Aber Bonchwa ist auch. Sind, glaube ich, beide auf jeden Fall über den Abschnitt hinaus, den wir gerade die ganze Zeit gesehen haben. Ohne Scheiß. Ist das hier gerade eine Cutscene links? Ja, ne? Okay. Ja, so eine kleine. Nee, Bonchwa ist wieder. Hier, einmal da wieder. Oder Wiedergeburt gestartet. Aber WTV, das habe ich noch nicht gesehen. Sieht aus wie ein Boss. Wie ein kleiner Bossfight. Der wird schnell runter. Also ist jetzt WTV vorne, oder was? Ja. Ich hab's dir gesagt, Chiara ist einfach krass. Guck mal, kaum haben die gewechselt. Deswegen. Ist sie denn, weißt du das, ist sie denn Main-Konsole oder PC-Spielerin? Damit du für den Job oder kann sie einfach alles? Ja, sie kann eigentlich alles und ich glaube aber schon Main-PC. Sonst wäre sie ja keine gute Gamerin. Ja, ich fühle mich da manchmal ein bisschen alleine in der Redaktion, weil ich Main-PC-Spielerin bin. Ja, ne, seit ich gegangen bin, bist du die Einzige wahrscheinlich. Ich bin nämlich Sachen PC nachgerückt. Das Schlimmste hier ist eigentlich, dass Fabian Käufer lange Zeit an meiner Seite gestritten hat und sich auch schön immer die dicksten Grafikkarten geholt hat und so weiter. Und jetzt ist er
tatsächlich gesagt, nee, Schnauze voll, ich mache jetzt Konsole in Zukunft. Ja. Also, ich weiß nicht, wie man so lange PC haben konnte, dann noch wechseln. Das verstehe ich auch nicht. Das verstehe ich auch nicht. Also, ich habe natürlich ganz am Anfang in der Kindheit natürlich auch mit Konsole angefangen. Weil viel zugänglicher und einfacher. Und ich gibt's ja, keine Ahnung, so ein 5-jährigen Kind nicht mehr am PC. Alter. Aber bin relativ schnell dann gewechselt und dann bin ich auch nicht mehr weggekommen von. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel Shooter auf der Konsole spiele, das ist gar nicht so einfach, sich dann da umzugewöhnen. Okay. Ja, das würde ich glaube ich gar nicht erst spielen. Tja, versuch gerade an den Boss vorbeizurennen, ob das eine gute Taktik ist. Eigentlich gar nicht umlegen, sondern okay. Ja, ob das funktioniert. Aber man kann immer noch nicht wirklich sagen, wer vorne ist, weil sie beide immer wieder am gleichen Punkt starten. Ja, ne? Bis sie keinen Bock mehr hat, dann kommt Nasti. Ach, guck mal, die wollen sich abwechseln. Okay. Ja, vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn man auch mal anderen zuschaut. Ich fand es immer ganz schlimm. Ich habe früher viel Fußball gespielt. Ich fand es immer ganz schlimm, wenn man außen sitzt und nicht. Nicht teilnehmen darf. Nicht teilnehmen darf, ja. Das finde ich immer ganz schlimm. Du kannst natürlich auch nicht die ganze Zeit spielen, aber. Das machen wir ja nicht. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man sitzt und nichts tun kann. Oder vielleicht freut man sich auch eher, weil man einfach, das ist nicht meine Verantwortung. Das war bei mir eigentlich meistens der Fall, weil mich beim Sport eigentlich kaum einer in die Mannschaft gewählt hat. Also ich war immer der Typ, der auf der Bank saß. Ich habe aber auch ausgestrahlt, ganz bewusst, ey Leute, ich möchte hier nur sitzen. Saß da mit dem Bier. Ich möchte nicht mit dir Völkerball oder spielen und dann, keine Ahnung, mir an der Bank den Fuß brechen. Ja, ja. So, und das habe ich natürlich auch ausgestrahlt und haben sie mich in Ruhe gelassen. Hat funktioniert offenbar, ja. Wir hatten irgendwann mal Spielermangel, Spielerinnenmangel. Dann war das gar nicht mehr so einfach da. Ja, jetzt gut. Oh, nicht. Zu spielen quasi. Beim Fußball? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, das war ja noch so ganz komisch. Da gab es auch immer so Altersabschnitte und dann auf einem bestimmten Alter, also im Jugend, Kinderalter, dann darfst du nicht mehr bei den Jüngeren mitspielen, weil man offenbar. Oh, warte mal. Krogi hat gesagt, wir sollen nicht so viel Kram reden, sondern wir sollen. Der Chat würde sagen, wir sollen mehr über das Spiel reden. Geld. Andere Waffen, die sollen wir über das Spiel reden, ja klar. Indem man diese Gegner da killt mit der Vase. Ah, okay, das nehmen wir natürlich gleich zum Anlass, professionell wie wir sind, mal direkt bei den Teams reinzuhören, was die so zu erzählen haben. Krogi, du bist drauf. Das ist ein kleiner Lümmel nämlich. Ja. Okay. Ja, genau, das macht er nämlich. Jetzt Hobby Dobby. Genau hier. Geil. Du musst zum Checkpoint kommen. Ich weiß, er macht gleich einen Power-Move. Ja, geil. Ja. Schön. Also, keine Ahnung, Checkpoint, es geht um die Wand. Scheiß die Wand an. Oh, der dumme Arsch. Wir sind beim Checkpoint, alles gut. Ja. Warte. No, ja, oder Abschnitt neu. Entweder Banner oder Abschnitt neu. Ja, stimmt, das ist ein Abschnitt. Ja. Nee, ich will meinen Schwert zurück haben, dass ich den auch mal treffen kann. Nee, ich meine nur wegen dem Strich. Ich glaube, es ist einfach noch genau dieselbe. Renn du an den. Ich warte, bis die unten sind, dann geht weiter. Nee, ich habe Neustadt Abschnitt gehabt. Okay. Was ist überhaupt deren Mission? Ach, oh mein Gott, dann nehme ich Rahas. Achtung, der spuckt dich an. Du kleiner Pisser. Achtung. Ah, Fnico! Ah, Mann! Okay, ich nehme jetzt ein bisschen Damage mit, alles gut? Ja, musst du machen. Hauptsache, wir sind da durch. Mich regen fliegende Ritter nur generell. Auch, Leute. Ist Gunther sehr weit vor uns, also so richtig uneinholbar, oder machen wir einen guten Job? Als Team, Chat und wir. Dacht schon. Habe ich letztes Mal in die Hose, jetzt habe ich eine Rüstung. Alter, geil. Das sind weggebamst. Ich denke gleich, dass das geht. Ich auch nicht, aber der. Wir sind vorne. Geil. Das motiviert. Danke, Chat. Der Chat hilft wirklich. Matteo hat immer aus dem Chat gehört. Jetzt sind wir ein Team. Leute, jetzt haben wir das Band. Wann soll ich denn da rüber jetzt? Okay. Du bist nackig, jetzt! Oh, nee, du musst abspringen, wenn es auf dich zufährt. Dann baller einer weg! Damit du dann landest, wenn es auf dich zufährt. Oh Mann, eine Gerdheit zum Schild! Was für ein Scam. Ey, Leon, ja? Du kannst mal gleich von der Toilette wieder, dann kannst du gleich den Abschnitt für mich machen und dann kann ich weiterspielen. Ja, ich weiß, dass Bon Jones das hinterher klebt. Keine Sorge, Leute. Zu, wissen, aber es ist einfach schon von Feeling gut. Dann ballert einfach durch, Chiara. Wenn du Schatten nimmst, dann ist doch scheißegal. Der schubst dann einfach ins Wasser. Ich weiß, aber mach push. Okay, ich push einfach durch. Ich denke nicht nach. Ja. Push. Die Soße push. Okay. Also, das war jetzt ein anderer Rhythmus. Der kriegt gar keinen Damage. Also, okay. Naja, das fällt durch ihn durch. Ja. Du kannst dir gar nicht Damage messen. Der fährt noch durch die Dings. Ich musste mich hier länger warten, bis das Teil kommt. Kommt jetzt aber schon. Du kleiner Nudelauto. Ja, irgendwo, wo du gejumpt bist. Was willst du machen? Keine Chance. Push!
Tipps aus dem Chat. Ey Leute, könnt ihr mal irgendwie so ein Walkthrough durchlesen? Einmal fliegt der Ritter niedriger. Scheiße, konnte ich nicht mehr lesen. Niedriger? Ja, einmal fliegt er niedriger. Irgendwas war, stand da. Der eint mich halt so rum. Schönes Vögel. Stimmt, das wird nicht niedriger gewesen. Mann, ey. Scheiße, aber ich kann einen nehmen und durch. Ich hätte aber einen Hit aus. Jetzt mehr Torte. Was ich fürs Team tun kann, ist an der Stelle Torte essen. Ja, finde ich auch. Die einzige richtige Lösung. Aber hier muss ich erstmal rüberschauen. Ja, genau. Ja. So, jetzt warte. Ja, was ist, wenn du... Und, warte. Und mach langsam, Chiara, und dann ballern. Ja, geil. Was? Was ist, wenn du direkt... Ah, Frosch. Oh, gut, sehr gut. Jetzt kommt das, du musst aber ein bisschen warten. Das ist richtig. Ja, es muss ganz rüberfahren. Es fährt ganz rüber. Irgendwann mal, ja. Das ist ein Eulenwesen. Oder was ist, wenn du direkt, wenn du runtersleidest, halt auf die... Weil es bleibt ja in der Mitte stehen. Am Anfang von hier. Okay. Nein. Bis es da ist. Nein, spring gedrückt. Ja. Egal. Ich muss wieder bei den fliegenden Rittern. Ist egal, brauchst du keine Rüstung. Stück Torte zu. Noch ein Hit mehr von ihm. Ihr müsst schießen und springen. Alter, geil. Genau, das ist direkt der Schrein. Arschi. Ja, Nasti hat doch das Preisschild dran. Das habe ich auch schon die ganze Zeit gesehen, aber es ist scheißegal. Das finde ich cool. Achso, ja, das ist mein Style, Mann. Deutschen Feuerattacke ist gut, kann ich gleich dodgen. Darf er nicht diese Flugattacke machen und mich reinschubsen? Ich übernehme einmal mal noch. Mann, ist das halt wirklich das Müll. Ich dachte, du findest das. Wie machst du das cool. immer, dass du das Spiel Torte, das finde ich cool. Immer wieder. Ich bin innerlich tot. Immer wieder. Findest du noch irgendwas? Nee. Oh, meine Güte. Wie kann er das denn abwehren, der Arsch? Er ist ein guter Ritter. Scheiße. Er ist ein guter Ritter. Okay, wann muss ein Ritter... Das war auch ein bisschen hektisch. Du musst ein bisschen mehr den Chill. Also frag mal Matteo. Der ist halt die... Impersonifikation von Chill. Oh, das ist dann, glaube ich, gut, dass wir den Chat abschalten haben. Sonst würden die nicht mehr am Dämon hängen. Ja, ja, safe. Junge! Das war halt ein Asimov. Ja, sau geil. Warte. Oh, ja, egal. Ja, geil. Lauf jetzt aber auch. Du warst schon so am Bleeden. Das ist... Die Ringe! Kleine! Wie kann man die Waffe upgraden? Das würde ich gerne wissen. Man kann die upgraden? Ich frage ja gerade. Du machst alles weiter. Ich habe Kommunikation. Lass dich nicht von mir irritieren. Der Chat sagt auch, du sollst langsam da durchkommen. Langsam? Du musst Headshot geben. Ja, aber das ist, glaube ich, Quatsch. Also, du sollst einfach da durchkommen. Langsam meint sie nicht hetzen, aber es ist einfach nicht so leicht. Du Arsch! Ja, dann durch. Ja. Dann durch jetzt. Wenn ich flacke. Geil. Warten. Yes. Eulentiere, ich meine Burritos. Ja, Burritos. Hinter dir auch, Burrito, jemand? Okay, links. Ja, schade. Scheiß Blume. Fette Rüstung. Was macht eigentlich die Pflanze von Mario hier? Das nervt mich. Aber ist so, oh. Egal, ich muss einfach mitnehmen. Geil. Okay, weiter. Mit den ganzen Bannern, wenn man im Respawn-Window ist. Oh, yes. Geil. Yes. Sehr gut. Da ist der Nein! Ich hasse ihn! Schön. Das überspringen wir. Wir gehen durch. Wir fühlen es. Wechselt auf den Dolch. Wie wechselt man das, Chat? Gar nicht mehr ändern kannst. Nee, total. Und die Wie wechselt man auf den Dolch? Hoch, also, no one knows, sag's mir bitte. Wir müssen Chiara maximal supporten an dieser Stelle. Sie hat sich einen geil. Banner. Sie ist jetzt das Spiel. Okay, weiter durch. Ja, sehr gut. Und drüber gut, da. Gut. Boah, Samus, du musst warten, bis es komplett bei dir ist. Der Keller auch noch. Oh, ich bin komplett zu dir. Weniger Schreien, bitte. Nein. Ey, ist voll die Emotion. Warum müssen wir jetzt wieder von vorne? Okay, Leute, ich mach's mir mal. Ach so. Ja, die muss man finden. Ihr braucht eine Truhe. Das haben wir eben schon gerafft. Weil eben sagt, wechselt die Waffe. Die muss man halt finden, ja. Man kann nicht einmal die Waffe wechseln. Da haben wir, glaube ich, wirklich das Spiel durchblickt, weil es ist, hat nicht viel. Kriegen wir unseren Chat eigentlich noch 15 Minuten für die ganze Zeit? Ja, egal, weiter durch. Das war das Heftigste, was ich jemals gesehen habe von dir. Ein Game. Ja. Das Burrito-Baumwesen weg. Vermisst den Chat schon ein bisschen. Es war schon ein bisschen klarer, gut, muss man sagen. Es war. Ich kann jetzt sehen, wie die mich flamen. Ja, aber dann lauf. Wieso lässt denn nicht Leon spielen? Wieso spielt ich noch? Das ist schön ins Wasser gefallen. Achtung, jetzt musst du aufpassen. Hinter dir? Hinter dir? Oh, er wirft gleich wieder sein Stöngel. Ja, ich hab nach links geguckt. Headshot. Ja, mach da eine kurze Pause. Ja, wirklich. Zweimal B drücken, was ist dann? Zweimal B drücken. Du musst unten stehen und gerade hochgehen. Du kannst dich dann drehen. Ja, klar, das geht nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich lese nur den Chat. Mann, da gibt's Leute, die wissen selber nicht, was sie schreiben. Ja, so Animationen können nicht kombiniert werden. Kannst du spielen? Ja. Probier mal aus. Mann, Chiara ist Pro-Gamerin. Die weiß schon, wie man... ein Mario spielt. Wow, was hab ich das? Fühlt sich ein bisschen krank, richtig gut. Das ist okay. Geh durch. Ja, mega. Nein. Ja. So, gleich machst du ein bisschen ruhiger. Jetzt kommt rechts, links Burrito. Burrito? Warte mal. Ich hab da kein Item mehr, oder? Ich hab da oben eine Kiste gerade irgendwie erschaffen. Weg mit dem. Ja, du hast ja nicht wie ein Speer oder sowas. Ja, ich hab ein Speer. Ah, ja.
Bitte, jetzt sehen wir keine Waffen mehr wechseln. Oh, endlich. Ja, scheiße. Kann ich die öffnen? Ich dachte, ich kann auch mich schnell bücken. Okay, ich aber Sperren. Warte. Ja. Mach. Genau. Wieder gepumpt. Kriegen wir hin. Und jetzt hast du wenigstens einen guten Speer. Ja. Ich glaube, da kann ich jetzt durch. Ja, geil. Also, ich bin Speerman. Dieses wabernde Geräusch. Der ist viel besser. Du hast einfach eine viel krassere Range. Du kannst die beiden schießen. Alles und der kann auch richtig welche durch, oder? Viele Gegner einfach. Vergisst man es mal. Voll unverhältnismäßig. Wie viele Gegner es hier gibt in diesem Kackspiel. Mann, ey. Ich sag immer, lauf. Okay, es geht nicht um mir, soweit ich kacke bin. Das Spiel ist schon schwer. Das Spiel ist echt hart. Also, fucking schwer. Wir kommen nur als Team durch. Sehr gut, Chiara. Absolut immer die Scheiße. Respawn Union endlich. Respawn Union. Deswegen muss ich angehalten zu Speedrun. Nee, Moment. Du kannst nicht laufen. Ich finde das Timing so komisch. Ist ja relativ chill. Ey, du musst nur zum zweiten Eumel kommen. Also scheiß drauf. Schön. Geil. Ich warte, bis er unten ist und dann lauf. Du da oben geschafft, ne? Lauf ich. Danke. Hab ich wieder vergessen. Alles gut. Ist eine Kiste nur. Nein, lass den. Lauf. Ich bin Raffer, da ist die gute Raffer. Hinter dir gleich. Von der Range her sollte man auf jeden Fall. Vielleicht auch nicht. Treffen können. Nee, mach wieder den Jump auch da drüben beim Gargoyle schaffen, meine ich. Obacht Wasser. Geil. Nein, noch Burrito! Dieser dumme Burrito. Ja, aber egal. Okay, motiviert bleiben. Alles gut. Chiara, du machst das mega. Wir sind schon mal so sehr weit gekommen. Das schaffen wir nochmal. Ja, nochmal. Du machst das mega. Fuck you. Ah, ich hab die Bassbanne hier aktiviert. Okay. Den schieße ich weg. Okay, ich hab's aktiviert. Danke. Lass die perfekt. Lauf. Intentional Damage, alles gut, alles gut. Ja, jetzt haben wir endlich wieder die Anfangswaffe zurück. Kann man erstmal das Geld ausgeben? Dann verliere ich sonst schon die Geld überhaupt. Geil. Man sammelt ja Sachen ein. Ja, die schießen nur in eine Richtung. Nee. Das ist die Map da. Das ist ein Arschloch. Ja. Wir müssen auch was auf den Fall stellen. Okay, es kommt viele. Links ist, ja. Genau, ich wollte den eigentlich vor den anderen. Das erste Level hier schafft, glaube ich. Aber das heißt, da muss man kurz... Vielleicht sollte ich... Wenn du da noch Lust hast, ist ja mega geil. Plattborn-Situation sein. Ich möchte nicht immer diese Keiner. Und mach dich nicht um den Kampf. Okay, lauf. Ich hasse diesen... Okay, lauf. Stein. Oh, da ist ein Messer. Wo ist ein Messer? Ich will kein Messer, oder? Fickmesser? Komm ich auch nicht dran. Ich glaube, ein Messer kann halt super schnell sein. Aber das ist halt mega der Range-Vorteil gerade, ne? Ja, aber so ein Wurfmesser ist bei Terraria auch ziemlich cool. Aber das killen am Anfang nicht. Ist das ein Wurfmesser? Ich glaube schon, das Wurfmesser ist. Das ist vollkommen. Kannst du nicht geil. Das ist so crazy. Nein, dieser scheiß kleine Hüpfkacke. Okay. So, dieser Jump. Du bist halt angetauscht. Wir sind in Führung. Die haben, und die anderen haben keinen Plan. Die sind jetzt schon demoralisiert, weil sie nicht wissen, was der Chat zu sagen hat. Die haben keinen Chat. Wir schon. Laufen. Ja, man kann ihn nicht ausweichen. Achtung, du blinkst dich. So krass, ich verstehe nicht, wie man den jetzt auf aber. Ja, ich glaube. Irgendwo Musik, glaube ich, kann man nicht. Zurück, um diesen Jump hinzubekommen. Oder ins Laufen fallen zu lassen. Ja, aber ich glaube, das ist nur irgendein temporärer Bonus. Also irgendein Bonus. Vielleicht hilft der Bonus. Vielleicht kriegst du ja auch Verwundbarkeit oder so. Ja, das stimmt. Die Schlippi-Action ist ein bisschen gewagt an der Stelle, aber... Den Stein kann man auch nicht dodgen. Nee, hier gibt's kein Double Jump, Leute. Also zumindest nicht in dieser Version, die wir hier spielen. Dodgebar. Krass, ey. Hartes Game, aber ich finde das irgendwie cool. Ich mach das immer. Lauf. Sorry, ich hab... Ja, alles okay. Echt? Gut. Was macht denn hier? Dieses dumme Arschloch. Okay. Hey, du musst laufen, geh! Mach langsam und kill die scheiß Burritos. Ich bin tot, weil dann schaff ich jetzt. Aber nicht die Rüstungsmänner. Oh, guter Dodge. Jetzt kannst du rüber. Oh mein Gott. Ja, schön. Da ist der Banner, Was macht die Kiste? Sind alle so die blöd. Ist nicht nach rechts gefahren, sondern in die Mitte. Und sind zurück. Es gibt eine Stopp. Move von der Kiste. Okay, die goldene Kiste, ich sag's noch nicht. Du meinst, der Baumstamm? Chiara ist fast da. Das werde ich jetzt nicht anbieten. Ach so. Plattform. Das Brett. Egal. Für mich war es eine. Dann habe ich meine Boxershorts. Ja. Oh, Stein. Schlippy Time ist vielleicht auch Best Time. Dodge. Achtung, der kommt davon. Alter Chiara. Oh mein Gott, was war das? Keine Ahnung. Was waren das für crazy Moves im Schlippy? Kackgagel. Ey, du machst das gut. Nur am Anfang musst du irgendwie schaffen, ein Rüstungsteil zu behalten. Ich muss die vorher abknallen. Jeder fünf Versuche ist wieder schwierig. Ich bin nicht mehr gut, ich das Gefühl habe. Und spielst halt noch durch. Fünf Versuche, dann bin ich dran. Mal gucken, wer es schafft. Lauf. Geil. Also stell jetzt in die Mitte, dann wieder zurück. Geil. Du hast Rüstung an. Oh, wow. Dodge, nice. Ducken. Oh, war also das ist nach rechts, Mitte, nach rechts, nach links, Mitte, nach links lauf, und dann wieder rüber. Nee, das ist das Pattern von der Box. Und jetzt warten. Also jetzt warten. Stein. Warten. Nimm, los. Warten. Ich bin bei nach links bin ich. Der links. Okay, scheiße. Oh, ah, fuck. Es sind so viele. Ich glaube, ich muss da weiterlaufen. Ja, ich muss kurz davor. Okay.
springen bei den Bäumen. Okay. Stein. Weniger springen, schnell. Stein kann man nicht dodgen, ja, das ist unmöglich. Sorry. Das ist undodgbar. Wir haben die Hardcore. Aber es macht mir schon gute Laune, dass das, das wieder tot bei Sieve. Der ist auch. Wir werden so getriggert gewesen. Ja, Leon, das ist First Try, so ganz easy. Das hat mich so getriggert. Das Spiel ist einfach richtig schwer. Alter, was bist denn du für ein Arsch? Zwei. Lauf. Ja. Kann man nicht, ich bin nicht okay, getillt. Vorsichtig jetzt. Vorsichtig und er hat einen. Ja, super. Schade. Du bist halt. Du bist ein Doofmann. Scheiße! Oh, fuck! So kurz davon. Ja, ich hätte einen dummen Arschloch. Guck jetzt mal an. Jetzt Stein, ja, Stein. Okay, okay, im Spiel, es wird gerade stehen, man muss unendlich pushen, es kommen unendlich viele Nadeln. Ja, ja, genau. Oh, dann unendlich! Ha, was macht ihr jetzt? Geil. Heftig geil. Alter, ins Loch. Du läufst nach rechts. Egal, laufen. Ja, laufen. Ja. Schon wieder mein Ohr. Ich bin Stein gedopft. Ist egal, das ist gut aus. Und lauf. Bullied, ey. Ja. Richtig bullied. So. So. Einfach ducken. Ja, geil. Lauf in die Fahne. Yes. Nee. Ja! Bin ich? Ist das die Fahne? Nein. Keine Ahnung. Es geht mit, ich glaube, ich hätte nach oben fahren müssen. Doch, ja! Doch, warte! Okay. Warte, komm, warte, gut. Da, ja! Let's go! Als Skelett da gelandet. Da muss ich hin, aber nicht. Das ist ein Duck, das ist echt krass aus. Lauf einfach. Lauf direkt hier vorne. Geil. Aber so aus zumindest. Bloß die falsch drücken. Die alten schaffen diese Stelle. Ich kann das nicht. Wachsen noch die alten Orte. Also die Bälle nicht beim Wandern spawnen. Es gibt keine Option dafür. Okay. Ja sowas sein. Oh Gott. Ich glaube, den muss ich machen. Ja, links vorne. Das ist richtig gut. Ich muss das Schatz runter. Ah, ich hab den ersten Abschluss. Geil. Das ist der erste richtige Ball. Oh, scheiße. Direkt wieder verloren. Egal. Das andere Team hat das noch nicht geschafft. Okay. Egal. Bleib einfach rechts laufen. Hast du gemerkt? Ich fühle das. Nach oben? Aber ich muss den schon besiegen, ne? Du guckst den Stream, ne? Das weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst hier einfach... Hä? Was ist mit der dummen... Achtung, nicht, nicht. Jetzt musst du immer da warten. Wenn du neu Abschnitt machst... Vom Banner. Hallo. Das heißt Lack, wenn er sich duckt. Ich bin nicht mit dem Mann. Oh nee, es ist ein Schutzpanzer. Am Ende werden die nicht weiter sein. Die werden den Baumstamm nicht mehr schaffen. Du kannst nicht besiegen, Schild. Von hinten, aber das bringt aber nichts, weil du da nicht viele Gassen. Scheiß auf die Fee. Ja, scheiß mal drauf. Ich hab... Pack! Wir müssen den noch die Pflanze vorne. Ja, ja. Genau. Die goldene Biene ist wichtig, sagt der Chat. Genau. Okay. Sehr gut. Aber es ist keine goldene, okay. Das war eine blaue, oder? Ja, egal, ich bin farbenblind. Okay. Oh nein. Jetzt kommt die gleich. Die ist so weit oben. Nein, du kannst jumpen. Ich konnte nicht jumpen, weil ich rutsche. Über dir. Pass auf. Ich lag gerade auf dem Rücken. Okay, alles klar. Lauf weiter. Pass auf, jetzt stress ihn doch nicht. Aber ich muss erst der andere Aspen. Jetzt kommt gerade der Theo. Nein, jetzt kommt gerade der Theo. Nee, jetzt kommt die andere. Ich bin die andere. Jetzt kommt gerade der Progress. Der muss halt killen. Den muss ich auf jeden Fall. Ja, oder ich mach das halt langsam. Ja. Versuch gleich, wenn die Burritos nicht unendlich kommen, dann geht das. Ja. Oh. Mal länger. Nein, die Biene ist okay. Den Job. Okay. Das warte kurz da. Warte kurz an der Stelle. Nein, der Willst du nicht? Willst du nicht? Ja. Sehr gut. Und was ist das jetzt? Ah, jetzt war ich abgelenkt von der blöden Biene. Der wird auch immer länger. Ich weiß nicht. Ja. Jawoll. Progress. Ey, soll ich mir was sagen? Ich hab gesagt, First Try. Das gewinnen wir. Das gewinnen wir. Die schaff ich, oder? Auf geht's. Wer ist unrecht? Ich meine, ernsthaft? Ich glaube, die werden nicht. Wir müssen einfach nur weiter. Ist egal, weil du bist direkt am Banner. Wenn du stirbst, kommt gleich Burrito Johnny aus rechts, aus dem Hodensack da. Geil. Warte mal, mach ganz oben immer. Mach ganz oben hoch. Sehr gut. Jumpy. Oben. Jetzt warte kurz, bis der. Also es gibt nur zwei Buttons. Es gibt A für springen und X für fliegen. Ja. Kann ich nicht nach unten schießen? Doch. Irgendwie, ja. Burrito war im Weg, ne? Ja. Ich glaube, auf die linken. Gleichstand. Warte. What? Ah. Ja. Wie das denn jetzt geschafft? Das Ding ist, oben der Stamm blockt dich, glaube ich. Also du musst wirklich. Durchziehen, ne? Also du wahrscheinlich auch reingekommen. Unten springen. Das ist ja krass. Das ist cool, das Game. Ja. In der Matz hieß es auch, dass es relativ neue Aufgabe ist. Ja, das ist Rex hast du gemeint jetzt, oder?
Gibt's Speedrun schon? Ja, und nach oben. Und ja, genau so. Geil, schon. Oh, was ist eine Pflanze? Oh. Okay, ich schnapp. Scheiße, was ist das? Ja, okay. Ich muss runter droppen. Ah, da links. Okay, dann schreck ich mich. Okay, eins so, dann tauschen wir. Ja, ist auch. Ich will, dass ihr Progress macht. Wenn ich jetzt anfangen würde, dann würde man einfach nur verschwinden. Ja, hier kommen wir hier easy durch. Ja, hier ist easy. Ich glaube wirklich, jede Fahne, die wir holen, könnte entscheiden. Ich kann mir vorstellen, dass du mit der Fee irgendwas Geiles kaufen kannst. Ah, nee, jetzt merke ich erst, wie krass dieses. Eins, Shorty. Wie krass dieses Chat ist. Ja, chill. Direkt kommt jetzt ein. Also allein. Dein Speedrun ist halt echt krass. Die Info zu haben, ob man gerade. Jetzt zurück, dann kannst du nach rechts. Einfach jetzt laufen. Oh Gott, schade, das ist ja alles. Aber ich trigger die anderen Pflanzen nicht, wenn ich noch so ein bisschen zurück, quasi auf den anderen Ast zu kommen. Also und dann runter zu laufen, ohne zu springen wahrscheinlich. Oder du kannst runter und atmen. Die Biene nochmal zusammen gleich. Es geht mir, es geht mir. Achso, also so. Boomer Game. Aber die ist doch keine Waffe. Ich hab 20 Jahre später die brauchen, wenn es für uns einzukaufen. Egal. Hat sich gerade nicht angeboten. Kein Ding. Dann chill. Chat, wir vermissen den Chat, ey. Gleich selbst wenn du es nicht mehr hast, dass du es vermisst. Ja, crazy, ne? Ja, Mann. So, Burrito Mann. Wir haben den Chat mal so. Mach erstmal den Burrito weg. Gott gegeben, ich hoffe, der ja. Gleich ausgefahren hier. Kannst du da nicht nach rechts weiter? Nee, da kommt jetzt nicht die nächste Pflanze. Aber nee, die hast du noch nicht getriggert. Nee, oben ist eine Wand. Links ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Sehr gut. Aber da kommt die andere Pflanze. Ja, aber mach das trotzdem. Die Kiste könnte wichtig sein. Da hast du eine neue Waffe oder so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde echt so gerne wissen, wo die anderen sind. Pass auf, ne? Oh Gott, geil. Warte mal. Es ist nicht verboten, dass wir das gucken gehen, oder? Ah. Soll ich mal gucken? Rechts kommt noch eine Pflanze, dann bin ich eingeengt. Ja. Ja, oh, sehr schön. Nee, ich wieso kann man die nicht treffen? Denk dann, von links kommt jetzt die Ranke. Nein, das schön. Machen wir nicht. Jetzt. Okay, jetzt kommt hier noch eins. Jetzt oben. Schon so ein bisschen dirty, oder? Ja, da oben. Wenn ich nicht spiele und ich sage euch nicht, jetzt versuchen wir was irgendwas spielen, und ich sage nur geil. Okay, jetzt holen wir die Rüstung wieder. Ja. Cheats. Cheaten? Sehr gut. Also das ist zwar kein offizielles Cheat. Ja, das ist schon offiziell. Jetzt runter da. Dirty Gaming. So. Jetzt machst du die Pflanze runter. Naja, Gaming. Lass mich da nicht runter. Ja, wenn du so, ganz einfach gehen, oder? Jetzt, wo der Chat ausgefallen ist, bin ich an der Regie vorbeigegangen. Ich habe gesehen, dass die da nicht so weit sind. Gleich da unten. Moment. Also, wir haben trotzdem noch keinen Chat. Ja, klar. Also, das wäre wahrscheinlich nicht verboten. Ah, okay. Aber wir. Sehr gut. Einfach nach unten schießen. Kann man nicht? Also, es ist halt einfach fürchterlich. Ah, nur wenn ich auf dich los. Das ist crazy. Aber kein Problem. Aber hast du gesehen, man muss halt wirklich erstmal am links laufen und dann rechts runter, wie Leon gesagt hat. Und dann Achtung, Daumen auf das. Wenn ihr diese Stelle schafft, dann habt ihr aber diese Challenge gewonnen. Ich glaube, wir sind vorbei. Ich glaube, es sind schon so 40 Minuten, oder? Okay, einfach durch. Einfach weiter. Kommen wir noch rechts weiter. Was ist eine andere Waffe? Jetzt könnte schon sein. Nee, doch nicht. Schade. Kommt von links. Weiter runter wahrscheinlich dann, ne? Ja. Genau. Hol die Rüstung, wenn du kannst. Das ist keine Rüstung, keine Ahnung, was das ist. Aber es ist doch. Nein, der hol die Waffe. Ist besser. Nein, das ist die Kackwaffe. Nein, ist besser, die du eben hattest. Ich will nach rechts, ich will nach unten. Ich glaube nach unten. Ja, da unten ist der. Let's go. Noch eine, kommt, pass auf. Fährt da unten raus. Dann findet ihr auch noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schön. Mach erstmal alle weg. Links. Schade. Egal, wir haben einen neuen Checkpoint. Ja, das ist irgendwas anderes. Ich weiß, das ist die richtige Rüstung, die ist richtig silber. Da war ein Banner nach den Pflanzen. Haben wir doch. Ah, schön. Haben wir. Haben wir. Schön, ja. Schild mal. Hey, du hast eine gute Waffe, alles ist geiler jetzt. Wir sind wieder vorne. Ich glaube, da musst du wirklich nach unten schicken. Weißt du? Okay, lauf. Du auf den oberen Ast gehen und dann. Eigentlich nach rechts und dann nach unten irgendwie immer. Ich kann nicht noch was. Du hast so eine Hose an. Also wenn du hochjumpst und runter nach unten guckst. Ja, egal. Du bist ein Gamer. Ja, genau. So, sehr gut, jetzt nach rechts. Theo. Chat, das hilft auch. Nein, alles gut. Wir müssen. Nicer Kill. Oh, wie lange ist das denn noch? Geiles Messer, aber geiler als die andere Scheiße. Oh, mach den mal weg. Wie lange ist denn noch? Mach den mal weg. Gut, dann. Also, so lange bist du gewonnen hast, Kiara. Oh, aber die Jumps. Das ist ja assi. Lauf, jetzt auch nicht. Wenn du jetzt wieder zurückgehst, kannst du da oben rechts. Ich glaub, das blockt da oben. Ballern. Ja, stimmt. Warten. Chill, spring. Oh, Rüss. Hoch. Sehr gut, sehr gut. Oh, die Kleine, die verschwindet. Ja, oh, stimmt. Der Leute. First try, Tod, ja. Es ist möglich, dass es wirklich. Okay, dann direkt nochmal Sprache. Wir machen das hier. Teamworks makes. Hoch. Ja. Hoch. Teamwork makes the dream work. Sehr gut. Oder wie heißt das? Ja, das ist genau das, was ich gemacht. Mal zwei, drei Versuche und dann geht's. Ja! Ballern. Matteo, weißt du das? Genau das. Scheiße. Scheiße. Lauf rechts, du bist Blinky. Du bist Blinky.
Die Butter ist gut. Ja, du blinkst. Einfach laufen, ja. Ja, genau. Die Pflanze hat mich halt leider nicht gesagt. Ja, ist ja, ja, ein bisschen Hammer, oder? Bisschen Hammer. Bisschen Hammer. Na, bisschen Hammer. Die Pflanze auch mal wollen, die Pflanze auch. Nee. So scheiße. Warum hast du das? Du machst so eine Wave. Okay, das müssen wir gleich wahrscheinlich noch mal vorne anfangen. Ja, aber das ist Wave. Ja, ich dachte, ich kann nicht weiter nach oben. Die Startwaffe ist einfach die beste Waffe. Ich weiß, du warst so schnell. Ich bin nicht schnell hergekommen. Danke, brauch Ehrgeiz. Du kannst nur noch downgraden von Waffen. Nein! Ja. Ich brauch kein Ehrgeiz. Links, ja. Lauf einfach. Ja, ich freu mich auch. Wir haben jetzt nur noch Hammer die ganze Zeit. Das ist das Ding. Du hast 2 Meter schon lange Stehen und die bewerten kannst. Ja, der kleine Pfiff. Nimmst du sie oder einen Hammer? Okay, wir sind nicht sauer. Wir sind toll. Der wird zu Land. So wie Silver Knights. Ja, genau. Du machst das sehr gut. Ich glaube, du musst dir einfach so gut wie ich nicht schießen. Und hier zählt auch einfach, wer am weitesten kommt, genau, rein. Genau, deswegen glaube ich, dass runter, 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 okay. Ja, daran müsst ihr mich bitte in der Arme auch. Links schießen. Schön, komm, warte, super, super. Rechts laufen. Du musst erstmal also schießen. Ich stelle die einfach krank. Oh, ja, die einfach hoch, hoch, hoch. Jump. Jump. Sehr gut. Ist ein Ball? Schießen. Docken, docken und schießen. Das ist jetzt geil, wir landen. Achtung. Ja, okay, Achtung an den roten Seiten der Hölle. Nee, ich hab gesagt, ich hab nicht nein. Ich vergesse nur die eine. Viel bessere Waffe. Oh, mach gutes Splash. Das ist nice. Ist ein guter Hammer. Und jetzt geht's ab. Und jetzt geht's ab. Und jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Sehr gut. Attack Speed ist insane. Ja, was, genau. Ja. Das ist nämlich die Speedrun-Waffe einfach. Dass du eine Hose schaffst. Okay, auch oh. Noch wir sollen nicht den Hammer nehmen. Aber lass uns auf gar keinen Fall gleich. Noch eine andere Achtung, Waffe. Gibt's einen Hammer, den nicht nehmen. Nichts. Egal, was es kommt, egal. Ich hab's gecheckt. Check mehr Informationen. Ihr merkt schon, die Stimmung ist hart. Blitze, egal. Hart, geil. Okay, gleich runter, ne, Chiara? Ja. Das ist die Speedrun-Waffe, ich sag's dir. Rechts und dann warten. Schön. Schießen und warten. Ich sehe schon mal Theo, der gleich sagt, wenn der nächste kommt, dann sind wir auf jeden Fall. Schon okay. Okay. Oh, Glück gehabt. Alles gut, alles gut. Du kannst wieder hoch? Aha, du hast mehrere Tries. Aber, okay. Vielleicht musst du das von links triggern? Also, jetzt. Ja. Ja, jetzt nach rechts. Ja. Ja, mit den Daggern, die machen mehr Damage, glaube ich. Trotzdem krass. Weiter, weiter laufen, laufen mit links. Okay, Vorsicht, Snowhill. Hol dir das Töpfchen. Edo. Scheiße, ich hätte unten bleiben sollen. Schade. Okay, einmal durchatmen. Ja. Dann nach oben drücken gleich. Super, 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 super. Alles klar. Plötzlich wird Edo krass. Springt! Schade! Wir sind gleich auf übrigens. Bei der Stelle traue ich mich nicht. Doch, doch. Edo, du hast einen guten Run. Edo, cool. Alles gut. Ihr habt immer einen guten Run. Ja, okay. Jetzt musst du ein paar töten erst. Ey, du musst dich immer bei uns motivieren lassen, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt musst du noch warten. Jetzt musst du kurz warten, weil der alte... Leo muss erst mal zeigen, wie man es nicht macht und dann... Sehr gut. Okay. Ich hab durch deinen Jump. Gargoyle gebracht. Ja, das stimmt. Okay. Das hast du eine halbe Stunde gelöst. Ja, das viele. Du hast meine Blockade gelöst. Ja. Wie viele kommen hier? Oh mein Gott. Oh, ich werde wacher, sagt nämlich der Spieler. Ich war kurz vorm Einschlafen. Ja, das bockt voll. Ich bin voll hyped, ey. Seitdem die Dagger da sind, geht's auch ab einfach. Ja, man sieht ja auch bloß keine andere Waffe nehmen. Dagger ist einfach insane. Okay, vorsichtig jetzt. Okay. Also wenn ich glaube, das müssen wir langsamer hier machen. Ja. Hammer. Leon, ich glaube auch. Mach mal langsam. Das allererstes. Oh, oh. Nimm so ein Holzass. Oh, ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Der Chat ist voll auf deiner Seite, ohne Scheiß. Aber, und dein Team steht auch hinter dir. Freut mich. Oh, geil. Hammer, geile Aktion. Aus den Item raus. Auf, ja, da. Nee, der war dummer höher. Ja. Let's go. Ja, hol das Töpfchen. Nee, hol nicht mehr. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Hoch, hoch. Jump. Jump. Das ist ein Geist. Doch, schießen, springen. Geil. Was ist das? Nicht einsammeln, auf keinen Fall einsammeln. Achtung, gleich. Das sind diese blauen... Burritos, die dich nicht. Genau, das ist die schlechte. Das ist noch schlimmer als Hammer. Ja, sagst Lanze kommt gleich. Ja. Oh, nee. Schade. Schön. Oh, geil. Nein, den Moment hat's... Ja. Auf die Spitze und dann ja. Jump. Jump. Ich dachte, ich wäre schon nackt. Jump. Und jetzt bitte nicht das Fleck. Ist die sehr gut. Die Feen sind Power-Ups. Okay, danke. War sehr gut. Okay, Alter. Nein, nein, nein. Ich hab's verkackt. Ja. Ja, safe. Ich hab's richtig verkackt. Ich will gar nicht wissen, ob die anderen das falsch drücken, weil die auch übermüdet sind einfach. Oh. Boah, wie viele auch spawnen einfach, ne? Mhm. Das ist sogar sehr. Ich glaube, da muss ich erstmal weiterlaufen. Ich glaub's. Ja, hol jetzt. Nicht das Blaue da oben nehmen, bitte. Ja, lauf. Aber gut, dass ihr das sagt, weil ich bin so im Fokus da. Warte, Blaue ist eigentlich gefährlicher als Gegner. Okay, nee, chill. Einmal kurz entspannen, schaffen wir. Pass auf, nicht einsammeln. Oh, das ist aber Rüsten, ist egal. Schöne Jumps. So, jetzt bam. Nice. Sehr gut. Ducken, scheiße, geil.
Oh, mehr als ich dachte. Schade. Ah. Ducken, ducken. Ah ja. Ja. Oh, ja, gut. Sehr gut. Das war mir geil, geil, geil. Okay. Scheiße. Ja. Also durch. Töpfchen. Ich dran vorbei. Ich glaube hier kämpfen. Oh, die Dodges. Ich glaube, hier kämpfen bringt gar nichts, oder? Einfach hier vorbei springen. Da kommst du nicht wegen. Kannst du nicht, weil die Ranke runterkommt. Ah, ich dachte, noch schnell runter, die abschießen. Genau, der Body okay, 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 I see. Was? Wildes Game, Alter. Waffen sind geil, oder, Leon? Die ist noch. Richtig geile DPS. Du. Achtung. Geile Dodge. Ich glaube, es ist halt auch echt Lifesaving. Ich gerade, sind wieder mehr Situation, wo du die Ranke ja, halt noch den Panzer zum Beispiel. Ja, du hast zu easy unterwegs. Das fand das Spiel scheiße. Okay, warten, warten. Jump. Du hast noch ein Rüstungsteil, das ist ganz gut gerade. Geil, geil. Okay. Ja, sehr gut. Ducken. Nee, springen. Was? Nee, ich, bin ich nicht nach rechts gesprungen? Nee. Aber du hast ein Power-Up eingesammelt. Sehr gut. Im Fall. Scheiße, Achtung, der rollt jetzt rein. Ich wollte doch gar nicht geil da hoch. Achtung, nach oben. Mach, dass es so wild ist. Ja. Das ist schon sehr wild. Das ist schon sehr wild. Das, Chiara. Ohne Scheiß, ich meine das ernst. Komm halt einfach überall, egal wo du hinläufst. Komm, ja, komm, ja, der Rhythmus genau ist immer anders so ein aber bisschen. Aber wenn der Pulsi, wo Leon sich gerade hingesetzt hat, kann man sich okay, gut hinsetzen. Das gut war, aber ich mach die Tür ja zu. Ja, mach das. Jetzt. Das Problem ist, du let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, jetzt musst du ducken. Ja. Das ist ja ein schöner Rhythmus, das ist schön. Alter, der Damage einfach. Ja, ach, egal, das passiert. Sehr gut. Jetzt pass ja auf. Hochjump und runterschießen. Springen, ja. Oh, schön, schön, okay, schön, schön, schön. Du, du bist ja eine Maschine. Stark. Einfach Alter, nice, die können runterschießen, die Boys? Okay. Einfach nice. Super. Also sehr einfach gut, nice, muss gut ich sagen. Du musst hier yes langsam. Ja. Okay. Der kommt hoch jetzt, genau. Sehr gut. Der war was. Oh, der ja, ja. Oh. Okay, diese Stelle werden ja niemand schaffen. Reagiert. Die werden nicht mal hier hinkommen. Also wir müssen halt runtersteigen, springen, springen und dann direkt weiter. Nein, sofort rennen. Wieder, ja, das wieder weiter, ja. Bonjour hat weniger einfach Gegner. Ne? Richtig casual. Wieso das denn? Ja. Ist bei uns wieder erhöht geworden? Ich ja, weiß nicht, ob ihr... Sind nicht so schnell. Ich weiß ja geiler nicht, ob man die Schwierigkeiten gerade einsehen kann. Schön, du hast doch deine ganze Rüstung, Leon. Jetzt verliere ich sie gleich. Nee, 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 nee. Clear doch einfach die ganzen. Wieso kommt denn mein Ast nicht? Oh, oh du wirfst das! Ja, 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 das ja, ist ja wo bin ich denn? Also, wir erst, wenn sie Vorsicht, haben. Hier ist Armor. Gerade die Orientierung glaube ich keine Waffe, oder? Ja, irgendwas ist auch nicht getriggert worden. Nein, nein, das ist die Kette da unten, meine ich. Welche Kette? Da unten. Die Kette da unten. Warum kann die schießen die denn jetzt runter? Blau? Okay. Die werfen erst den Ast, wenn sie weniger Gegner und wie können wir das umstellen? Nicht, wenn sie das erste Mal auf die naja, sie haben ja wahrscheinlich Schwierigkeit, denken. Aber wir wissen ja nicht, vielleicht haben wir ja Ritter und dann schummeln wir. Ja. Ich werde es ja sofort beim First Try schaffen, deswegen dachte ich, ich weiß nicht, ob wir das hier irgendwo sehen können. Ja, wir motivieren dich halt so ein bisschen, weißt du? Wenn wir es nicht schaffen, dann bist ja, du wieder dran und dann denkst du dir so, oh, jetzt mache ich das aber. Wenn ich für mich alleine spiele, dann habe ich nicht den Anreiz. Aber wenn ich so eine Challenge drin sehe, braucht man eine Challenge. Das war Scream-Snap. Einen baue ich noch. Ja, die Äste wurden noch vorhin nicht getriggert. Danke, ja, irgendwas ja lief davon falsch gedrückt. Gar nicht. Oh nein! Oh, echt? Oh, das ist. Aber das ist eben nur das Gebiet, also. Ja. Das ist komplett der geht wieder weg, der geht wieder weg. Ja, ich weiß, scheiße. Ich meine, du wolltest ja eh first tryen. Oh, das passiert echt schnell, aber ne? Die Waffe ist zumindest noch da. Kann man dann nicht wieder zurück hin? Also, wenn jemand mal nachfragen nee möchte, so. Aber du schaffst das eh. Woran wir das erkennen, was wir für Schwierigkeitsgrad haben? Du bist doch Hetaria. Aber was zählt jetzt? Unser weitester Progress? Ja. Aber warum passiert das nicht? Warum passiert das nicht automatisch? Das Spiel sich denkt so, ja, ich möchte ja im besten Falle da wieder starten. Ich verstehe auch nicht, ob es die Möglichkeit gibt, wieder zurückzugehen. Was ist das für ein Bullshit? Ja, das ist nur eins. Ausgedacht. Warum sollte ich irgendwie weiter zurückgehen? Jetzt flammt ihr aber hier Game Mechanic, obwohl es mein Fehler war. Ja, ja, vor allem das als allererste Option zu machen. Ich hätte ja eben gerade auch was aus dem Ding gemacht. Ja, genau. Das habe ich nicht, das möchtest du das Board noch nicht drüber gesprungen. Ja. Möchtest du einfach komplett Deutschgarn? Ich bin super, dass ihr nicht mich blamt dafür. Also, frag dich, ob du Progress verlieren willst. Ja, genau. Jetzt. Vielleicht ist genug. Ducken und schießen. Das werden wir durchbringen. Das geht die Vision wegen dem Spiel. Des Spiels. Sehr gut. Den weg. Aber die Leute so zum Flame. Nein, das ist weg. Was ist denn dann? Genau so ein Trash. Nee, Getting Over ist ein gutes Game. Getting Over. Ist halt ein Skill-Game, Getting Over. Ist halt. Das ist auf jeden Fall ein Skill-Game. Aber sehen wir das mal so, jedes Mal, wenn wir uns irgendwie zurücksetzen müssen, okay, war das bisher egal immer gut im Total so. Laufen, so wo Leon ja das gemacht hat und so und wir dachten, das ist völlig Ende im Gelände. Das ist vielleicht der Traum, das ja, genau. Vielleicht das Erfolgsgeheimnis. Ne? Einfach uns selber hängen, einfach so ja Selbstgeißelung, bis man einfach will nicht eine neue Evolution von Gamer ist. Also, was war das für ein krasser Spinner? Ja, der war's. Du hast hier den Checkpoint. Ja, take it. Auch blöd. Snack it up. Sicher? Ja, jetzt ist
Oh, hallo, da bin ich auch wieder. Wen haben wir denn da? Hallo, ja, hallo. Haben wir einmal einen kleinen Wechsel gehabt? Wir haben einen kleinen Wechsel gehabt, ja. Ich habe ein bisschen geschlafen, habe ja meine Schicht gehabt und bin jetzt wieder da. Bin bereit für Ghosts and Goblins. Da ist er wieder. Was sagst du zum Spiel bisher? Ist ein knüppelhartes Spiel. Ich habe das Spiel damals als Kind gehasst. Das war eines meiner ersten Spiele, die ich auf NES gespielt habe. Wirklich? Ja. Hab's gehasst, hab die Super Nintendo-Version gehasst. und die Remake-Version wird, glaube ich, jetzt auch gerade von allen verhasst. Das Spiel ist einfach knüppelhart. Ja. Also, kennst du das Spiel? Ich kenne das nicht, ne? Ich habe ein bisschen nachrecherchiert, was das für ein Spiel ist und so, dass es achte Teil der Reihe ist und so weiter. Aber habe das beim Recherchieren auch zum ersten Mal gesehen tatsächlich. Also an mir ist das komplett vorbeigegangen. Hm. Aber ist auch gar nicht so schlimm, weil es scheint wirklich brettschwer zu sein. Ja, es ist brettschwer. Es ist, ich habe es nie durchgespielt. Ich habe keinen der Teile durchgespielt. Wow. Und der erste Teil hatte ja noch diesen Twist gehabt, dass sobald du es einmal durchgespielt hast, musst du es theoretisch nochmal durchspielen. Ach nein. In a row, damit du dann das echte Ende hast. Ich habe auch schon im Chat gesehen, die haben diese Gegner genauso wie wir auch mit Burritos verwechselt. Wir waren nicht die Einzigen. Ah, Burritos. Ja, Burritos oder Kartoffelsäcke, die haben wir hier auch gehabt. Weiß nicht. Kann man sich auch schön cosplayen damit. Boah, sollen wir mal die Gegner cosplayen? Oh nee, lieber nicht. Boah, das... Ja, das... Ja. Ja, ja, ja. Boah. Das staubt hier komplett rum. Alles ist voll. Ja, also eigentlich waren die, Bonjour Spiel auf leicht, sorry. Auf, ne? Sorry, dass ich unterbrochen habe. Bonjour Spiel auf leicht. Der Schwierigkeitsgrad darf nicht umgestellt werden. Die haben umgestellt? Ja, Chat meint gerade, dass der Bonjour auf leicht ist. Können wir das mal abchecken? Ja, liebe Regie, könnt ihr das bitte verifizieren? Und dann werden wir doch mal mit dem Team Bonjour reden. Hallo Team Bonjour, hört ihr uns? Hey, guten Morgen. Hey, hi. Hier ist Wirt. Hey, Team Bonjour, ich habe von dem Chat gelesen, ihr habt den Schwierigkeitsgrad umgestellt. Haben wir? Genau, vielleicht nämlich. Mhm. Ihr Schlawiner. Okay. Kann ich das sehen? Wahrscheinlich auch an, wenn du Toad bist. Ist da jemand vor Ort? Ist da jemand vor Ort? Ansonsten schicken wir euch jemanden. Machen wir sofort. Kommt gleich jemand, der euch hilft. Okay. Ey, das alles sieht doch so aus, weil wir so gut geworden sind. Da haben wir das Auge des Chats aber gehabt. Guck mal schnell nach. So, ich guck jetzt nach. Ja. Wie sieht man das denn? Man muss gar nicht nachgucken. Wo steht denn das? Wollte sagen. Es kommt gleich jemand, Chat, der hilft. Hey, da kommt doch nochmal ein Ast da oben. Sie kommt ja nicht. Das ist ein Ast. Ey, wir haben doch nicht so umgestellt. Das stellt sich von alleine um. Oft, also... Wir glauben euch, dass das hier das nicht selber umgestellt hat, aber das ist wohl... Ja, aber wie sollen wir das... Also die anderen können es gerne auch einmal leichter machen, von mir aus. Also wie sollen wir das umstellen? Die spielen die ganze Zeit auf leichter durch. Man geht ja, wir wissen ja nicht genau. Die können es einfach auch auf leichter stellen, weil ich sehe das hier, ich weiß nicht, wo ich das sehe. Wo steht das aber hier? Aber ich weiß auch nicht, wo wir es umstellen. Vielleicht jetzt auf Option? Abschnitt, Optionen, genau. Nein. Ja, nee. Wir können das hier bei guter Moment mal gut weiterstellen. Wenn wir jetzt rausgehen, ich hab Paleo-Rüstung. Ja. Soll ich auch durchführen? Ja, sehr gut. Ja, einfach international. Lass dich foppen. Ja, bei Gebiet. Nein, nein. Okay, down schießen. Jetzt down schießen, down schießen. Nein, nur den einen. Ich will ja den einen. Ich glaube, wir können es nicht zurückstellen. Okay, ich ja, aber TV auch auf Live von ja, ja. Das ist wie, dann mach's einfach weiter. Das ist even mit dem Ringfit. Euch vielleicht geholfen hat. Ansonsten machen wir dann natürlich auf Pause. Okay, das ist. Ja, wenn man es umstellen könnte, wäre kein Problem. Das nicht durchrennen. Ich weiß es nicht. Even aber mit dem Ringfit Move, ich habe alleine gespielt, Alter. Ich will aber einen Videobeweis haben von der Umstellung, wenn der Chat das gesehen hat. Nee, Sie haben das umgestellt. Das Spiel macht das wohl manchmal automatisch. Ah, das Spiel macht das automatisch? Ja. Ah. Genau, das wurde ganz am Anfang einmal erklärt. Oh, okay, lernen wir sie kurz auf. Aber wenn das Spiel das automatisch umstellt, wenn das schlecht ist, dann nehmen wir die Option und senken wir auch kurz, ja? Aber dann können die es ja auch vor allen Dingen auch nicht umstellen. Nee, die müssen halt einfach auch sehr schlecht spielen. Wird? Ja. Können wir auch kurz senken dann? Nee, das senkt sich automatisch. Der Schwierigkeitsgrad senkt sich automatisch, wenn man schlecht spielt. Ich spiele schon auf leicht, Krogi. Really? Ich weiß es nicht. Das Spiel stellt sich von alleine um. Ja. Nee, das glaube ich nicht. Ja, ihr müsst schlecht spielen. Ja, aber Chiara spielt ich bin halt zu gut. Ja, leider. Okay, also, leider und ja, unschön. Aber ist gut. Nicht automatisch. Warte mal, jetzt steht da was. Guck mal, jetzt können wir senken. Ja, das ist eine Lüge. Wir haben nie gesenkt. Das heißt, wir haben nie gesenkt. Ach
Ach so, nein, ich hatte doch einmal drauf gedrückt, aber wir haben auf Nein gemacht. Ja, wir haben es nie gesenkt. Wir haben es nie gesenkt. Habt ihr Nein gesagt? Nicht gesenkt. Chat, macht einen Clip. Chat, macht einen Clip, wir können das nochmal anschauen. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, tatsächlich, da steht einmal Schwierigkeitsgrad senken und von vorne. Ja, ich glaube, das war das, wo ich auch so drauf gedrückt habe. Ah, das hat der Chat wahrscheinlich gesehen vorhin, ne? Dann entschuldigt sich der Chat, wir auch und happy weiterspielen. Ja, genau, genau. Okay, wir haben jetzt weiter. Gut beobachtet, Chat. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass dass wir einfach jetzt so weiterspielen. Also der Schwierigkeitsgrad wurde anscheinend nicht geändert und wir behalten den auch. Ich glaube, der Chat sagte das, weil ich habe ja einmal das Gebiet eben gerade neu gestartet und deswegen gab es die Option nicht mehr zum Senken. Der Chat dachte das aber, weil wir so gut sind. Ich meine, wie soll es noch schwerer sein? Wie verändert sich denn die Schwierigkeit? Ich glaube, du brauchst mehr Hits oder weniger Hits, kann das sein? Warum trifft man den? Ja, es war zum kleinen Symmetrier, aber wir haben das geregelt. Ja, Chat Police, alles gut. Wenn du mit der Hose kannst, du durchrennen und nur die eine machen, wenn du unten ballerst. Wenn du blinkst, weißt du? Oh. Mach dir nur die eine. Wir sind sehr gleich auf gerade, ne? Ja, an der gleichen Stelle. Was ist das? Ja, ich tippe rechts. Lauf, mit der Hose. Jetzt natürlich nicht. Lauf. Ja, let's go. Die Frage ist, nimmt man diese Kisten immer wieder mit? Weißt du, begibt man sich in die Gefahr und sagt, okay, wir gehen jetzt doch mal zurück? Ja. Um diese Kiste zu öffnen, weil ich glaube, so eine Rüstung hätte man dann schon immer gern, weil die ja immer noch mal so doppelt noch mal so ein Safe gibt. Ja, nicht nur eine Rüstung, du kriegst auch neue Waffen. Mhm, genau. Oh, Bonjour ist bei einem Endgegner. Zyklop. Ohne Rüstung. Ui, das wäre es fast schon gewesen. Und er muss halt bestimmt ins Gesicht. Aber ist doch geklärt, jetzt alles cool. Okay, das war schnell. Dann schnell das aus. Aber das willst du auch machen. Ja. Was? Aber dürfen Sie den nehmen? Ich glaube, Sie müssen. Genau, Sie müssen nämlich zum Abschnitt wieder. Jetzt bin ich halt nackig. Ne? Achtung, jetzt bin ich halt nackig. Was ist das? Okay, Sie nehmen absichtlich dieses Eisding. Nicht, scheint wohl nicht so gut zu sein. Scheint nicht. Was ist, wenn man da auf uns hinein? Oh je, oh Gott. Oh, er steckt drin. Aber er ist halt auch so riesig, ey. Was ist zu machen? Ja, ja. Aber Team Bonja gerade leicht vorne. Ja, nochmal. Ein Checkpoint vorne. Mhm. BTV kann da relativ leicht aufholen noch, wenn sie quasi durch diese Burritos durchkommen. Aber das, ich habe das gerade schon beobachtet, das ist echt ein krasser Abschnitt da gerade mit den Burritos. Ja, ist wirklich nicht einfach. Burrito-Hölle. Die Burrito-Hölle. Nee, auf keinen Fall, das macht gar keinen Sinn jetzt. Danach hast du auch keinen Bock mehr auf Burritos. Weil die Steuerung ist ja so drin. Die Frage ist, ist es da besser durchzurushen dann? Ja, genau. Nee, kannst du nicht. Oder da wirklich alles zu clearen? Ich glaube, es wurde schon versucht, aber ich glaube, da muss man so einen Mittelweg finden. Ja, ne? Kaputte Mann unten schießen. Ja, weg, solange ich blinke. Ach, alles irgendwie nicht so. Ist nicht so gut. Boah, die Stelle ist halt. Das, also, was willst du da machen bei RBTV gerade? Super trapped. Links, rechts, überall. Aber gut gelöst. Oh nein! So knapp. Sehr stark gelöst gerade. Kann aber klappen, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Achtung! Bei Bonjour sehen wir immer noch den Bossfight. Ja. Danke. Alles klar, was wohl wurde gewechselt? Nächste Stufe. Oh Mann, da geschießt der Scheiße an. Ja. Das ist richtig gut, richtig gut. Das sieht wirklich sehr stark aus. Vielleicht macht die einfach mehr Damage auch, ne? Jetzt sieht ganz gut aus. Mit Knie erwischt. Boah, der ist halt auch wirklich groß. Ja, guck mal, da gibt's einen Motivator vom Spiel. Ja. Aber leider nicht über Cuphead so ein Indikator, der dann sagt, wie weit man schon gekommen ist. Okay. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, aber ich bin immer noch dafür, die Erde. Bonjour weniger Gegner. Warum hat Bonjour weniger Gegner? Sind die wirklich ja, Ritter? Ja. Schwierigkeit muss Ritter sein, Leute. Ja. Aber ich will mich jetzt noch nicht beschweren, weil ich kann es nicht überprüfen. Bring mich um. Ja, Bonjour hat weniger Gegner, weil sie nur einen haben. Ja. Schwierigkeit ist Ritter. Das wurde noch gesagt, das ist wichtig. Ja, der Schwierigkeitsgrad sollte gleich auf sein. Chat lügt, ja, glaube ich. Wir haben den fast geschafft. Okay. Okay. Echt jetzt? Ja. Der Schwierigkeitsgrad ist so korrekt, Chat. Da ist alles richtig eingestellt. Hört bitte auf zu lügen, Leute. Ich lasse mich auch ganz triggern. Ist auch meine sechste Stunde. Ja, Rogi, also ganz ehrlich, wir haben es auch vorhin schon besprochen, dass es einfach super heftig ist, wie lange der durchhält. Ja. Das, da muss man auch so ein bisschen Verständnis für haben, dass man da hin und wieder vielleicht mal. Hab auch schon mitbekommen, dass er bei Ring Fit alles alleine machen musste. Ja, ja, ja. Aber ich habe auch mitbekommen, dass er sich selbst ein Bein gestellt hat, indem er den Schwierigkeitsgrad unfreiwillig ein bisschen angepasst hat. Ja, sagen wir es mal so. Das ist natürlich überambitioniert. Ja. Die erste Klasse, sagst du?
Ja, ich würde erst die erste pflanzen, weil es ist sonst so viel los mit der von rechts. Ja, geil. Pass auf, die rechts hat geballert. So, die Kiste machen wir nicht. Sehr gut, sehr gut. Wo kommen die überhaupt alle her? Ja. Diese Bäume, die Bären, laute Bonito. Ja, eine gute Waffe. Ja. Oh Gott, das mit dem Schild war, glaube ich, nicht so geil. Nee, ich meinte wegen Nee, ich bin es gewohnt zu. Okay, moralisch. So, es hat sich noch nichts geändert. Herr BTV ist noch bei dem Abstimmen mit den Burritos. Bonjour ist immer noch bei dem Endgegner. Oh, dann Fuß. Frage ist: Lernt man schon. Sehr gut. Also sind sie schon so weit aus seinen los, aber ganzen ja, Attacken, geil, dass sie auswendig können und sie lernen können? Das ist immer so ein Learning by Doing Ding. Ja. Ich kann mir vorstellen, wenn sie fit werden, würden sie es alle schaffen, aber ja, das ist ja, wie gesagt, für alle die achte Stunde. Ja, na klar. Nicht die sechste, es ist die achte. Ich bin immer unten. Du sprichst aus Erfahrung. Ja, ja, es ist. Meine Tiefphase beim letzten Haus an Haus war, glaube ich, so gegen 8, 9 Uhr. Ja? Ja? Ist ganz cool, wenn du da irgendwie so, wenn du da selber mal dabei warst, ne, kannst du das auch viel besser irgendwie einordnen. Sagen, dass niemand ist. Und hier ist dann halt meine apathische Phase gewesen. Da war halt einfach nur noch. Ich habe nicht mehr reagiert, habe ich aber noch gemacht. War ja auch nicht schlecht, oder? Funktioniert ja. Oh, so knapp, dieser blöde Baumstamm. Danke, Chat. Oh, immer, ja. Ja, jetzt hab ich's, Ach, oben. Was ich so ein bisschen krass finde, ist, dass man bei diesem Endboss zum Beispiel. Oh, dass man bei dem Endboss zum Beispiel auch gar keinen. Keinen Lebensbalken hat oder irgendwie ihn ansehen kann, wie weit er denn da gerade ist vom Leben her. Oldschool. Ja, ne, aber vielleicht kann man das an seinen Phasen ablesen. Da frage ich mich aber, sind das Zeitphasen oder wirklich Schadensphasen? Ja. Können wir das danach machen? Ich glaube eher Schadensphasen, das ist so das Übliche. Jetzt rechts ballern. Yes. Baller, 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 baller. Pass auf, Burrito. Wenn du blinkst, ballern. Scheißegal. Baller, baller, baller. Yes. Die sagen auch schon mittlerweile. Nein. Egal, weiter, weiter, weiter. Ja, ja. Doch, doch, doch. Wo bist du? Lauf, lauf, lauf. Jump, 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 jump. Ich muss ganz viel springen. Aber da muss man nicht. Ich glaube, das muss uns vorher einmal geklärt haben. Ich dachte, ich muss nur schnell laufen. Nee, nee. Baumstamm muss mehrmals gesprungen werden, damit man nach vorne kommt. Okay. Das geht, easy. Das geht, das geht, das geht. Ja, gleich auf ist so eine Sache. Team Bonjour kann natürlich jetzt viel mehr. Wir haben eine Karte gespielt. Ein bisschen Erfahrung sammelt wieder. Das heißt, wir haben gerade voll den Chat-Support. Aber man weiß ja nie. Es kann auch sein, dass da. Dass hier Team RBTV einmal zu diesem Boss geht und ihn direkt schlägt. Also, wer weiß. Das ist echt heftig gerade. Dass die Stelle hier bei MBTV ist nicht richtig. Richtig. Ja. Also selbst wenn man die kennt, sie scheint ihnen einfach nicht leicht zu werden. Und du hast jetzt auf jeden Fall dein Moveset. Oben, oben. Und du hattest einen Dagger bei dem Abschnitt. Ja, okay, meinst du, der, gewesen, der hat da geholfen? Okay, okay, egal. Ey, Chat, wie viel Zeit haben wir noch für das Spiel? Das ist, glaube ich, gerade wichtig zu wissen. Halbe Stunde haben wir noch. Noch eine halbe Stunde. Das gesamte Spiel bis 15 Uhr, genau. Okay, das ist anders als man. Die Frage, ob da wirklich ein Waffenwechsel helfen würde. Oh, Alter. Jetzt ist er schon wieder Frage. Gute Frage. Man muss es einfach ausprobieren. Oder man bleibt einfach bei seiner Waffe, die man schon so kennt. Achtung. Nice. Ich muss auch echt sagen, ich würde da ungern gerade in der Haut stecken und dieses Spiel spielen. Aber du drehst es 1,5 Stunden eher insgesamt, ne? Das ist auf 1,5 Stunden angesetzt. Das ist schon ungesättigt, aber. Ja, ja. Oh, während wir rechts immer noch in der Bossphase sind. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, wie er von hinten nach vorne schlägt. Jo, ich glaube. Der da auch nochmal doppelt so viel Leben hat oder nicht. Ich glaube, Bonjour macht sich da gerade was. Ach, das ist echt mies, ne? Aber da wird jetzt einmal gewechselt, der Controller wird einmal weitergegeben. Vielleicht auch nicht schlecht, einfach mal noch jemand anderen probieren zu lassen. Jetzt ballert die Pflanze. Okay, rein, weg. Genau. Ihren scheiß Pflanzen jetzt auf jeden Fall mindestens sein. Und jetzt, mach den noch weg? Ja. Ja, und dann gleich links ballern. Genau. Und von rechts kommt auch Johnny. Sehr gut. Geil. Sehr geil. Ich war selber gegenseitig weggeworfen. Oh nein, das war richtig dumm. Hallo? Dürfen wir wissen, wie viel Zeit du noch hast? Sehr gut. Ja. Den hast du drauf. Achtung, Burrito. Ja. Okay, da brauchst du zwei Hosen. Zwei Hosen. Schön, Jan, komm. Ja, weil die Speere machen leider nicht so viel Schaden. Ja, schön. Ja, Bonjour ist ein Boss, das wissen wir, aber es ist ja anscheinend nicht so viel weiter als diese Passage. Nach vorne wieder. Aber Chat, sag uns mal bitte, muss Chiara gleich beim Holzstück, auf dem sie schon zweimal war, springen, Spring-Spam oder wie ist da der Modus? Das schreibt mal bitte einmal in den Chat. Das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Ja, lauf einfach jetzt. Weil dann wird sie nochmal kommen. Bitte was? Springen. Genau. Springen-Spam. Ich lass ihn einmal nochmal.
Okay, ich eine halbe Stunde. Ja, okay. Ungefähr, ne? Ja! Ja! Was, was Alter! Liebe Teams? First try. Hallo, okay, liebe Teams, könnt ihr mich hören? First ja, ja, aber es ist ja wie weit. Ihr habt ungefähr noch eine halbe Stunde. Aber es ist so weit, wie es geht, oder muss der Boss nur? So weit, wie es geht. Welcher Boss? Ah, ja, okay. So weit, wie es geht. Welcher Boss? Ja, Leute, wir haben Chat. Alles easy. Danke. Leute, wir haben Chat. Wir wissen Bescheid. Fuck, ja, nice. Drei Schläge, oder? Und dann ist er down. Welcher Boss? Der Boss war wirklich im Vergleich. Der Boss war einfacher als dieser Gargoyle am Anfang. Aber jetzt Chat, das ist, wie der Bossfight geht. Ihr könnt uns auch gleich helfen. Das spielt Jahre einfach nur in die Karten. Geh mal, bleiben wir oben. Ich glaube, das Eis ist. Sehr gut, sehr gut. Ja, gehen wir mal oben halt. Okay. Ja. Das ist ziemlich okay jetzt. Friedhof angefangen? Ja, genau. Egal, ja, egal, mit egal, egal, egal. Scheißgebiet hier. Nee. Scheiße. Fuck. Ich hab's kacke. Ja, ja, ja. Shit. Die verdammten Äste. Wenn die anderen den Boss schaffen, was ich nicht für realistisch halte, kann man denen ja vielleicht sagen, dass sie auch... Oh, okay. Gut, was? Nee, nicht so. Sehr gut. Ja. Effekte, die rutschig, nicht einprogrammieren. Ja, sehr gut. Sehr gut, Hosen an. Alles an. Alles an. Sehr gut. Oh, was? Ich dachte, es waren drei Schläge. Es waren jetzt vier. Ach, du ducken? Oh Gott, was ist das? Ich geh nochmal kurz her. Ja, okay, also. Ich bin jetzt gerade zu langsam. Ja, ja, sortier dich mal. Ist ganz gut, glaube ich. Sehr gut. Morito? Nee. Oh, ja. Vorsicht, Vorsicht. Okay, dann pflanzt gleich links ballern. Ja. Und jetzt viermal. Ist die Spawn gleich. In ein paar Sekunden. Ballern. Eis kaputt. Ja, schön. Vier, fünf. Oh Gott. Sehr gut. Zeit. Oh, Moment. Morito. Und schöne, schöne Hose. Hol die. Warte, schade. Boah, ich hab Angst. Jump, 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 jump. Hey, was ballern. Ist das? Aber sie hat keine Dings mehr. Ja, oh ja, okay. Da ist es. Ja, cool. Oh, das schaffen wir. Zum Glück haben wir so du schaffst das. Oh ja. Ah, wir motivieren warte mal. Das sind normale Lanzen, ne? Ja, das war blödes Timing. Das wäre die, die ich haben wollen, ja. Gefühlt, in diesem Spiel ist es sogar eine Schwierigkeit, in deinem eigenen Mut auszuweichen. Das ist Wasser, dieser Sound. Ja, ja, genau. Erstmal, oder du ballerst gleich erst einmal und schwingst dann. Was hat mir auf dem Holz? Dass sie nicht runterfallen. Irgendwann mit einer Keule im Hintergrund so gehüpft. Ja, toll. Das war auch, also manchmal... Sind die Timings ein bisschen anders bei dem Level? Ja, okay. Ja, also manchmal ist mehr los und dann ja, geht's mal wieder richtig mit dem Rutschstock. Beim Holz muss Chiara einmal schießen und dann springen. Was? Dann ist nämlich die Pflanze tot. Du hast einfach nur wieder so Punkte auf. Alles gut, alles gut. Wer ist ja gerade bei? Das ist auch eine Maschine, ja, muss ich sagen. Die respawnen da wieder. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut gespielt. Ja, können wir vorstellen, dass dann nach dieser Kuppe der erste Checkpoint. Der war da oben. Ja. Da war gerade ja, die Stange. Perfekt. Genau da oben war die Stange. Okay. Auf dem Vieh. Burrito weg, Pflanze schießen. Ich hab nur den Baum springen, Stock gesehen. Könnte auch was anderes sein, aber es sah aus wie der Stange. Ja, geil. Danke. So verstehen Sie auch. Okay, Vorsicht. Okay, ja, egal. Scheiß drauf. Mhm. Sehr gut, sehr gut. Stimmt. Okay. War ein bisschen viel. Ja, ja, es ist wirklich viel los gerade. Ah, diese dumme Kackpisse aus dem Es ist wirklich, glaube ich, nur die Stelle. Ich glaube, wenn sie da durch sind. Ja, ja, ich mach einen Schwerpflanze. Ja, ja, ich hab's auch in Capslock gelesen. Das war das, was wir gerade besprochen haben. Aber es musste mal verifiziert werden. Sehr gut, sehr gut. Das ist der Flow, ja, ja, ja. Ich glaube... yes. Der Chat hat den geschrieben, also, dass egal, 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 wir bei dem Boss oder den Boss gelegt haben, ja, deswegen gut. Reden okay, Burrito, ich hab schon mal nackig da durchgeschafft. Ja, Pflanze? Nee, das glaube ich nicht. Burritos? Weil, Pflanze triggern, geil. Meistens hätten die... Geil, geil, pass auf, von links, rechts meine ich, scheiße. Ich glaube nicht, dass sie beim Boss sind, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so weit sind. Mein Dad hat mir geschrieben. Na, hör mal, Ghosts and Goblins hatten wir auch aufs Nest. Genau, ja, ein, geil. Sorry, Dad. Moment, die Dinger spawnen halt einfach vor dir und haben einfach hier alles weg. Oh, schieß nach rechts! Schießen. Schieß nach rechts! Jetzt die Dinger hier spawnen halt wirklich. Jump! Nein! Ah, diese kleine Lücke da, ja, ist das Wasser oder was? Was ist das? Ah. Genau, jetzt kommt die Passage. Genau, und jetzt versuch. Genau, da ist ja es. Da ist es. Gut. Let's go. Let's go. Guter Call von dir, Mann. Go. Ja. Oh, Glück gehabt. Ja. Geil, dass er direkt durchgekommen ist. Nice, ey. Was ist das? Lilla. Lilla. Lilla angreift. Jump, jump. Jump. Sehr gut. Ja, sehr gut. Gut. Okay, Burrito und dann. Komplette Hosen an. Geil. Theo, kein Eis. Ja. Pflanze jetzt, yes. Ja, 1,50 Meter breit. Pass auf, du stehst Star gleich von rechts. Ach nee, ja, doch, ich glaube, wenn ich ein bisschen weiter links stehe, dann geil. Achtung, ja. Oh Gott. Ja, schießen. Banner. Sehr gut. Ich sehe nicht aus wie Gargoyles von Gargoyles. Zwei. Bei Gargoyles gab es so kleine, also bei der Serie Gargoyles gab es so zwei kleine. Noch zwei so mal. Einen kleinen, der also genauso aussieht. Ich lass die noch einmal aus. Also scheiße. Ja, nee. Bei Gummibären. Ja, Burrito? Genau, Gummibären. Burrito? Welche, die genauso aussehen. Die waren voll fies. Ja, ja. Leck mich!
Dieses Alter, dumme Arschloch. Bitch. Lauf, du blinkst. Okay, oh, ich weiß, pass auf, pass auf. Nee, chill jetzt lieber. Was ist das? Das ist keine Waffe, oder? Ja, das könnte eine Waffe sein. Nach rechts schießen. Lass uns ausprobieren. Lass uns ausprobieren. Okay. Jump, 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 jump. Nee, das nicht machen. Ich spring immer in den blöden Augenblick. Ich glaube, da hätte ich jetzt laufen können. Ich glaube, jetzt in dem Moment nicht laufen können. Jetzt mal ausprobieren. Das sah aus wie ein Rare Item. Das war schon richtig gut. Sicher? Komm, warum kann ich nicht getriggert, der Ass? Warum ist der Ass? Weil hier die Pflanze so schnell gekillt oder was? Verstehe, aber zu langsam. Vielleicht musst du auch, springst du da mal so ein Stück hoch, vielleicht auch, dass die. Dass eine halbe Stunde so noch. Ja, wie langsam die Zeit rumgeht. Obwohl. Don't panic. Echt. Ja, jetzt. Ey, Chat, alles cool. Das müssen wir nur einmal schaffen, dann kommen wir rum schnell auf. Ich bin mir sicher. Schleppen, also egal. Rechts weg. Jetzt sagte ich mir gerade, dass es eine dumme Idee ist. Ja. Da war ich auf dem Floh. Ich muss das nie an mir gehabt. Ich dachte, Gears of War wäre cool, aber es ist einfach scheiße. Gears of War ist echt nicht geil. Es ist bestimmt ein gutes Game früher gewesen. Sehr gut. Aber es ist halt auch dann. Ja, also, keine Ahnung. Sehr gut. Zu der Zeit kam ja auch Halo raus. Aber ich spiele schon tausendmal lieber Halo. Ich habe niemand neben Halo gespielt. Was verpasst? Aber Splitgate hast du jetzt gespielt. Das ist wie Halo. Nur mit Halo. Was? Ja, hat er nach unten gedreht? Ja. Naja. Das wir müssen ist neu. Mal Rematch gegen Kara machen nach dem. Das ist neu. Arschloch. Zumindest sieht schon wieder. Ja, du hast den Ast wieder nicht getriggert, weil du da nicht hochgesprungen bist. Ja, lass dich umbringen. Lass dich gleich umbringen bei sowas. Ich hab's gesehen, weil du springst immer an der einen Stelle hoch, dass der Ast so getriggert wird in dem Moment beim Schießen. Ja. Ich alles weiß nicht, was ich mache. Wir haben Kaffee, Simon, ne? In der Karte. Ja, gut, ich so würde den jetzt euch erstmal lassen. Nee, aber ich glaube, ihr braucht den mehr als ich, um ehrlich zu sein. Die respawnen aber da auch immer, oder? Chiara trinkt ihn tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn man einmal durchs Gebiet durch ist, spawnen die nicht mehr. Aber wenn man wieder zurück ist, dann wieder jump, dahin, jump. Triggert man wieder den Spawn. Okay, Burrito, okay. Lanze schießt. Die Spawn ist denn? Also die Fenster, die offen sind? Ja, stimmt. Stimmt. Sehr gut. Moment, wenn die jetzt wieder reingeht, dann kommt die wieder raus. Stimmt. Siehst du, jetzt kommt die wieder raus. Also du triggerst immer die Spawn. Das heißt, wenn du zurückgehst, hast du mehr Gegner, als wenn du vorne gehst. Ja. Zwei. Das kommt nicht drei. Ja, nee, nicht einfach. Sehr gut. Vier. Nein! Egal. Ja, geil. Egal, ich dachte, noch einmal. Ich dachte, ich bin nackt. Das ist Pfanne. Was? Ja! Wir wurden das übersehen. Das ist ja mega geil. Gleich runter. Scheiße. Ja. Ey, Spiel, ich wollte halt nicht rutschen, weil ich dachte, ja, deswegen ich bin die. Ja, ich finde, man kommt echt gut rein in das Spiel. Also man merkt wirklich, dass man besser. Oh, was ist denn da? Hammer, ey. Und hier Eis. Ich finde es obergeil. Ohne Scheiß. Ich habe großen Respekt, wie du es machst. Danke. Okay, das geht auch mal nicht. Das wird. Aber es ist einfach auch richtig heftig. Ich glaube, ich möchte kuscheln mit dir. Ah, hier will ich durch. Geil, zeigen. Kriegst du hin. Yes. 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 Die komplette Rüstung. Mega gut. Ja. Achtung, Pflanze. Genau. Huh? Vorsicht, nicht einsammeln. Oder doch, Bombe willst du einsammeln? Ja. Wir wissen nicht, was das ist. Ich lass es lieber. Okay. Der kriegen wir was Geiles. Ach, ja, egal. Wirklich einfach top. Top. Kommt da wieder. Egal. Ah, nein. Und dann kommt das. Achtung. Aber du hast Progress gemacht. Pass auf, der schießt gleich ein. Ja, wieder auf die Mitte. Zwei. Um. Jetzt, wo du weißt, dass dieses Zeug kommt, vielleicht kannst du direkt dann irgendwie. Hier. Direkt rechts. Fünf. Hier, okay, meinst du? Geil. Achtung, ich geh direkt los. Nein! Ja, lad auf. Direkt los. Ballern! Wächst es anders? Nee. Das wächst ein bisschen. Das ist. Ich glaube, ich darf mich zu früh ballern. Ich muss erst drauf landen. In der Luft. Kannst du vielleicht durch? Geh das Projekt hier nach oben. Okay, du machst einfach alles. Okay, ohne Scheiß. Du hast es voll drauf. Du hast alles. Ach, ich hab's wieder vertagert, ja. Nee, die Ansagen sind wichtig. Aber man muss ihn dazu lernen. Und dann kommt der so angeflogen. Okay, durch, ja. Ah, das aber auf jeden Fall streng. Krass, hätte ich nicht gedacht. Das auf jeden Fall. Mach noch einen. Ja, mach noch einen. Genau. Chat sagt, wir sollten uns abwechseln, das machen wir nicht mehr, auf keinen Fall. Chiara hat echt gerade Rhythmus um diese Stelle. Das ist egal, ja. Also, Chiara, wirklich. Chiara ist ja auch schon fast durchgekommen. In diese Ecke. Das ist aus der Hölle alles. Chiara, es liegt nicht an dir, ne? Nur, dass du es noch weißt. Das ist einfach mega schön. Ja. Und ey, ohne Scheiß, Chat. Richtig krass. Ja. Und auch wenn Bonjour weiter ist, dann echt Respekt an Bonjour. Aber auch fett Respekt an Chiara. Und ich glaube, das Spiel ist einfach oberschwer. Ich hab's wieder vertragt. Alles gut. Egal. Ja, gut. Oh, schöne Dodges hier. Ja. Runter, ins Wasser los. Ja, ich will sterben, aber sie lassen mich nicht. Ja, Alter, Armbrust. Eine Armbrust. Ich jetzt nein, nehme ich nicht, oder? Nein, ich will den nicht. Nimm sie mal einfach. Warte. Schieß doch mal. Ja, das sind alle viel besser. Genau, super. Das sind alle 100 mal besser, ich weiß nicht warum. Scheiße. Schieß mal. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Nice, scheiße. Nice. Aber jetzt kann man das gar nicht mehr absetzen. Schieß nicht gerade. Ich verstehe es. Alles gut, wir machen das.
das jetzt? Ja. Was ist das für eine Statue? Obwohl? Winkel berechnen können. Ja, das kann ich nicht. Obwohl? Jumpy. Die sieht strong aus. Sie macht auch krass Damage. Ey, Chat, ich will jetzt nicht schlafen, mit dir, ohne Scheiß. Das, ja, das wäre jetzt richtig dumm. Also. Guck mal, wie geil. Alter, Shorty, du gehst ja nur noch ab. Ich lese es nur auf, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Mal schlafen jetzt. Ja, ich freeze die Brosse. Cool, schlafen. Die Armbrust. Warte noch. Du Psycho. Genau. Vielleicht kriegst du die Brosse. Ich finde, gönn dir. Alter, hätte man vielleicht. Ja, aber jetzt, dann habe ich lieber einen richtigen Schlaf in ein paar Stunden. Das könnte sein. Aber das Problem ist, wenn du mich jetzt duckst und schießt, dann wirst du mit der Armbrust irgendwas treffen. Doch. Lucky, aber nur, weil du groß bist. Alles, was so groß ist, du triffst du nicht. So geil, genau. Außerdem ist gerade Teamwork. Ja. So, mal sagen. Tötet der. Ist der Dagger jetzt geiler? Okay, das ist gut, dass wir das jetzt eigentlich haben, oder? Ja, ist aber lucky. Achso, warte mal, die weißen Schneeren kann man kaputt machen. Ja, okay. Fünf weg damit. Nein. Sehr gut. Jetzt alle Bogitos erstmal entspannt wegballern, links auf. Okay. Okay, der wird voll. Oh, das ist ein Feuer! Das ist einfach so ein Arschloch-Spiel. Und du machst es ja mega. Und man ist so langsam. Warum hast du das nicht gesehen? Das ist einfach zu schwer. Es ist einfach heftig. Vielleicht sind die Minen so richtig krass, hätte ich spammen können. Sie explodieren so voll krass. Ich verliere auch langsam meine Stimme. Ja, los. Ich sage gar nichts so richtig. Upsi. Es ist die Müdigkeit. Die hatte ich vorhin auch kurz weg, meine Stimme. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fantastisch. Dagger ist schneller und da können mehrere gleichzeitig auf dem Bildschirm sein. Wird geschrieben. Sehr gut. Dagger, kannst du besser spammen. Wenn du jetzt auf den Stein dich ducken würdest und schießen würdest, würdest du den killen können. Das war mutig, okay. Oh, oh, das ist scheiße jetzt. Ja, jetzt ist scheiße, ja. Aber egal. Ja, okay. Rechts. Dann lauf. Und? Ich glaube, Digga waren. Ich finde, wir machen das super, Jungs. Ja, geil, ja. Chill. Nee, Digga ist doch noch. Weil der haben sie ja. Jetzt nicht. Ja, genau. Ja, geil. Fantastisch. Ja, fantastisch. Es gibt drei. Fantastisch. Nein, das ist nicht. Ist egal. Und nach oben, nach oben. Ja. Ich mag die Achtung. Ja, geil. Jetzt können wir sie einholen, vielleicht. Ja, aber ist doch geil. Was ist das? Ist wieder eine Auf keinen Fall den Hammer, haben sie gesagt. Ach ja, okay. Aha. Was? Sexy. Interessant. Ultimate Gaming Sexy Time. Okay. Er ballert jetzt nur rum, oder was? Wie muss man das machen? Ihr könnt ihn doch nochmal holen. Oder? Ach du, er hüpft so ganz viel. Okay. Ja, Ambus. Ambus, der neue Hammer, ey. Jetzt schlägt er auch mit der Steuer mit irgendwas schlagen. Mit einem Hammer oder. Obacht, oh Gott, oh Gott. Ja, siehst du diesen Kacke? Nach oben, zieh ich nur noch den Kopf. Ja. Wirklich kacke. Also, schlechte Waffe im Spiel. Ja, wirklich. Hallo? Man kann es halt super schwierig einsetzen. Aber was mache ich dann? Ich wollte nur laufen. Ich wurde gezwungen. Ich wollte es nicht. Da oben drin ist mal. Da kannst du ja nicht. Also, du könntest ihn wahrscheinlich auch treffen, aber das wäre super mutig. Oh, what the fuck? Du musst erstmal seine Moves kennen. Oh, nee, okay, wenn er jetzt schlägt, du kannst auch irgendwie was treffen, wenn er schlägt. Okay. Er kommt gleich in Fahrt, ich riech das. Ja, ah, ja. Also er kann dich auch. Hey, Chat, was geht ab? Schreib mal. Oh, schieß einfach schon mal. Ja, nee, ich will der Hammerroll war schwendig, ich will ihn nicht aus Versehen einsammeln. Ah, ja. Wie soll man den töten? Der hat so viel AP. Umdrehen, Beber. Oh, nur einen von du. Achtung. So. Ui. Kann ich denn nicht? Oh, ey, ja. Nee, du kannst leider nicht. Also ist mit den hellen Körperstellen habt ihr das mitgekriegt, ja. What? No fucking shitface. Okay, nee, aber der wirkt nicht so schnell. Du und dein Pulsleo. Laufen. Ohne Text. Nochmal Koffein? Einfach Text werden, kaputt schießen. Okay, alles klar. Oh, das nehme ich mit. Besser. Oh, ich bin direkt reingegangen. Alles gut. Das ist viel besser. Beste war für mich wirklich besser. Nee, das ist nicht die beste im Spiel, aber. Ist nicht die beste. Zweitbeste. Jetzt, jetzt geht er nach hinten. Nicht so easy weg. Schön. Junge, du kannst den jetzt auch einfach snipen. Base rein. Ja, ach, safe. Scheiße. Ich habe Range. Man kann sich auch nicht wegrollen oder so. Nee, das ist total dumm. Kann weg. Nee, wofür? Guck mal. Ja, jetzt kommt er wieder. Mit der Armbrust kann man einfach nichts machen. Ach, Moment. Okay, das ist Asi. Okay, das ist natürlich Asi. Also, ah, okay. Also, das muss ja nicht genau unter ihm sein. Ich kann ja auch. Ja, nee. Musst du nicht. Zur Hälfte hast du der Staun folgt den Hinweis. Ja, okay. Hier kommt es ein bisschen besser weg. Halt dein Maul. Zur Hälfte hast du den Hinweis. Gut, aber kannst du nicht schießen, wenn du unten bist? Sagt er. Diese Box macht mir richtig Angst, wenn der Scheiß Hammer drin ist. Und weg. Okay. Aber guck mal trotzdem aus der Kiste drin. Springt über dich, genau. Wir haben noch safe nur auf 10 Minuten. Geil. Jetzt geht er wieder nach hinten, ne? Ja. Echt? Ich bleib in Bewegung. So viel noch? Sag mir immer, wenn er hell wird. Ja. Okay. Und jetzt wird er gleich hell, warte, weil er jetzt hier schlägt. Ah, yes. Okay. Und jetzt, okay, ja, Moment. Okay. Und Achtung, fliegendes Ding. Ah, oh, scheiße. Okay,
Ja, geil. Sieht man Joypad nicht, jetzt habe ich hier. Möchte jemand von euch noch die Fritz Cola oder darf ich? Ist ja auch so lahm. Ja? Jetzt hat aber okay, aber den, das, im Vergleich zu dem anderen Abschnitt, glaube ich, ist, hast du den gleich. Der liegt ja schon immer auf dem Boden. Du bist im fucking Mode, ey. Schön. Weg mit dem Boy. What, oh, neu? Alter, was springt er denn jetzt? Ah, oh, jetzt habe ich nochmal Damage gekriegt. Fuck. Let's go. Fuck. Egal, schaffst du. Jetzt ist ein easy run. Ja, ich glaube, wenn sein Gesicht ist, dann kannst du das schlecht von weit. Okay, jetzt ist egal. Oh, sorry. Hüpf darüber. Ich wollte nur kurz die Ausgabe. Ja, alles gut. Ich kann hier runter. Nee, nee, nee. Alles gut. Ja, geil. Edo ist 3 Meter groß. Mega. Oh, und jetzt wieder nach hinten umdrehen. Nee, er kommt erst. Ja, wieder eben. Oh, scheiße. Ich bin Timing. Ja, okay, alles gut. Ja, Face. Scheiße. Oh, ey, was soll das? Glaub einfach. Ah! Ich Nee, nee, nee. Könnte man bestimmt. Ey, Leute, ich hab grad die Dinger. Man ist so langsam. Ja. Over. Oh, guck mal! Ja, die treffen ihn nicht! Sehr gut. Ja, genau. Das ist natürlich eine absolute. Wenn sein Kopf unten halt spawnt. Ja, sehr gut. Er hat sein Gesicht, sein Gesicht. Oh, jetzt steht er wieder auf. Alles gut. Cool. Also, vielleicht gegen die Trolle da. Geil. Hä? Schieß mal ein paar los. Der Kopf ist unten gespawnt gerade. Ja. Oh, da kommt was vom Will! Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, sehr gut. Aber gut. Ist das die letzte Phase oder was? Ich bin dir auch schlimm. Ist eben stand ja, du hältst sie zu helfen. Ja, stand ich auch. Ach ja? Ja, stand ich mir nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, weil jetzt aber immerhin richtig viel Damage. Wenn er den Ast wirft, in seine Richtung laufen, damit ihr ihn treffen könnt. Okay. Werte. Wieso nehmen wir diese Waffe? Ja, du hast die genommen. Also, wenn der Ast von oben kommt, oder was? Ja, aber dann kommt der gleich in die Kiste. Der guckt ja auch immer so dumm. Deswegen wahrscheinlich. Die Kiste triggern mit den Dingern. Oh, schön. Oh, wacht, oh, hau dir die Leute. Ja, da müsste ich in seine Richtung laufen, ne? Okay, okay, okay. Du hast es aber eben schon gut gemacht. Also, wenn du einfach. Da standen jetzt Tipps, ne? Ja, aber die kriegen wir auch. Das ist nicht kaputt, das Ding. Nein, nicht blau, das ist schlimm. Von ihm. Oh mein Gott. Mehr wäre nicht gewesen. Das Blaue ist nicht schlimmer, das Blaue kann ich wenigstens hier. Fuck, dieses dumme Arsch. Ah, ja. Ja, Edo ist toll. Nein, geh weg! Warum springt er denn jetzt so kleine Hüpfis? Egal, das hätte ich nicht. Ja, das war Quatsch. Das war Quatsch. Da oben gleich drücken. Muss weg. Man will ja immer so eins. Oh, schöner Kill. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, der steht schon bereit da oben. Ja, genau. Okay. Oh, der trifft. Ah, die gehen nicht mehr hoch. Oh, der campt. Der campt die Treppe. Unglaublich. Das nennt sich Steine. Ich hasse ihn. Alter, der ist ja komplett am Abstand. Ich schnell rennen. Das hat mir eben noch komplett geil, anders. Ist das seine letzte Phase, ab der man neu startet? Nee, nee. Du triggerst ihn ja immer noch. Vielleicht zeigt die Fee zum nächsten irgendwas? Das wundert mich gerade, dass er da so... Baller rein. Boah, wie jetzt? Ich sag mal, Moment, doch. Wenn die wir sind eben mit der Tür gestartet. Wie halten die denn? Okay. Nee, ich hab übersprungen halt. Lass uns mal Folgendes machen. Ja. Wir sterben euch jetzt ganz schnell. Geil. Ein paar Mal, bis wir was Gutes zur Kiste bekommen. Ja, okay. Lauf zur Kiste, wenn nichts Gutes ist, einfach sterben. Ja. Und dann direkt, das war gut. Ach, scheiße, ne? Wir sollten, glaube ich, einfach, wenn wir was Geiles haben, einfach dabei bleiben, anstatt irgendwie jedes Mal auszutesten. Bist du aber. Ich dachte, ich wollte ihn losen. Liebes Haus 11 und 15, ihr habt noch 10 Minuten. Okay. 10 Minuten. Danke. Danke. Ist der auch schon am dritten Boss gewesen? Wo ist er hin? Ja, beim vierten war der schon. Haben wir das schon gehört? Ist gut. Okay, mach noch zwei Runs danach. Oh, ja. Oh, ich bin so langsam. Oh, ich hab 20. Scheiße. Geil, geil, geil. Und deine Armbrust. Du, du, du. Ich glaube, es ist nicht anders als bei anderen Bosses auch. Nimm einfach deine Zeit. Ja. Ich glaube, du kannst Kiste und das Ding da gleichzeitig. Boah, krass, Zauberer. Ja, du müsstest nicht auf seinem Schlagarmseite sein, dann glaube ich, hättest aber du noch Spielraum. Hast du gesehen? Ja, geil. Ich brauche jetzt mal einmal Daggers. Ja, so zum Beispiel, genau, geil. Ich glaube, ja, ich hab das jetzt gleich. Letzte Phase, er kommt nach vorne. Aber nicht mit der Armbrust. Aber nicht mit der Armbrust, ja. Bringt wieder so bekloppt.
Vielleicht kriegen wir jetzt die Dagger. Die Dagger werden insane. Double Headshot. Nein, ich bin reingelaufen. Aber ich konnte auch nicht nach rechts, weil er okay, da war. Okay, du weißt Bescheid. Und sie hebt so weg, ja, genau, ja, dass du hittest. Du weißt Bescheid. Ja, oder ja, ja, ist Roaming, oder? Oh yes! Ja. Stark, schön gespielt, Edo. Nein, 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 ja, 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 ja. Die für uns zusammen, einfach, ne? Einfach geduckt okay bleiben. Jetzt ist es schon gesprungen. Von den Eis, ja. Von den Eisdingern, ja. Ja. Ja, oh, Krieger sehr gut, sehr boom, gut, sehr boom, gut. DPS, aber der kommt nicht mehr bis zu dir. Der ist tot. Der ist tot, bevor der losgeht. Guck mal, ey, die Dagger, ne? Die Dagger sind einfach besser. Die sind insane. Ja, jetzt bist du vielleicht ein bisschen wieder auf der falschen Seite. Time, aber... okay. Das war gut. Ja, genau an der Treppe. Ja. Mach ja, den Arm. Gut, 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 gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Letzter Versuch. Der allerletzte. Okay. Aber das ist die geile Dagger. Hat der eigentlich Wilhelm-Schrei? Geh wieder. Die letzten Minuten könnt ihr euch teilen. Hör ich den einmal? Dagger, Dagger. Shit, geil. Aber Armbrust ist doch viel geiler, Edo. What? What? Was war das denn bitte? Das war einfach fucking gemein. Ist in der Kiste vielleicht eine Rüstung drin, wenn man jetzt... Ja, da ist eine Waffe drin. Aber wenn man jetzt keine Rüstung mehr hat, dachte ich vielleicht. Also eine Überlegung. Sehr gut, das ist die richtige Seite. Ja, geil. Kann nach vorne rübeln. Du hast nur ein Schutzschild an. Der stimmt hier gleich. Oh, warum rennt er denn jetzt? Wie soll ich das denn machen? Du schaffst es jetzt, du hast es fast. Rechts, 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 rechts. Guck mal, dreimal gehittet. Ja, 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 ja. Bei dem oh, so gut, ja, genau. So gut, so gut. Ja, genau. Sehr gut. Ey, das war wirklich ein Mechgold. Im Schlüppi. Egal, wo die anderen sind, du hast echt geleistet. Ja. Und Alter, geil. Lauf, lauf, lauf. Das hat ja beim Zugucken schon keinen Bock gemacht. Wenn du vielleicht... Schießt uns. Also vielleicht sind sie da gleich. Kannst du die Hand wechseln? Die können... Chat, wie viel weiter sind sie? Ihr müsst es jetzt... Chat, ohne Scheiß, ihr seid dran. Wie viel weiter sind sie? Kann Chiara da noch hinkommen? Was meint ihr? Schön. Ich habe mehrfach schon gelesen, eher nicht, aber... Das ist halt echt schnell. Die hatten vorhin zwei Level mehr. Ich selber mach wieder davon. Die Oberstadt statt des Eises. Oh, sorry. Leck mich auch. Ja, nicht. Naja. Ja, gut. Weiß man nicht. Yes, perfekt. Ja, schwierig. Fünf Minuten. Ich bin echt super gespannt. Hör noch an. Na gut, guck einfach. Halt null Feedback. Ja. Was sagst du denn jetzt? Am Ende ist es immer selbst entscheidend. Ja, oder die haben halt am hammermäßig, ey. Glaub ich muss. Die einfach das Spiel kennen. Ja, das glaube ich nicht. Also die Stelle im Wald, die ist so hart gewesen. Und schon geht's gleich wieder los mit der Scheiße. Ja, ohne Scheiße. Nee, nee, ich meine... Und wenn man zockt, man wird so mürbe, ne? Das Spiel. Diesen ganzen... Zugucken erschöpft mich. Ja, ja. Der Boss war, glaube ich... Und du warst nicht so einfach, aber da war ich bei anderen Sachen. Mit Freude. Kann man nicht so schräg. Ey, ich kenn das noch. Ich hab das auch noch gespielt. Ja, aber hast du Freude dran? Nee, ich hab doch immer nur geflucht und Sticks kaputt gemacht. Wechselt der immer oder nur wie er Bock hat? Weil dann würde ich gerne die Unterhose mal von ihm. Ah ja, egal. Hauptsache mein Boden verschwindet. Erkennt man das? Was? Spar dir die Energie. Schön. Nein, ich will weiterspielen. Ja, du kannst ja gerne, aber du musst dich nicht mehr so. Oh, Scheiße. Doch, doch, das gehört. Also, du hast kein Gehirnschlag oder so. Jede. So wie ich. Ach, Simon, wir haben das nicht so. Ich hab Quatsch gekauft. Ja, ich hab danke auch gerade den Chat. Ich hab schon gesehen, aber ey. Ich wollte diese Torte von einer Stunde nicht. Oder von 10 nicht. Ich kann sie immer, wenn ich sie nur sehe, diese Torte und Bier. Ja. Und Schenke von dir. Also und dann lieber nochmal einen warmen Kaffee. Ja, das ist fast. Aber war, ich glaube, das ist der richtige Weg da mit dem. Killt die Fledermaus und das ist angenehmer. Und letzter Hit, letzter Hit. Nee, noch, letzter Hit. Und dass die Gegner okay, wiederkommen, dass die endlos da sind, ist einfach das räudigste aller Zeiten. Du hast keinerlei Belohnung. Hier kommt noch Fahne, safe. Und der Arme gibt er länger rum. Let's go, schau dir einfach Fahnenhole ran. Ich glaube, der wirft wieder. Ja, gut. Bombe, Bombe, Bombe. Oh. Aber. Hat sich nicht so gelohnt, oder? Ist er tot? Nee, mach keinen Schaden. Schott und Bier, unsere neue Punkband. Ah! Oh, der hat die Distance ist aber jetzt aber auch so close, ey. Ja, Bombe? Oder hebst du auf? Rapper schon? Ja. Ja. Ach, shit. Die Bombe ist schon dahinter. Ey, pass auf, das war richtig, das hat mich richtig. Aber war das so, wie ich meinte, dass das Timing voll schlimm ist von den... Ja, ja, also es war so, es war wirklich die ersten drei Level. Echt, das ist ganz normal. Genau, fast vor. Kick Punch, it's all in your mind. Easy, easy. Liebe Leute, ihr habt noch 5 Minuten, bis Ghosts and Goblins vorbei ist. Die letzten Minuten ticken. Du hast musst das Timing anders setzen. Ja, nee, es ist definitiv so, ja, es ist wirklich so. Und als Schlagzeuger bin ich natürlich voll auf den Beat fixiert.
Und ich hab's Leon komplett gegönnt, das meine ich nicht. Aber es hat mich halt so zerstört. Ich drücke es richtig, ich weiß es und es klappt nicht. Ja, die haben leider, das haben sie auch in den. Sehr gut. Das haben sie nie besser hingekriegt, leider. Aber da stimmt was für ein Timing nicht. Aber der rennt auch nicht zu was. Ja, sehr gut. Leider hoch. Komm, lass her, warum mach ich das? Okay, Leiter hoch. Okay, Don. Ja, okay. Du kannst ja, wenn du die ganze Zeit mit schießt, dann stirbt er vor Ankommen. Ah, ja. Unlucky. Ja, und Ringfilz habe ich alleine gemacht. Das habe ich noch gar nicht, habe ich noch nie gesehen. Macht man da einfach Fitness oder was? Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Zu schwierige. Obacht von oben. Eingestellt. Ich glaube, den Ruhm muss gerade jetzt. Der macht ja nicht. Was ist das? Wo geht man da rein? Ich glaube, also alles. Aber wir müssen irgendwie nach rechts. Voller Energie. Ja. Baller, 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 baller. Ich glaube, da geht's jetzt schon. Doch. Aber ich glaube, Bondra fliegt jetzt wieder. Let's go. Danach. Achso, allgemein. Also im allgemeinen Punktestand meine ich. Sehr gut. Nach ist mega geil, ist mega geil, ist mega geil! Ja, sehr gut. Aber es ist ja auch okay. Also hoch, sehr, sehr spannend. Ducken? Das ist gut. Das Timing war sehr gut. Oh, schade. Ja, lass gut. Mich geh doch einfach weiter. Ja, ja, egal. Bitte. Allein, dass man erstmal checken, wo man hin muss. Kann, ne? Das zeigt schon, wie gemein dieses Spiel ist. Einfach richtig ordentlich. Standard-Jump-Run-Regeln gelten. Nein. Leon, Dodge-Jump-Run. Weil es noch nicht schwer genug ist. Okay. Stalaktiten, bitte. Ja. Sind das nicht nur Müll? Geil. Stalaktiten wachsen in die Tiefe. Stalaktiten nach oben. Und Stalagmiten. Wie der Hängeboden von Mutter Erde. Ja. Tief, sehr tief. Pro-Gamer. Tiefe, tief. Im Englischen kannst du das nicht so sagen. Oh, ich dachte, ich bin das komplett gerade alles. Die können natürlich überall durchfliegen. Ey, das ist klar. Die sind leer. Die haben so No-Clip-Mode. Die können ich also mich so gleich alles wieder da alles. Alter, geil, geil, geil. Das war richtig gut. Achtung, Feuerball. Ich brauch doch Eis. Also, aber echt so wie Edo meinte, man hat einfach diese Absicherung nicht mehr vom Chat. Guck mal, da so rechts ist, glaube ich nämlich. Ob man ungefähr so relativ gut mitläuft. Chat hat noch mehr Fragen, wenn es um Höhlen geht. Wir wissen Bescheid. Oh, das. War das eigentlich mal so ein Arcade-Hallen-Game? Das ist eine gute Frage, ich glaube ja. Ich habe mir da hast du Kohle gemacht, ja. Safe. Boah, ja. Knappe Sache. Sieht doch jetzt schon danach aus, was soll das sonst sein? Ja, cool. Sehr gut. Damit willst du einfach die D-Marks aus den das Taschen ziehen. Das haben wir doch schon bei Super Mario Party heute gelernt. Egal. Ich hab noch was gemacht. Manche Dinge realisiere ich gar nicht mehr. Oh, trotzdem geschafft. Ey, nach Rally. Nach oben? Rally gehen wir nochmal in Imbiss. Da haben sie Ghosts und Goblins. Oh, ballern wir schön. Nee, von unten nicht. Oh, ja, Leon. Leute, die letzte Minute läuft. Nee. Also gebt nochmal alles. Okay, 60 Sekunden, let's go. Oh, oh Gott, ist Leon schlecht. Ja, genau. Ah, schön. Oh, Spam. Geh mal durch. Peinlich. Ja, aber die Pflanze kriege ich auf jeden Fall, wenn ich nach oben gehe. Jetzt hast du ein Problem. Oh, schöner Dodge. Strong. Oh, das ist scheiß Kacke. Wer hat dich geboren? Das wird nicht mehr dem kann. Scheiß Eiswand aus der Hölle. Schaffst nicht mehr zum Boss. Ich trau mich nicht mehr. Ich war irgendwie umzingelt. Ich glaube, wir waren. Also. Echt? Wusste du, wo bist du? Echt weit. Sieht so von einem Map-Layout aus, dass da oben sind so. Was schätzt ihr? Sind hier andere weiter als wir? Ich glaube, wir sind relativ nah beieinander. Jetzt werde ich gerade berichten, dass es schon aufgeht. Es kommt ein bisschen darauf an, wann die den oder ob die den Boss gemacht haben. Jetzt lernst du nämlich noch was dazu, Kobi. Ich bin schon weiter, also. Okay. Ja, er ist gar nicht so schlimm. Ich glaube. Was für ein Geräusch. Ich glaube, der Timer. 2, 1, Ende. Controller bitte weg, Controller bitte weg. Ja, genau, da glaube ich nämlich. Liebe Leute, das war knüppelhart. Chiara möchte gar nicht mehr aufhören. Chiara, aber du bist erlöst. Weglegen. Du bist erlöst. Es ist vorbei, es ist vorbei. Sehr, sehr, sehr stark. Kriegen wir wieder Chat? Das war wirklich. Haus 15. Ihr habt sehr, sehr gut gespielt, ihr wart sehr gut, aber leider war Team Bonja viel besser in Haus 11. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich glaube, ihr wart zwei Level weiter, zwei Checkpoints. Zwei Abschnitte wart ihr, glaube ich, weiter. Ja, viel besser ist aber dann Quatsch. Heißt Abschnitte? Ja. Kommt hier aber richtig besser, heftig. Viel besser. Ihr wart verdammt gut, also die Stelle im Wald, ihr wart stark. Da waren beide halt einfach, haben sehr viel gelitten. Ich glaube, Team RBTV ist auf jeden Fall bei dem Boss sehr schneller weitergekommen. Definitiv. Ach so, den Boss habt ihr aber geschafft. Beim Boss waren die viel schneller. Den haben die geschafft. Ey, und die Chatkarte war anfangs nicht schlecht tatsächlich, muss ich sagen. Ja? Wir konnten diesen ersten Troll einfach umlaufen. Ja. Das wussten wir durch den Chat. Ja, danke, Leute. Doch. Ah, okay. Chat kam schon viel durch. Ja. Da hast du recht, Krui. Hast du recht.
Oh, hier war und, auch noch meine Zweiflung. Es gibt ja noch die Community-Boys, die haben wir ja schon eingelöst. Yeah, let's go. Mhm. Zurück. Die gab's schon. Es gab echt ein paar Waffen, die waren so scheiße. Das war ja gerade eben Spiel 19. Das heißt, 19 Punkte gehen hier an das Team Bonjour. Da gucken wir nochmal hier auf die Lächerlich. Gucken wir bitte nochmal auf den Punktstand. Ich kann noch 10. Gut gemacht, Team. Fünf Spiele kommen jetzt noch dran. Ich habe jetzt nochmal hier durch die Regie erfahren, ab 142 Punkten. Also wer über 142 Punkte hat oder 125 Punkte besitzt, hat dann Haus an Haus 2021 gewonnen. Das heißt, es dauert noch ein bisschen. Haltet euch ran. Ja, alles ist noch möglich, alles ist drin. Und was als nächstes drankommen wird, erfahrt ihr nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Willkommen zurück. Was wir vorhin vergessen haben, sind natürlich die Credit Points, die wir noch nicht verliehen haben. Mhm. Und da gehen erstmal 10 Credit Points an das Team Bonjour und 5 Credit Points an das Team RBTV. Da natürlich zu Beginn die Frage, möchtet ihr die direkt einlösen oder noch nicht, liebe Teams? Ich glaube, gerade nicht. Gerade nicht? Ich glaube, wenn wir wieder unten sind, aber jetzt gerade nicht. Nee. Okay, grad alles klar. Fragen wir euch nachher nochmal. Die Torte ja schon. Kaffee, ja. Ihr habt die Torte schon. Verdient. Es gibt kann auch noch eine zweite Torte. Ich kann nochmal einen neuen Kaffee bestellen, weil ich habe den vorletzten gerade getrunken und der war schon so ein bisschen lauwarm. Ist nur so, das könnte ich noch. Das könnten wir machen, aber ich brauche es jetzt auch nicht zwingend. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr die Credit Points einlösen. Aber dann wahrscheinlich erst, wenn ihr wieder unten seid. Ja, ja, bitte ja, erst. Sonst gut. Trinkt der dann das alles weg. Der Präsenz. Das könnt ihr gerne machen. Ja, dann machen wir es halt so. Aber jetzt seid ihr alle in der Versus-Area von ÖSO Digital. Oh, sorry. Schauen wir. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Ja, man konnte dich hören. Du hast dich nur ein bisschen gestreckt, ne? So ein bisschen. Ja, ich habe mich aufgewärmt. So, okay. Ah, aber wozu hast du dich denn aufgewärmt? Was wird denn jetzt kommen? Das sehen wir in dieser kleinen Matz. Bombenstimmung in den Teamhäusern, wir spielen Bomberman. Das von uns ausgewählte Super Bomberman R ist eine moderne Variante des Klassikers. Klobige Knuddelköpfe kämpfen hier wie immer in einer Arena ums Überleben und jeder hat einen unerschöpflichen Vorrat an Bomben dabei. Viel mehr braucht's gar nicht für explosive Unterhaltung, doch wer behält in den heißen Gefechten den kühleren Kopf? So, lieber Wirt, jetzt bist du mal dran. Und zwar ziehen wir vorher noch eine schöne Community-Karte, ein Community-Zettelchen. Ich durfte das letztes Mal machen, deswegen biete ich das jetzt mal dir an. Cool, dann gucke ich mal, ob ich nicht wieder Schiffe versenken ziehe. Hast du das? Sag's mal. Ich habe irgendwie bemerkt, dass wir irgendwann 4-5 Mal hintereinander Schiffe versenken gezogen haben. Und es geht diesmal um 5 Credit Points, liebe Community da draußen. Und yes. Es ist Click Battle! 5 Credit Points. Los geht's, liebe Leute. Ah, Super Bomberman R. Kennt man, das kann ich. Ich wurde vorhin übrigens zurechtgewiesen, ich habe wohl Ghosts and Goblins doch früher gespielt, ich weiß es noch nicht mehr. Bomberman bin ich mir aber sicher. Mhm. Ja, okay. Alles klar. Super Bomberman R ist cool, ja. Hast du schon gespielt? Ghosts and Goblins hast du auch schon mal gespielt. Aber wir wollen ja auch gucken, welche Bomber Damen und Herren unsere Kandidaten haben. Schauen wir doch mal kurz rein. Könnt ihr schon sagen, welche Farbe ihr habt? Das ist ja unangenehm, dass man mich permanent hört, wenn ich den Bullshit hier erzähle. Was? Jetzt hört man euch. Die ganze Klasse möchte es mitbekommen. Jetzt hört man euch. Oh, erzähl. Alles gut, wir Nastassja. Ja, also es ist toll hier. Erzähl. Wir sind fit, wir sind ausgeschlafen, also uns geht's toll. Wir sind gut drauf. Ihr seht alle richtig frisch aus, muss ich sagen. Ihr seht fit aus, alles gut. Ja. Habt ihr denn Bock noch? Klar. Ja? Ja, natürlich. Nutzt ihr auch den Deo, den wir euch da hingestellt haben? Habe ich tatsächlich benutzt. richtig gut. Leon, Ehrenmann. Ja. Wen? Den Deo. Ah, den Deo. Den Deo. I see. Ja. Genau. Könnt ihr uns eigentlich schon sagen, welche Farbe ihr habt? Warte, ich guck mal gucken. Wir sind, Ido und ich sind gelb und wir sind Team Lachsfarben. Genau. Wollen wir da vielleicht eine andere Farbe nehmen? Team Lachsfarben. Aber ihr habt ja noch individuelle Bomber. Könntet ihr noch was? Okay. Ja,
Habt ihr doch bestimmt noch individuelle Bomber. Das haben wir noch nicht ausgewählt. Nee, wir sollen alle den Teil Bomber spielen. Ja, warte mal, hier, jetzt seht ihr noch. Hier sehen wir nochmal die einzelnen Farben. Okay. Nee, wir sollen schon nur denselben immer nehmen. Ne? Alle denselben. Nehmen aus Team Bomber, nicht aus dem anderen Team. Du kannst halt vorher, kannst du hier. Okay. Was ist, heißt das? Glitzerrosa. Glitzerrosa? Genau, ich nehme Rot, weil Rot. Okay, das ist Rot. Das Übliche, das passt zu mir. Edo, bist du Schleifenbomber? Ich habe schon mal A und dir einen Charakter aus. Glitzerroter? Ja. So. Glitzer, rot und rot ist, glaube ich, schwierig zu unterscheiden. Sollen vielleicht alle eine andere Farbe nehmen? Grün. Ja? Okay. Ja. Okay, geil. Wir sehen es gerade: Simon, Classic Bomber, Nasty, roter Bomber, Leon, glänzender gelber Bomber und Edo ist Herzchenbomber. Ja, glänzend rosa. Oder glänzend so. Rosa. Genau. Ja, man kennt es ja. Man kennt es. Ja, haben wir eigentlich alles? Seid ihr eigentlich bereit dafür? Das hier ist ein Best of Three. Ihr müsst 5-mal gewinnen, um einen Satz zu gewinnen. Eigentlich? Was? Was? Nasty, was ist los? Nasty, man hört dich. Man hört alles von dir. Okay, das ist Bio 3. Bei dem Bereit-Team? Bio 3, richtig? Bio 3, ihr müsst... Bio 3 und 5 Siegpunkte pro Satz. Okay. Seid ihr bereit? Habt ihr noch Fragen? Ich verstehe überhaupt gar nichts, aber ist egal. Die Musik ist geil. Bio 3 und 5 Punkte für den Siegsatz. Best of 3. Best of 3. Best of 3. Best of 3. Erst 3 gewinnt von 5 Spielen. Genau. Also wir. Du sprichst meine Sprache, danke schön. Hey! Was denn? Nix. Seid ihr bereit? Ja, klar. Ja, okay, dann hauen wir einen Bumper rein und dann leg doch bitte los. Okay. Ach, ist das schön, das Spiel wieder zu sehen. Oh, ich höre mich mega laut, das ist ja ekelhaft. So, wo bin ich? Okay. Das ist von 2017 übrigens, das jetzige Bomberman. Ja genau, das ist das, was damals mit der Switch erschienen ist. Das war ein Launch-Titel. War so ein bisschen underwhelming, weil es ist Bomberman, Leute. Es ist doch nicht, das ist Launch-Titel. Aber wir haben hier die Comeback-Möglichkeit. Das heißt, wenn du rausgeflogen bist, kannst du von draußen den Gegner abwerfen und wieder reinkommen. Nochmal kurz für alle zum Verständnis, die beiden roten Spieler sind Team RBTV und die gelben, also links und rechts, da spreche ich gerade, das ist Team Bonjour. Ja. Simon ist weiß, Nasty ist rot. Genau, Nasty ist jetzt rausgeflogen, weil Leon sie abgeworfen hat und Simon hat sie gerade zugebaut. Alter, wie dumm war das? Hat mich voll, das war schon der erste Sieg für Bonjour. Ja. Also bei Bomberman ist es sehr gefährlich, weil wenn man hektisch spielt, dann sprengt man sich eher selbst weg. Das ist Leon eben passiert, da hat er sich selbst weggesprengt und Simon am Ende leider auch. Ja, ist gar nicht so einfach. Danke dafür. Man muss auch auf sehr viel gleichzeitig... Guck mal, Simon hat den Boxhandschuh, jetzt könnte er den hinlegen und wegboxen. Bombe auf die andere Seite, dann bounce die da. Die gleiche dumme Idee schaffen. Die verbrennen nämlich auch die Gegenstände. Genau. Edo hat jetzt den Kicker eingesammelt, der kann die Bomben jetzt wegkicken. No, oh, aber sie benutzen das auch gar nicht, ne? Vielleicht ist denen gar nicht so klar, was sie da aufsammeln. Okay, ich versuche von draußen. Aber man kann das von draußen auch noch helfen. Edo, was bist du? Du bist unten. Achtung. Oh, Edo. Edo hat den Kicker eingesetzt. Sehr geschickt. Sehr stark wieder rausgeholt. Pass auf, Leon. Ja, ist gut. Simon stellt sich gut an. Dafür, dass er da gerade alleine ist gegen zwei, macht er das gut. Oh, shit. Oh, das ist nicht gut. Oh, sehr gut gesehen, sehr gut gesehen, Simon. Aber jetzt müssen die anderen beiden aber aufpassen, dass sie nicht gegenseitig wegbomben. Ah, alles klar. Noch ein Punkt für Bonjour. Das heißt, Best of Three? Nee. Die müssen erstmal 5 davon gewinnen, dann haben sie einen Satz gewonnen. Alles klar. Ich notiere mir alles nebenbei mit, dass ich das nicht will. Alles klar. Ich hab's andersrum irgendwie, aber alles gut. Hören wir doch mal kurz rein bei den Kandidatinnen. Oh Gott, oh Gott, Mehr oh Gott, Oh Gott! Hör mal auf jetzt damit, okay, bitte. Ich geh weg, Frieden. Oh Gott, Simon, was weißt du, das geht nicht. Mehr okay, oh Gott, Edo, 1 gegen 1. Okay, komm. Du musst dich einfach quasi retten. Ich versuche wieder reinzukommen. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Doch nicht. Ja, guter Kick geht um. Aber fast. Alter, das war so knapp. Hör mal auf jetzt. Nee, nicht. Hör mal auf jetzt. Versuch einfach noch ein bisschen zu ducken. Ich versuch's. Ja, ich hab sie. Oh, zugeworfen. No! Das war gut. Shit. Ich hoffe, euer Kaffee ist kalt. Vielleicht hat auch jemand reingepinkelt. Nee. Oh, Mann, ey. Mein Gehirn funktioniert halt einfach nicht. Ich bin auch richtig scheiß ungeduldig und dumm. Gar nicht aufregen, du machst das gut. Du hast ja eben die ganze Zeit schon Punkte gemacht. Ui. Auch. Wen hast du? Bitte aufhören. Ich muss kurz überlegen, dass ich mich nicht selber töte hier. Nö, oh. Oh, jo, hi. Das sind wir beide, pass auf. Ja. Hab sie. Okay, ist gut. Die haben mich so geschickt gerade eingemauert, ja, mit ihren Bomben. Du hast oben halt irgendwie eingekesselt, weil da ein Block mal gefehlt hat. Mein Loot. Ungeduld gepaart mit Müdigkeit, ne? Ist nicht so gut. Nein! Oh, oh Gott. Ich hab noch gar nichts gefunden, ne? Ich will auch nicht so viel. Alter, das war so kacke. Scheiße. Das war gut. Oh, ich bin online, ich bin angekisst. Scheiße. 1 gegen 1, Edo. Guter Kick. Yes. Oh, haben die gut gemacht. Immerhin ein. Oh, war das Glück. Mein Fehler. Wurde gut eingemauert. Jetzt einfach ich hab nicht keinen mehr Bomben sterben. Gefunden am Anfang. Einfach gar nichts. Es ist halt auch einfach Skill, ne? Warum ist mehr Loot? Gib mir Loot! Alter, es droppt halt nichts. Alter, es droppt gar nichts. Du musst halt irgendwie auch genervt werden, Edo. Hier, Alter, wirklich, kein einziges Item. Oh, Nasty, warum? Das ist doch... Oh. Oh shit. Oh, ich hab sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach mir ja selber mein Grab. Oh Gott, was tue ich eigentlich? Hi. Oh, ah, oh, oh mein Gott. Ah, ja, ich bin raus. Scheiße. Jetzt kommt's. Das große Rückspiel. Nee, nee, hör mal auf jetzt. Nein! Ja! Oh, oh, sehr gut, sehr gut. Ich bin nur leider verringert. Komm, Leon, wir haben ganz schön Matchpoint. Ja, wir müssen jetzt holen. Ich brauch halt einfach mal Loot am Anfang. Jetzt haben sie Angst. Was macht die Hand nochmal werfen, ne? Naja, aber lohnt sich irgendwie gar nicht. Wobei es ganz cool ist am Anfang. Gut, ich hab ein Problem hier. Nein, Leon, ja! Leon ist alles gekillt! Jetzt holen okay, was passiert hier gerade? Ich weiß es nicht. Aufholjagd. Okay, komm, jetzt aber. Das meine kann Hände nicht wahr sein. Los, los. Ja, jedes Mal, ey. Ja, come on. Okay. War doch so souverän am Anfang. Ja. Keine Items, Edo. Hm, kann ja irgendwie gar nicht werfen. Items, Edo. Oh, Scheiße. Oh Gott. Oh nee. Ich bin eingemauert. Diese Sounds von denen, die machen mich dezent aggressiv. Ich muss aufpassen, Vorsicht, nicht reden, Bomben. Ja. Okay, komm, wir müssen den noch einkesseln können. Oh, ich wär fast. No.
Ja! Das ist sehr gut, Edo. Oh, ich hab mich selber. Oh. Mm, ich bin dumm. Oh, ist ein Loch. Scheiße. Scheiße. Sehr gut. Ich hab gestunt. Scheiße. Oh, oh, das ist... Ich hab ihn! Ich hab ihn! Was hat sie befreit? Sehr gut. Scheiße, das war gut von ihm. Ey, der muss doch jetzt mal verrecken. Ich hab ihn! Scheiße. Oh. Shit. Das war so gut von euch aufgeholt. Scheiße. Best of three, haben wir gesagt, ja? Ist BO3, genau. Ach, noch weiter? Naja, best genau, of three. Also, für five. Oh Gott. Oh, das kann dauern. Okay. Bleiben wir mal bei der gleichen Map? An Casa, Regie? Ja, yeah, let's go. Okay. Was ist das? Ah, das ist das. Oh, du Arschloch. Oh, du Arschloch. Jetzt weiß ich, was der Kick ist. Vom Icon her. Oh, das ist nicht nett. Oh! Was habt ihr? Sind wir beide hier oben? Ja, ja. Oh, hei. Oh, ich hab voll daneben gewonnen. Alter, war das close. Oh, die Bombe. Oh, Alter. Wie hab ich das noch gedodged? Einfach überleben, wenn man kommt, wo es halt ein Death-mäßig ist. Kommt das irgendwann? Ja, ja. Ja, got it! Wir haben ihn. Oh. Du musst versuchen, denen die Bombe auf den Kopf zu werfen. Mm. Ja, das habe ich leider auch noch immer geschafft gerade. Ich werfe immer sehr gerne in Löcher, habe ich das Gefühl. Ich hatte schon Bomben. Wow. Das ist nicht so gut. Nice. Oh, ist er down? Nee, das lebt noch. Oh, Nasty. Nee. Oh, lebt noch. Okay, ich töte uns nicht beide. Ich bin down. No. Oh, ich töte uns. No. Oh mein Gott. Alter. Auf den Kopf geworfen. Ich hab einfach aus Panik auch eine Bombe gelegt. Das war so, oh shit. Was passiert hier? Ich hab immer drei Bomben. Das ist der Moment, wo man einfach aus Panik B die ganze Zeit spammt. Ich hoffe, dass irgendwas Gutes bei rauskommt. Ich hab nicht ein Item mit genommen. Das ist nicht gut. Nur noch kein Item. Nicht gut. Ein Item, das ist gut. Ich wollte mich, glaube ich, langsam einkesseln, Edo. Also nach oben, wenn du da dich freischlagen kannst. Alles gut. Wenn er wild ist. 1, 2, 3, A. Hör, was? Wo? Oh. Okay, kurz rein nur noch. Oh, nee. Nicht so gut. Das war's! Oh, hat er dich? Ich weiß nicht wie. Der ist da nicht wiedergekommen. Oh Gott. Oh Gott. Edo, ich kann nicht mit Druck umgehen. Ich kann das nicht. Alles gut, du machst das super. Ich gehe unter Druck kaputt. Du machst das super. Ich bin kein Diamant. Du machst das vollkommen scheiße. Warum bist du gestorben? Alles gut. Ich bin Diamant. Einfach Konzentration. Das läuft doch super. Wir holen uns jetzt den Punkt.
Oh, ich, du Arsch. Hab ich was gemacht? Ja. Du hast jemanden getötet. Hab ich? Ja. Hab ich? Oh Gott. Ey, das ist... Oh, lebe ich? Pass auf. Ja. Ich töte mich. Nice! Ich hab mich geopfert. Nice. Das war ja super knapp gerade. Ja. Ja. Die Mucke ist einfach insane. Nee, du Arsch! Also was? Oh, fuck you. Nice, wow! Du hast ein Powerplay! Ich weiß nicht. Also hast du das nicht halt gemacht? Echt gut ja. Das sah voll fancy aus. 5 Bomben gelegt, eine reingekickt, Kettenexplosion, das war total fancy. Wenn ich solche Manöver machen könnte, dann... Da willst du nicht hier sitzen, ja? Oh, ist immer der Bomberman-Weltmeisterschaft irgendwo in Tokio oder so. Oh, ey, komm. Meine Ungeduld kickt durch, es tut mir leid. Oh nein, oh, das ist eine gute Bombe gewesen. Oh, ich hab uns beide gekriegt. Nice. Hä? Wie hast du das denn überlebt? Wer denn bitte da überlebt jetzt? Ein einziger noch. Ich glaube, weil ich quasi im Team gewonnen habe. Ich weiß es nicht genau. Ein einziger noch. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auch gestorben. Aber Edo hat noch gelebt. Aber ich habe noch gelebt, ja. Ein einziges noch. Ich kann nicht mehr denken. Okay. So spielst du jetzt zu so einer Zeit, ist auch absolut fies. Ja, voll geil. Liebe Bomberman. Oh, Edo, die Push. Oh, das. Oh Gott, ich hab mich selber getötet! Warum denn? Warum? Oh Gott, warum konnte ich denn nichts wegtragen? Oh Gott, ah. Nice! Alter. Oh, ey, die sind einfach wirklich gut. Schön. Jetzt kommt die letzte Runde wahrscheinlich. Ist es BO5 oder BO3? Ich glaube, es ist durch, oder? Es ist BO3. Es ist BO3, Boss war das Spiel für sich entschieden. Ist egal. Ja, BO3, Bondra. Dann war's das. Ja. Bondra, GG. GG. Schade, aber GG. Gutes Game. Genau. Das gibt jetzt 20 Punkte auf das Konto von Team Bondra. Das ist mega deprimierend gerade. Und wie viele Punkte sind das ungefähr? Ich hab die Credits vergessen. Wo overguckt für heute Morgen. 115 zu 78. Na, das heißt aber immer noch nicht, dass Team Bondra gewonnen hat, weil die brauchen ja mindestens 142 Punkte, wie dementsprechend auch Team Rocket Beats. Da ist noch einiges drin. Da ist noch einiges drin. Es kann sogar sein, dass das letzte Spiel entscheiden wird. Mhm. Aber jeder Punkt zählt, wie wir hier gerade sehen. Und jeder Punkt. Credit Points gibt es auch noch. Und zwar 5 Credit Points für Team Rocket Beans und 10 für Team Bondra. Wir können gleich nochmal fragen. Genau, wollt ihr direkt in den Shop? Wollt ihr diesmal was kaufen mit euren ersammelten Credit Points, liebe Teams? Aber ja, das machen wir ja da unten eh dann. Ach, okay. Ja. Wollen wir uns mal so ein 6er Energy holen, mitgemischt? Ah, oh, Moment. Wenn die im Haus das wollen. Also, können wir ins Haus schalten, die fragen? Ins Bonjour-Haus? Ins Bonjour-Haus. Müssen wir die fragen? Machen wir nachher. Aber es gibt ja noch das Community Battle. Das Click-Battle haben wir noch aufzulösen. Oh. Das können wir noch mal auflösen. Wir fahren's ab. Ihr könnt jetzt live dabei sein. Ihr könnt euch ein bisschen ausruhen. Seid ihr ready? Let's go. Right. Komm, du drückst mit. Drückst mit. Wie? Willst du hier mitdrücken? Ja, so kennen wir die. Oh, Leute, was ist da los? Was ist da los? Es ist immer... Ja, Team Bonjo hat einfach die besseren Mäuse, glaube ich. Die haben den Bot drin. Mach mal den Bot raus, Leute. Wir haben einen Bot drin. Komm, ich klick mit. Ja, klick mit. Klick mit. Da haben wir die gleiche Grafik ab. Die 1% mehr da. Das war ich. Das ist überhaupt gar nichts anderes. Es gibt nur eine Grafik, kann das sein? Nein, gibt's nicht. Los geht's! Los, drück! Ah, ihr habt schon 1% mehr bekommen. Ihr habt schon 1% mehr bekommen. Mach schon! Go, go, go. Boah, ich krieg ja selber mit, das ist wirklich super anstrengend. Ja. Ja, du machst es auch mit dem Touchpad, das ist die Hölle. Ja, es gibt nichts Besseres hier. Gerade. Musik ist nice. Die Mucke ist geil, ja. Ja, Bonjour Community hat wahrscheinlich diesen Trinkvogel, der die ganze Zeit trifft. Die Mucke ist stark, ja. Jetzt haben wir nicht mehr die Fahrzeugmucke von vorhin, sondern.
Jetzt kommen wir tanzen extra schon. Jetzt machen ja, wir. Ja, kommen Sie tanzen. Ja, wir machen schon. Wir geben uns wieder. Gib doch nochmal Gas. Klick. Die Prozente werden mehr, aber nicht schnell genug. Ihr müsst es ein bisschen schneller machen. Motivation hilft. Bringt gar nichts. Doch. Muss dran glauben, es sind schon 31%. Das ist ganz Koffein. Boah, ich kann. Ich krieg da selber einen Krampf. Ja. Komm, gebt einfach auf. Liebe Boden, gebt einfach auf. Lasst es geschehen. Lasst es einfach geschehen. Ich kann mich weiter angucken. Let it be. Let it go. Okay, ja. Team Bonja, Kel Surprise. 5 Credit Points. Ihr könnt damit noch mehr Kaffee kaufen oder was auch immer. Koffein. Könnt ihr nachher machen. Yes. Sehr, sehr stark. Alles klar. Ja, ich merke schon, ihr habt starke Finger. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich passiert. Lassi, es passiert gerade wirklich. Ja, ich habe meine Sachen gemacht. Sie haben ja auch zusammengespielt, ne? Ist das real life? Mehr oder weniger. Also. Ey, es kam immer, sobald einer auf mich zukam, kam direkt der andere von der anderen Seite. Das war echt gut, aber ich jedes Mal noch. Du versuchst alle wegzuwerfen, zu kicken. Ich hatte das Gefühl, ich wollte mich nur hinlegen und schlafen. Lassi, du hast jetzt die Möglichkeit, ein bisschen zu schlafen. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung, bereiten das nächste Spiel vor. Liar Pants on Fire. Liar Pants on Fire. Okay. Gleich geht's weiter. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim Event Haus an Haus. Wir gehen jetzt langsam in die nächste Runde. In die letzten 4 Runden sogar. In die letzten 4 Runden, um genau zu sein. Und was das nächste Spiel werden wird, seht ihr jetzt. Hier kommt das wohl deutscheste Videospiel aller Zeiten, Fußball mit Autos, auch bekannt als Rocket League. Was bei Stefan Raab noch zum TV-Event der Superlative hochgejazzt wurde, schafft es bei uns immerhin noch zu einer hoffentlich torreichen Disziplin bei Haus an Haus. Also ran ans Steuer und ab aufs Spielfeld. Wir sind gespannt, welches Team den anderen mit furioser Fahrerei die rote Karte zeigt. Also sind wir wieder in einem Versus-Game mit folgenden Regeln. Mhm. Wie sind die Regeln? Die Regeln sind ganz einfach. 3 Spieler pro Team, wie wir es vorhin schon gehört haben. Und es ist ein Best-of-5. Das heißt, die Teams müssen 3 Spiele gewinnen. 3 Runden, die, glaube ich, so um die 3 oder 3,5 Minuten gehen. Genau, 3 gegen 3. Was sind die Spieler? Wer hat Team Bonjour? Wen schicken die ins Rennen? Wen schickt RBTV ins Rennen? Das sehen wir jetzt gleich. Hallo. Die sind ins Rennen geschickt worden und wir sind ins Rennen geschickt worden. Ich bin einfach hier sitzen geblieben. Ich würde gerne eine Rocket, ich würde gerne was kaufen. Ja. Ich hatte mir erst überlegt, ob ich die Minions-Torte anziehe, weil mir an den Armen sehr kalt ist. Anziehen? Ja, ich wollte mich eincremen mit der Torte. Habe ich aber gemerkt, wir haben ja Zipper. Ich hätte gerne so einen Rocket Beans-Anzug für oben. Ein Rocket Beans-Anzug für 5 Credit Points. Ja, zieht das ab von unserem Konto. Wir haben genug Geld. Wir sind rich as fuck. Schreibt auf die Rechnung. Und was zum Spielen für euch? Krieg ich auch noch was? Ja, könnt ihr uns einen Bagel kaufen? Ey, komm, wir kriegen uns auch noch 2 Sweater. Könnt ihr uns auch einen Sweater kaufen? Okay, kannst du bekommen, wirst du auch erhalten. Danke. Team Bonjour, wen habt ihr alles da und möchtet ihr auch noch was einkaufen? Ist euch kalt? Mir nicht. Shorty hat schon einen Zipper. Genau. Ich hab schon. Warm. Zu warm. Ja, zu warm. Ich guck mal, was wir dagegen tun können. Gibt's Kissen? Nee. Also, wir können uns Trinken kaufen. Ja, so ein kühles Getränk, ne? Ja, ihr wollt gar nichts, ihr wollt wirklich, ihr wollt weiter sparen? Nee, also, ich bin glücklich. Wir sind einfach wunschlos glücklich. Wunschlos glücklich. Ja. Alles klar, cool. Wollt ihr denn aber eine Aktionskarte ausspielen vielleicht? Geil, ich liebe euch. Wollt ihr eventuell eine Aktionskarte ausspielen? Nee, auch nicht. Nee. Wollt ihr, weil wir reagieren ja nur auf euch. Ja, warte kurz. Nein. Alles klar, keine Aktionskarte. Dann könnt ihr eine Karte ausspielen, dass ihr nicht reden dürfen 15 Minuten lang. Das könntet ihr zum Beispiel machen. Aber das machen wir nicht bei Rocket League. Wir wollen sich reinhören. Aber ich glaube, die darf man ja nicht in den Verses ausspielen. Ich glaube, das steht unten. Wir dürfen nämlich dann auch diese 10 Minuten nicht spielen, dürften wir auch nicht bei diesen Art von Spielen. Ah ja, das macht aber auch ehrlich gesagt Sinn. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja,
stand. Den müssen wir noch fragen. Ich habe mir das durchgelesen, weil ich dachte, haha. Das hast du mir gemerkt. Einmal noch bitte, was hast du gesagt, Wirt? Ach nichts, wir wollten eigentlich nur zu der Community rübergehen, weil die Community möchte ja auch noch was machen, Janina. Ah ja, alles klar. Kommen wir zum nächsten Community-Battle. Ich ziehe das natürlich für euch. Es geht diesmal um das Glücksrad. Liebe Community, ihr seid dran und zwar mit Schere, Stein, Papier. Axis Bock. Das können wir doch jetzt schon mal abfeuern, oder? Das feuern wir direkt ab, natürlich. Komm, komm, komm. Let's go! Ja, da sind doch unsere Hände. Unten knickt das immer so ab. Das triggert mich total. Das ist immer so eine flüssige Bewegung und unten knickt das so. Ja, das ist Physik. Das ist Physik. Physik, ja, so. Die körperliche, die Anatomie des Körpers. Team Pink gewinnt. Das ist Team Bondra, aber es ist ein Best-of-Three-Schere-Stein-Papier. Das heißt, wir machen jetzt noch eine Runde. Oder noch mehrere. Oder noch eine weitere, ja. Also. Go, go, go. Ich denke, die Regeln kennt jeder, ne? Schere-Stein-Papier, Axis Bock ist das. Ich habe die Regel leider auch noch nicht so ganz verstanden. Ich auch nicht, also, kann ich leider auch nicht helfen. Die Echse besiegt Spock, der Stein besiegt die Echse. Spock wird aber auch vom Papier besiegt. Also es ist unentschieden. Unentschieden, aha, aha. Alles klar, dann gehen wir natürlich direkt in die nächste Runde. Naja, nochmal, komm, komm. Gleich nochmal. Gebt uns. Brunnen gibt es nicht, hier gibt es keinen Brunnen. Brunnen und der Obi-Biber, den gibt es glaube ich auch nicht. Das Obi-Hörnchen stand da gerade. Ah, Obi-Hörnchen, war das nicht ein Biber? Ich hab keine Ahnung. Was für ein Maskottchen hat das? Ich kenne nur Brunnen, ganz ehrlich. Ich kenne das alles. Schon wieder unentschieden. Oh, ey, ihr habt richtig Lust das ist, was ist das? Ja, frag nicht. Frag nicht. Okay, frag nicht. Dann, nächste Runde. Das ist die hängende Hand. So, Leute, jetzt entscheidet euch mal für was anderes. Das war. Ich habe ja einen Geheimtipp, aber ich möchte da nicht irgendwie euch reinreden. Und was bist du denn eher so für eine Spielerin? Bist du eher so eine offensive Stein? Immer. Der Stein gute alte Stein. Es gibt sogar einen psychologischen Trick dabei, aber den verrate ich nun wirklich nicht. Ja, aber den sagt mir jeder. Na, aber du weißt ja nicht, welchen. Schon wieder unentschieden, sag mal. Guck mal, da hast du gesagt, du nimmst den Stein, da kriegst du den Stein. Ja, aber ich hätte in der Runde hätte ich keinen Stein mehr. Nochmal bitte! Die Runde zählt jetzt, ja? Das alles andere war Warm-up, bis auf die eine Runde, die Bondra gewonnen hat. Sag mal. Komm. Nicht aufgeben, Chat. Oh. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Bin gespannt. Leute. Jetzt werdet ihr doch mal für was anderes entschieden haben. Oh. Team Pink gewinnt, alles klar. Das war's. Team Bondra hat geruled. Ja. Team Bondra hat dieses Community-Battle gewonnen. Das heißt. Wollen wir jetzt schon das Glücksrad starten oder wollen wir es nachher starten? Wie sieht's? Das starten wir nach dem Match, ne? Ja. Machen wir nachher. Alles klar. Dann würde ich sagen, Teams, seid ihr bereit? Habt ihr noch Fragen? Mhm. Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Habt ihr? Keine Fragen. Alle setzen die Kopfhörer auf. Also seid ihr ready? Ich höre euch richtig geil in meinem Denk Ort. Denkt dran, welchen, dass ihr im richtigen Team joint, ja? Genau. Ey, ich bin schon drin im Team. Alle ready. Ja? Muss nur noch A drücken. Muss eben Sound einstellen. Yes. Was denn für ein Sound? Und hier? Ja, hörst genau. Du gar nicht, ne? Okay, dann ich trete bei. Are you ready? Bondra ist in RBTV gejoint. Well. Alles klar, los geht's. Einer ist noch. Wolltest du doch nicht? Okay, jetzt muss man natürlich erstmal nachvollziehen, wer wer ist. Okay, ich glaube, es ist einer. Okay, ich geh drauf, ich geh drauf. Los, okay. Gelb gegen Pink. Achtung. Ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, wir sind lila. Das alles immer auch ein bisschen ruhiger spielen, nicht zu viel boosten. Dadurch verliert man Kontrolle. Oh, da kommt Edo. Wo bist du Fußball? Komm gut, komm gut, oh, oh, oh. Schön. Ich muss mal hier das Game machen. Das hier. 2015 released. Und immer noch keine Profis. Mittlerweile Free-to-Play. Mittlerweile Free-to-Play, tatsächlich. Mhm. Wow. Edo hat zumindest einen Schubser bekommen. Schön, dass ich damals Geld dafür ausgegeben habe. Ja, ich auch. Ich muss boosten. Aber es war ja nicht viel. Ich da muss man auch erstmal reinkommen, finde ich. Ja, bitte. Ich bin direkt im Tor. Dann gehe ich wieder hin zum Ball. Sind wir im Tor? Ja. Nee. Ich bin im Tor. Mittlerweile auch Crossplay. Ja, ich tatsächlich hätte ich, glaube ich, diese Frage gespielt. Das war nicht, aber ich müsste sagen, wenn der Freund sich vielleicht mal drauf. Ja, aber das ist das, was wir gar nicht spielen. Wo denn? In die Mitte. Scheiße, Bounce. Scheiße. Oh, das ist raus. Stark verteidigt. Stark verteidigt. Oh nein, ich bin dulli. Versuch ihn zu schießen. Oh, da kommt der Schuss aufs Tor. Oh, der fliegt rein. Der geht rein. 1-0 für Team. Ich sag immer an, wer du ist jetzt ein Ja, das macht gut. Du musst Ansagen machen. Ja. Du machst Ansagen. Ich fahre gerade nur wie ein Dulli hin und her. Ja. 5 Minuten dauert eine Runde. 5 Minuten.
Ich fahr. Erbito vor 1 pushen. Auf den Ball. Immer die Person, die am nächsten dran ist. Also nicht Walle. Ich weiß nicht, wer Walle von euch ist. Weiß nicht, keine Ahnung. Ich bringe ihn in die Mitte, hoffentlich. Ich kann selbst nicht unterscheiden, wer er ist. Einer muss von euch ins Tor. Ich versuche jetzt einen Push. Okay, ja, ich glaube, ein bisschen ruhiger spielen ist auch manchmal gar nicht so schlecht. Oh. Ach ja. Ich gehe jetzt kurz zurück. Ja? Die Person, die im Tor ist, das bist du, ne? Oh, sorry, dann geh ich raus, ne? Das bist du, Walle. Genau, dann gehst du auf den Ball jetzt. Achtung, Achtung! Das ist gefährlich. Kein Eigentor. Oh, knapp. Stark. Ich gehe auf den Ball. Oh, Ido, der kommt für dich. Okay. Wieder auf der anderen Hälfte des Spielfelds. Gut, zurück. Ich gehe ins Tor. Natürlich echt die Sache, ne? Da ein Eigentor schießen, das fühlt sich schon richtig grauenhaft an. Das ist ja auch mal passiert. Definitiv. Ja, okay. Oh, sehr oft schon. Ganz grauenhaft. Die habe ich nicht. Ich habe ihn nicht. Ich kann halt nicht mit diesem Wagen umgehen. Ich weiß nicht, was ich glaube, das ist normal. Achtung, Tor ist frei, Tor ist frei, Tor ist frei. Ich habe ihn. Ich hab ihn nicht! Oh! Oh. Schade. Stark. Ich lass ihn durch, knapp, ich lass aber ihn durch. Ich alle Mitspieler haben natürlich den gleichen mit Wagen. Rädern. Achtung! Ballert nach vorne! Tor ist von ist das Tor auch frei. Ja. Ich bin im Tor. Also wenn wir jetzt eine Heatmap hätten, könnten wir, glaube ich, auch ohne Heatmap sagen, der Ball ist sehr oft auf der Seite von Team Rocket Beans. Ich brauche Boost. Aber vielleicht kommt jetzt ein Konter. Vielleicht reicht auch nur ein Konter. Ich will auf den Ball gehen. Ja, mach. Ich geh zurück. Zurückziehen, auch wichtig. Versucht mal zu klären. Oh, der kommt gut. Oh, der war schön. Der war schön. Oh, schön. Stark. Sehr stark. Ich glaube, Chiara hat den verwandelt. Wirklich wunderschön. Chiara hat ja mit Valentin das eine Zeit lang gespielt. Da hat sie schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Valentin, der ja schon bei den Gewelschen Championships bewiesen hat, dass er das sehr, sehr gut kann. Also wir sehen hier zwar Hamburg-Walle, aber das ist nicht Walle. Das ist nicht der richtige Hamburg-Walle. Das ist nicht der echte Walle. Ich versuche ihn vielleicht zu mitteln. Oh, ich hab's verkackt. Weg, baller ihn einfach weg. Aber Chiara macht das schön, die geht da mit Ruhe ran. Mit Ruhe und Kontrolle. Ey, wieso komme ich denn hier nicht runter? Aber man respawnt natürlich direkt. Oh, auch gut. Ah, Alter, hat der noch verloren? Wer ist in mich reingefahren? Jetzt bomben sie sich alle weg. Jetzt ist nichts mehr mit Liebe gegenseitig. Bleibt um Tor. Ja. Hier bei Haus an Haus. Oh, der kam gut. Zu hoch. Ja, ist gefährlich. Oh, sorry. Ja, aber jetzt. Ist immer wichtig, so ein bisschen Mittelfeld auch zu bleiben. Team Rocket Beans kommt so langsam rein. Schön. Oh, ich verteile ihn. Oh, das haben wir gar nicht gesehen, ne? Aber wir sehen jetzt Wiederholung. Bonjour. Oh, wunderschön, da war ganz allein. Kam er von hinten angerast. So, dieses Ding am Anfang ist ja auch schon sehr stark. Da kann man nämlich auch direkt den Ball eigentlich verwandeln, wenn man da nicht aufpasst. Oh je. Ja, da kann sie einfach nicht ran. Das geht einfach nicht. Da kannst du auch, also wie willst du da auch reagieren? Da musst du direkt hoch. Ich fahr nicht. Ich geh. 3:1 für Team Bonjour. Oh, der kommt gut. Ich hab's Alter, gesagt. Ich hab's gesagt, direkt am Anfang verwandelt. Wie beim Tischfußball. Wow. Ich war also aber auch wirklich spannend. Ich bleib. Ja. Ich hab gar nicht recht, dass er kommt. Schau, kannst du ihn nehmen? Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Oh, guter Schuss. Der prallt ab. Der ist gefährlich, der ist heiß. Bonjour ist schon wieder bereit. Oh, ist das die Chance? Ich vorne am Ball. Okay, ich hab... Hier wird auch gegenseitig schon gerannt. Würde ich sehr interessant finden, wenn hier ein Team nicht reden dürfte. Ich wirklich, ich frage mich das die ganze Zeit. Das ist, glaube ich, grauenhaft, wenn du dich da nicht wirklich absprechen kannst. Eine Minute noch in dieser Runde. Wie gesagt, ich bin ein Best of Five. Ich glaube, das wird nicht lange halten, dass man sich... Der kommt gut. Der kam gut von Bonjour. Sehen die erfahren aus oder wirkt es nur so, weil sie... Ich hab ihn nicht. Wer geht außen? Ich hab... Ja. Mit B boostest du, dann fährst du schneller, ne? Gut. Also beim ich versuche an... Ja. Ich hab halt auch... Ja, das ist gut. Keine Kontrolle. Ich krieg den, glaube ich. Wir haben den. Shit. Oh Gott. Ich würde gerne sagen... Ja, Bonjour, nimmt die Taktik, einer bleibt im Tor. Das ist ja nicht verkehrt. Ich verkehrt. Wenn ich den jedes Mal hier rumfahre, letzte 30 Sekunden laufen. Ja. Scheiße. Ist der scheiß Ball. Oh Gott. Leute. What the fuck is that? Achtung ins Tor, wir müssen ins Tor. Ja. Also, wenn jetzt Team Bonjour gewinnt, ja, dann haben sie, glaube ich, einen Matchball.
mit dem nächsten Spiel. Wenn sie das nächste Spiel gewinnen, dann ist Haus an Haus 2021 vorbei. Das Team Rocket Beans müsste theoretisch jetzt nochmal gewinnen, damit das nächste Match bald denied wird. Alles klar, und hier hat Team Bonjour den ersten Punkt abgeholt. Wir spielen ein Best of Five, wie gesagt. Genau. Und das war der erste Punkt. Ein Spiel dauert 5 Minuten und deswegen starten wir direkt in das nächste. Wir starten direkt weiter. Vorne, da müsst ihr euch einfach absprechen. Geht gleich direkt weiter. Ich bin nur noch das war knapp, das war knapp. Es sind 2 Tore mehr, aber die kann man ja schnell wieder einholen. Ja, ist auch ein Aufwärmding vielleicht. Ja. Einfach. Ja. Okay, du stehst diagonal mit B, vorne. Ja, gesagt, gedrückt halten. Ich fahr nach rechts weg. Ja. Rechts oben und links oben seht ihr auch den aktuellen Punktestand in diesem Best of Five. Und ganz oben in der Mitte, wie es in der Runde ist. Genau. Im Moment ruhen sich Matteo und Simon aus. Scheiße. Oh Gott, jetzt springt er hier sonst um. Nach vorne, Baller rein. Oh, könnte ein Eigentor sein. Oh, ist er. Das war richtig knapp. Oh, stark. Oh, kommt jetzt ein Counter? Das war richtig knapp. Das war richtig knapp. Aber ich glaube, keiner hat den berührt, oder? Okay, ich glaube, alle sind dran vorbeigeflogen. Das war auch wirklich knapp. Aber jetzt wieder sammeln. Wieder sammeln, es geht direkt weiter. Oh, da kommt der Schuss. Kann er es werden. Er ist safe. Geht nach vorne. Geht einfach nach vorne. Bleib hinten. Okay. Schön nach vorne gespielt. Aus, schön. Ah. Okay. Bist du mittig? Ja, ich war. Oh, jetzt ist keiner am Tor. Jetzt ist keiner am Tor. Das Tor steht frei. Verwandeln die den direkt. Oh, die Night. Es ist, man wird auch hektisch, je näher der kommt. Sorry. Alles gut, alles gut. War ein guter Pass. Aber es passiert so oft, dass man irgendwie kurz davor steht und das Ding geht einfach nicht rein. Das Tor ist so groß und man kriegt das einfach nicht rein. Ja, also Panic Mode. Du machst eine falsche Bewegung und das war's. Ja. Oh, da kam auch scharf. Habt ihr den? Nee. Und? Keiner traut sich. Ja. Nein. Oh, alle spielen auch vorbei. Was jetzt? Oh, schön. Oh. Manchmal so kleine Berührungen, die da noch dazwischen waren, die schon das ganze Ding lenken. Noch 0-0. Ein paar Chancen. Immer noch 0-0. Die ersten 1,5 Minuten sind vorbei. Geh mal mit nach vorne. Ja, ich versuche ihn in die Mitte zu bringen. Ich hab ihn. Oh. Jo, Edu, bist du da? Oh, der kommt. Hey. Wenn deiner in der Mitte gewesen wäre. Tor ist frei, aber... Machen wir kurz einen Boost hinten. Sehr schön. Das heißt, jetzt sind wir da. Nach, okay. Ja, komm. Oh, und Bonjour geht nach vorne. Kommt sie noch rechtzeitig hin? Ja. Knapp 1-0 für Bonjour. Ja, noch 2 Minuten. Aber ihr macht das auch so mit der Defense. Ja, ich höre auch nichts mehr. Wie? Was? Ihr hört nichts mehr? Achso. Wir können kurz warten. Okay, alle stopp. Warten ganz kurz. Kurzer Stopp. Also soll ich es mal außen wieder anfangen? Nee, kurze technische Probleme. Okay, dann wir werden gerade gefixt. Okay. Perfekt, und weiter geht's. Ich hab ihn. Jo. Ich hol mal kurz einen Boost. Oh, schön. Also dürft ihr zusammen auf einen Haufen sein. Kennt ihr das Spiel? Ja. Also der... Edupay kennt das ein bisschen. Ich versuche ihn nicht zu bringen. Da sind ein paar gute Moves drauf, muss ich sagen. Er wartet auch schön da hinten, falls er da schräg kommt. Jetzt kannst du den Push durchkriegen. Ich versuche ihn nach vorne zu ballern nochmal. Jetzt kommt der direkte Schuss. Oh. Ja. Es sind manchmal so kleine Dinge, die den ganzen Ball da verändern. Teilt euch auf, Geht nicht alle auf einen Fleck. Schön. Schön. Hauptsache. Ja, ich versuche. Oh, geht zurück ins Strafraum. Oh, jetzt mache ich das. Ja. Oh, der kommt mittig. Nicht schlecht auch. Ich geh Richtung Tor. Der kommt hoch mittig vor allem. Kannst, jetzt muss man springen. Oh, der ist drin. Nee, der ist noch nicht drin. Drin. Der ist nicht drin. Der ist noch abwärts. Oh, stark. Oh mein Gott. Stark. Auf der Linie. Bis zur letzten Sekunde muss man da wirklich abwarten. Der Ball sagt denn. Nein. Nope. Bin auch da? Ich war. Es ist halt wirklich, du musst dann wirklich gerade hochboosten, dass du die hohen Bälle bekommst. Das ist super. Das finde ich mega schwierig, gerade an der Stelle, wo man sich einfach nicht hochboosten kann. No. Direkt vom Tor. Ich sammle kurz Boost. Bin sofort wieder da. Ich glaube doch, wenn du hoch springst und nach oben boostest, kannst du dann schön hoch, aber du musst halt auch noch Boost übrig haben. Ich sag das nicht mehr, ich in den Angriff gehe halt. Ja, das ist schwierig. Ich glaube auch, Chat, falls ihr das noch nicht gespielt habt, vielleicht sieht das leichter aus, als es ist, weil... Das ist richtig knapp. Boah. Fuck, schon wieder falsch. Ist vorbei?
Ich habe das Gefühl, die Aufteilung ist aber jetzt besser. Mit den Feldern kann man nämlich die Leute noch abwehren. Aber oh, da wurde zerstört. Ich hau auf den Ball. Krogi wurde zerstört. Oh. Oh, das hätte es werden können. Und jetzt? Oh, stark. Richtig von Bonjour. 2 zu 0. Was, Leon? Super wichtig in Rocket League. Ja, genau, aber ich habe leider nicht aufgepasst, wer genau. Aber guck mal, da hat er in der Mitte gewartet und hat ihn verwandelt. Dankeschön. Ich fahre links. Ich stehe weiter vorne. Jojo, ich meine, ich fahre nicht hin. Aber ich muss schon sagen, das ist auch gut. Einer ist im Ball. Ich habe ihn gerade vorgestellt. Ich bin im Tor, Okay. Ich nehme den Ball. Ich spricht sich gerade ab. Okay, lass im Mittelfeld bleiben. Ja. Treffen jeden Scheiß. Auf den Ball, auf den Pass versuchen. Such den zu clearen. Er könnte. Oh. Da wurde Krogi gelöscht. Gelöscht. Versuch den Ball in die Mitte zu kommen. You got deleted. Kommt. Hoch, ich weiß nicht. Okay, ich ja, das ist nämlich ganz gut, oder? Ihr könnt Angriff machen. Oh, wow. Oh, das Teamplay ist schon stark. Das wird schwierig für Team Rocket Beans, jetzt in 50 Sekunden drei Tore zu machen. Nee. Das glaube ich auch. Dabei, aber das war auch wirklich, also muss man sagen, da kamen sie alle beide geflogen. Okay, dann können wir ich fahre nicht hin. Ja, ich bin Mittelfeld. Ich bin im Tor. Aber auch wenn Bonjour diese Runde für sich entscheidet, ist das Spiel noch nicht vorbei. Du kannst dann gucken, du kannst losgehen. Das sind halt nur zwei Sätze von dreien. Ich versuche den zu kriegen. Okay, nee, Nasti hat einen Schuss. Ich bin im Tor. Komm auch ruhig raus, der im Tor ist. Oh nein, sorry. Oh, ich krieg nicht. Muss du nehmen. Tor raus? Ja, ja. Oh, und der hat da reingerollt. Scheiße. Jo, schön. Okay, ich komm zurück. Wer kann den hier schon dribbeln, den Ball? Bin aus dem Tor raus. Oh, er wartet da. Aber schön gewartet auf die Chance, dass er da vorbeirollt. Ich hoffe, dass der BTV das auch noch mitbekommt. Da kommt ein Ehrentreffer. Oh, verwandelt den noch. Nur fürs Gefühl. Ja. Ah, da ist er. Sehr schön. Fürs Gefühl, gut. 3 Sekunden. Nur für Nur für die Motivation. Was, Nasti? Ich hab den Ball gemacht. Ich wollte ja nicht noch. Oh, ein Tor. Nee, aber da stand Walle. Hat das ja, Walle hat zum letzten Mal den Ball berührt. 3 Sekunden. 3 Sekunden noch. Einen kann man maximal noch rausholen aus dem Start. Ja, ich glaube, das war's. Das war's. Ich glaube, das ist durch. Jetzt muss es in der Luft bleiben, dann hört das Spiel nicht auf. Ja. Theoretisch ja, da hat sie schon recht. Hat sie vollkommen recht. Ich weiß nicht. Also der zweite Punkt für Bonjour. Genau. Aber ich weiß nicht, was wir sonst auf die Schnelle verbessern sollen, weil die spielen einfach auch jetzt gut. Ja. Oder wir machen. Nicht nur in die Kommunikation. Oder wir gehen wirklich ins Tor, Basti und ich. Hä, was mache ich denn jetzt hier? Zurück. Einigungsbereit. Es ist ja. Nee, das wäre Quatsch. Also, aber es ist trotzdem wichtig. Wie gesagt, jemand im Mittelfeld noch haben. Stürmer, sag ich mal. Jemand im Mittelfeld erwartet, dass der Ball vorbeiläuft. Achso, ich muss ja wieder vorbeifahren. Ich würde fahren und der kann den zweiten nehmen sonst. Ich gehe dann noch hinten in den Boost rein. Okay, ich bin im Tor wieder. Ich bleib hier in der Mitte. Matchball für Team Bonjour. Scheiße. Wenn sie das hier gewinnt sie auch. Ich gehe in den Ball. Rocket League. Und wenn sie Rocket League gewonnen haben, haben sie in der nächsten Runde einen Matchball. Ich versuche das Tor abzudecken. Das heißt, es ist ein doppelter Matchball hier gerade. Wichtiges Spiel. Also, ich muss das nicht natürlich machen, aber ich habe ihn. Okay. Oh nein. Zu hoch. Ich bin mal ganz hinten im Tier. Das Mittelfeld, das ist wirklich stark, ey. Aber ich glaube, BTV setzt das jetzt genauso um. Sie haben sich das abgeguckt. Das ist nicht schlecht. Ich gehe zurück ins Tor. Ich bring ihn. Ich ball ihn einfach wie ein Geisteskranker weg. Ja, ey. Ist gut. Ja, Chiara macht sehr gute Calls. Ich bring ihn nach links. Ich nehme. Jojo. Oh, das wieder vorne. Oh, sorry. Die Nerven liegen blank auf jeden Fall. Ich bin im Tor. Na gut. Alter, ich geh zurück ins Tor. Du könntest ein bisschen Ah, schade. Ja, okay. Knapp du dafür. Okay, alles klar, ich bleibe im Tor. Ich bin hier in der Mitte. Oh, schön aneinander vorbeigespielt. Ja. Das ist die Jetzt könnte die Mitte kommen. Jetzt könnte die Mitte kommen. Ja. Kommt er rein? Kommt er rein? Er fliegt. Oh. Abgewehrt. Und aber dann kommt er. Nachschuss. Oh, stark. Oh. Das ist richtig gut. Krass, ey. Richtig gut von beiden Teams. Richtig stark. Ich schwitze auch schon langsam. Das ist wirklich spannend. Ich folge. Gehe den Ball, ich gehe den Ball. Okay, ich bleib zurück. Ich komm mit. Schöner Block. Das Spiel zu haben. Oh. Ja. Schön. Hab ihn abgebremst? Oh Gott. Scheiße. Der geht da rein. Der geht rein. Der war wirklich hammergeil. Sehr schön. Der war hammer nice. Boah, Edo, ey. 1 zu 0. So, Bonjour. Der war Killer. Ich bleib zurück. Ich geh. Ich fahr nicht. Ich dachte, Leon war. Shorty sagt gar nichts. Ich dachte, das warst du, Edo. Nee. Haben wir gar nicht vorgehalten. Oh, vor dem Tor. Oh,
das nicht auch reingekriegt haben. Das ist die Chance. Jetzt ist die Chance. Der kommt. Ja, schön. Ja, okay, das Tor war nicht frei. Ja. Die wollen auch nicht weg von ihrem Tor, ne? Er kommt jetzt, aber es ist ein Tief, leider. Kann so viel cleared werden. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab ihn, Schön abgewehrt von der BTV. Ich stürme die Scheiße. Ich bin auf dem Ball. Ich geh auf den Ball. Okay, ich hab ihn nicht mehr. Wenn du ihn kriegst, alles gut. Schön, hab den. Oh. Ich könnte. Deine Fehler könnten fatal sein. Bounce durch. Der ist zumindest erstmal ein bisschen weg. Schade, einer zurück, einer zurück. Ja, oh, das Tor ist frei. Jetzt steht niemand am Tor. Bringen ihn in die Mitte. Müssen die das direkt? Frei. Nee, könnten die nicht machen. So. Versuch ihn nach vorne wieder zu Bar, ohne. Da ist er. Ah, oh, scheiße. Guter Schuh. Schade. Versuch ihn zu nehmen. Er ist mir so ein bisschen zu oft in einem Spielfeld, ne? Ja, oh, da ist was. 2-0 für Team Bonja. Da ist es auch. Oje, oje. Das wird ein Doppelmatchball hier. Die beiden können einfach nicht mehr. Mach du. 2,5 Minuten noch. Also die erste Hälfte der Runde ist vorbei. Alles ist noch theoretisch drin. Ich sehe nix. Hallo. Scheiße. Das ist wirklich spannend. Oh Gott. Oh! Ja. Okay. Wie kam der denn da reingerollt? Chill, Leute. Chill. 3-0. Wie ist das passiert? Das ist zu viel Druck. Das ist zu viel Druck. Chill jetzt einfach. Denk keiner wird die Wiederholung sehen. Ja, aber. Ja, du bist ja auch heiß, ne? Du willst ja auch weitermachen. Ey, jetzt spiel so wie man will. Scheiß drauf. Okay, ja, die Taktik von der BTV ist keine Taktik. Ja, aber ich meine es jetzt einfach schon. Klar, aber. Ja, ich bin bei dir, aber ich hab jetzt keine Lust mehr. Also einfach nur von der Power. Ja, aber man kann es ja auch vollkommen verstehen. Dieser Mann ist jetzt schon mehr als 24 Stunden auf den Beinen. Er hat ja auch Team Bonja abgeholt. Hab ihn. Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Gerade bei diesem Spiel muss man sich unfassbar konzentrieren. Oh, wenn jetzt einer aus der Mitte da wäre. Ja, geil. Schön Sorge, passt. Und ja? Nein? Ach, sie haben natürlich einen Torwart, ne? Das darf man nicht vergessen. Die stehen da wirklich standhaft hinten drin. Scheiße. Wow. Und? Oh, wow. Schöner Sprung. Nee, schöner Sprung. Der kommt ultra. Oh! War alles noch unter Kontrolle. Wir haben noch 1,5 Minuten. Theoretisch immer noch alles drin. Aber den müsst ihr auf jeden Fall raus. Das ist nach meinem Tor. Den müsst ihr raus. Ja, da konnten sie nichts mehr machen. Ja, das war, glaube ich, ein Eigentor. Ich glaube, es war so ein bisschen beides, ne? Also, ja, aber dann der kleine Schub hat auch noch. Oh, schade. Aber das Ding ist eh durch. Ja. Hat das Lukas gewonnen? Ding ist eh durch. Naja, ihr habt noch 1,5 Minuten. 1,5 Minuten, aber seien wir doch mal ehrlich, das ist schwierig. Man versucht zwar die Moral noch ein bisschen hochzuhalten, aber hier kann man sagen, was man möchte. Es ist schwierig. Schwierig ist auf jeden Fall. Nicht unmöglich, aber. Nicht unmöglich, aber sehr, 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 sehr schwierig. Man darf aber den Anfangsball nicht unterschätzen, ne? Wenn man den echt ein paar Mal erwischt. Aber dazu muss es halt auch erstmal noch kommen. Wir haben noch eine Minute. Ich bin einfach. Ich habe das Timing nicht drauf, wenn der Ball runterkommt. Dass ich mit meinem kleinen Fahrzeug da perfekt stehe. Ich weiß es nicht, du bist das fragen wir uns alle. Oh, er kommt schön geflogen. Aber er kriegt die nicht. Ich hab leider keinen Boost. Ja, das sind so meine Momente. Immer auch so, eigentlich könnte ich den reinmachen. Ja, aber nee, 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 krieg ich nicht hin. Ich bin viel zu dumm dafür. auch bei Edo wird es langsam kritisch, denke ich. Edo ist voll im Modus. Also, wenn irgendwie der Ball in die Mitte kommt, wäre es nicht gar nicht. Schön. Das war doch für die Moral. Ja, komm, Ehrentreffer, der ist richtig gut. Für die Ehre, Mann. Die Ehre. Dass man nicht den Bierkasten unter Kicker. Jetzt verwandelt den am Anfang. Das ist wichtig. Okay. Einfach noch einen zweiten reinmachen. Das ist wichtig. Oh, fuck. Ja. Mag jemand von euch ins Tor? Ey, auch wenn man hier nicht gewinnt, man muss die Moral noch aufrechterhalten, weil es kommt ja noch ein Spiel. Wer geht von uns? Beziehungsweise es kommen 3 Spiele. Auch wenn Bonja das für sich entscheidet. Hinte, ne? Also das ist Haus an Haus noch nicht vorbei. Glaube ich keiner von uns. Nee, klar. Ja. Ich meine nur. Es ist noch nicht vorbei. Okay. Ich war recht. Kobe Rocket League ist definitiv vorbei für den Rocket Beans, aber Haus an Haus ist noch nicht vorbei. Es ist trotzdem noch ein Kopf an Kopf Rennen der beiden Teams. Das darf man nicht vergessen. Geil. Guck mal, da wird schon gegenseitig die Wut ausgerammt. Guck mal, das kann doch nicht sein. Der ist einfach gedeckt. In den letzten 10 Sekunden. Ja. Guck dir das an. Guck dir das an, wie ich da jetzt komme. Da komme ich, pass auf. Ja, den Ball kann ich noch fangen. Aber es sind die Klassiker. Ja, wir waren alle in dieser Situation. Wir waren da alle schon mal. Wir kennen das alle. Rausbekommen, wann du springen musst, ne? Ich war? Da brauchst du halt echt Erfahrung. Machen wir die Chiara-Taktik, lassen wir den Ball niemals auf den Boden kommen, dann kann er nicht. Der Boden ist Lava für den Ball. Der Boden ist Lava ab.
jetzt. Und er hat den Boden berührt. Alles klar? Ich habe irgendwie so viele Tore gemacht. Das war's. Team Bonjour hat das Spiel für sich entschieden. GG. GG. Und Team Bonjour. Mega geil. Rasiert. Schön rasiert haben sie. Ja, da kann man halt, das kann man nicht so schön reden, aber man kann auch sagen, es ist noch nicht vorbei. Leute, ihr kriegt die Punkte. Ihr kriegt jetzt die 21 Punkte. Ja, und dann können wir mal kurz ins Klassement sehen. Okay, gucken wir uns einmal die Gesamtpunktzahl an. Mhm. 136 für Team Bonjour, 78 für Team Rocket Beans. 142 Punkte sind benötigt. Das heißt, das nächste Spiel ist das Matchballspiel. Ist ein Matchballspiel. Mhm. Vergessen wir aber nicht die Credit Points, denn die gibt es natürlich auch dieses Mal wieder. 10 Credit Points für das Team Bonjour und 5 Credit Points für das Team RBTV, die sie dann gleich auch mal, wenn sie wieder zurück sind, in ihren Häusern sind, fleißig ausgeben können, weil ich glaube, da haben sich einige angesammelt mittlerweile. Genau. Die könnt ihr dann auch ausgeben und beim Schere, Stein, Papier-Spiel hat ja die Bonjour-Community gewonnen. Da könnt ihr natürlich auch noch gleich drehen. Das machen wir, glaube ich, auch als nachher, wenn ihr euch in euren Häusern eingefunden habt. Genau. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann zum nächsten Spiel. Genau, wir kommen gleich ins nächste Spiel. Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich glaube, bist du hier noch bei mir? Oder? Ach, ich sehe da schon jemand in den Startlöchern. Ich werde ich eingetauscht? Ja. Mhm. Hallo, bist du ready? Hi. Bist du ready? Alles klar, dann machen wir den Tausch doch jetzt gleich, oder? Machen wir den in der Werbeunterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, ciao. Tschüss. Haus an Haus 2021 und wir sind mittlerweile in der Matchball-Runde angekommen und Nils ist auch wieder da. Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, lieber Wirt. Ich freue mich sehr, zurück zu sein. Jetzt, wo es heiß hergeht, wo es um alles geht, jetzt muss man da sein. Ja, es ist so viel passiert, so einiges. Wir haben gesehen, wie Krogi halt einfach wie eine Maschine alleine Ring Fit gespielt hat. Es wurde Torte gegessen, es wurde Kaffee getrunken, also es ist so viel passiert, ganz im Ernst. Ich muss auch sagen, ich habe einen Teil nicht mitbekommen, aber gerade nochmal hier durchgeklickt und hier durch die Regie bekommen, das ist verrückt. Es war ja auch so, dass alles auch sehr knapp war bis zu einem bestimmten Punkt. Und jetzt ist Team Bonjour so weit, dass sie sagen können, hey, das letzte Spiel ist dieses Spiel hier. Mhm. Und was das letzte Spiel sein kann, gucken wir jetzt hier. Na, reif für die Insel? Hoffentlich noch nicht, denn vor dem Sieg liegt noch ein wenig Arbeit. Zumindest die findet aber auf einer Insel statt. Auf Shadow Moses Island muss der knurrige Terroristenschreck Solid Snake mal eben einen atomaren Anschlag verhindern. Und Geiseln wollen auch noch gerettet werden. Puh, naja, irgendwer muss es ja machen. Doch welches Team schleicht souveräner? Finden wir es heraus. Metal Gear Solid. Ein Klassiker für die PlayStation 1, 1998 erschienen. Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass Simon Kretschmer ein sehr großer Metal Gear Solid-Fan ist und auch den ersten Teil, glaube ich, sehr, sehr viel gespielt hat, sodass er tatsächlich in diesem Spiel, was überraschend kommt, für mich... Oh, sein Gesicht sagt doch was anderes. Was? Nein. Hat er mich gehört? Ja, natürlich habe ich dich gehört. Ja, aber was war denn an diesem... Ich habe das vor 25 Jahren einmal durchgespielt. Ja, das einmal, ist sehr, sehr viel. Aber du hast mir so oft erzählt, wie toll Metal Gear Solid der 1 zweite. Ist... Der zweite, Nils. Der zweite ist richtig geil. Der erste ist auch gut, aber der zweite ist bahnbrechend. So, aber dann sage ich ja zumindest nicht völlig verkehrt. Du hast es zumindest gespielt und findest die Reihe ja auch sehr gut. Kennst du? Ja, stimmt, ja. Und bei Team Bonjour, wie sieht's bei euch aus? Haus 11? Kennt jemand von euch die Reihe? Edo. Edo kennt die Reihe. Ich hab's vor 25 Jahren genau so einmal durchgespielt. Und gespeedrunnt. Der ist dann gleiches Match, sagen wir mal. Jo. Also auch gespeedrunnt. Keine Ahnung mehr. Ich weiß, dass am Anfang Schnee ist. Schnee, das ist gut. Das ist schon mal gut. Ja. Das ist perfekt. Ich habe seitdem viel Bier getrunken. Stellt euch einfach vor, es wäre Pac-Man. Dann kommt ihr da ganz gut durch. Das ist ein guter Tipp. Aber wenn wir jetzt fast das letzte Spiel haben, ja, können wir noch Credits ausgeben? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Das wäre die nächste Frage gewesen. Wie viele Credits haben wir noch? Das könnte unsere Regie mal kurz einblenden. Was wollen wir denn noch? Was wollt ihr denn kaufen? Ein paar Klamotten. Haben wir noch 20? Haben wir noch 20 Credits? 20 Credits habt ihr. Ey, wir würden gerne Team Bonjour eine Minions-Torte kaufen. Können wir bitte einmal die Minions-Torte bitte für die Bonjour? Sie sollen sich schön fett fressen. Ey, Cory, haben wir die? Wollen wir einen Deal machen? Hey, wir teilen die einfach miteinander.
Aber wir haben noch Spiele. Ja, aber ihr müsst erst alles essen. Und dann teilen wir die. Lass uns mal Vorschlag benutzen. Ich meine das ernst, ja? Die haben wir jetzt ausgegeben für Team Bondra, ja? Warte mal, wo sind die denn? Okay. Also, lieber Krogi. Ja. Jetzt kann ich es ja sagen. Ja. Diese ganze Sendung wurde nur konzeptioniert mit dem Ziel herauszufinden, ob du eine Maschine bist. Ja. Und die Sendung wird auch verlängert, bis sich rausstellt, ob du entweder menschlich oder maschinenlich bist. Geil. Und alle anderen Teilnehmer sind eingeweiht. Und die Abwehr brauchen wahrscheinlich gleich auch. Also, du kommst ja auch nicht vorher raus. Kommt gleich Linda de Mol? Ja. Linda de Mol kommt gleich, genau. Die ist nämlich auch ein Cyborg, was? Oh, ja, exakt. Was, ist die Traumhochzeit? Ja. Oh, genau. Ah, nee, Mareka, die Mareka Amado, die meine ich von der Playback-Show. Sorry, vertan. Kurze Frage an euch. Ja. Gab es noch ein offenes Glücksrad? Ja. Ja, gab es auch noch. Genau. Das kommt natürlich auch alles, das aber wir wollen ja erstmal gucken, ob ihr was ausgibt, bevor danach. Nee, ich würde ja sagen, erstmal das Glücksrad drehen, weil wenn die jetzt irgendwas kaufen, dann ist das ja schon auf dem Glücksrad drauf. Okay, dann drehen wir doch erstmal am Glücksrad, oder? Boah, Alter, das ist richtig viel mittlerweile. Ja, 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 ja. Jetzt nochmal. Ach nee, Bondra darf klauen. Ja, ja, Bondra darf was klauen. Nimmt unseren was Sack. Wir? Eine Karte. Sitzsack. Oh. Ja, nee, könnt ihr behalten. Könnt ihr behalten? Ja. Behaltet den bitte. Haben wir noch Credits? Nein, habt ihr leider nicht. Wir können euch gerne einen Sitzsack kaufen. Wir kaufen den Rocket Beans einen Sitzsack von unseren Credits. Nee, nee, also. Ja, wir wollen aber Karten spielen. Ja, spielt mal Karten. Also, das erinnert mich gerade an die Szene aus meiner Kindheit, als ich einmal Heiligabend zwei Weihnachtsmänner vor der Tür getroffen haben und sich gegenseitig mit Gutmütigkeit erschlagen haben. Im Prinzip haben sie ihre Säcke mit Geschenken genommen und sie dem anderen über den Schädel geschlagen. So ein bisschen ist die Stimmung gerade da draußen. Sie wollen sich mit Geschenken hier gegenseitig, aber die sind, glaube ich, auch alle schon ein bisschen wahnsinnig. Ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Chiara nicht. Was? Was passiert? Was passiert? Bin ich wach? Team Bondra, wollt ihr eigentlich auch noch Credits ausgeben? Also ich weiß, ihr wollt gleich eine Karte auslegen, aber wie sieht es mit Credits aus? Auch. Wollt ihr einkaufen? Also, kauft wie viel erstmal. Haben wir nochmal? 55. Können wir eine Pizza bitte? Haben Sie ja gerade wieder Hunger? Pizza können wir machen. Willst, hol alles, was ich will. Ich Gib das Geld aus. Ja, das aus. Ja. Also wir werden auf jeden Fall eine Pizza nehmen. Okay, wir haben Salami, Mozzarella, vier Käse, vegan mit Gemüse. Mir ist egal. Ja, komm, nimm Käse. Aber ja, dann nehmen wir die vier Käse-Pizza auf jeden Fall. Vier Käse, das. Das sind einmal 15 Credits. Dann kriegst du meinen. Ja, aber ich kann sagen, Krogi, du hast Bier, doch Rücken, ne? Ey, dann du musst doch nicht immer... Ja, ja, aber mir ist dann, das scheißegal. Nee, hier, nochmal. Dann hätten wir bitte noch einmal ein Sixpack Bier, bitte. Danke. Oh, okay. Schon mal vielleicht als Vorbereitung für was auch immer noch kommen wird, vielleicht? Nein, ich glaube, Edo hat das Spiel betroffen. Durchgespielt und er versucht es zu reproduzieren, indem er sich jetzt wieder mit dir zuhört. Natürlich. Clever. Ja, ja, das ist smart. Dann haben wir noch 10. Hoodies brauchen wir jetzt. Du hast jetzt schon an. 25 habt ihr noch? Was wollen wir noch für 10 Credits haben? Ja, die kriegen wir ja. 25 Punkte habt ihr. Oder wir kaufen. Oder wir können es einfach nicht machen, oder? Ich glaube. Warum kriegen wir die denn jetzt? Ey, ist ein Geschenk. Das ist eine Minion-Torte geschenkt. Wie geil ist das denn? Wie seid ihr denn? Die sieht richtig lecker aus. Was für 10 Credits haben? Dann kaufen wir denen auch Ja. Komm, wir kaufen denen noch ein Sixer Bier. Ja, klar. Die können wir uns nicht leisten. Können wir nicht leisten. Doch, könnt ihr. Eine Heizung. Wir kaufen euch eine Heizung. Wir kaufen ihnen eine Heizung. Alles klar, nehmen wir. Ihr habt 25 Credits, Leute. 25 haben wir noch? Ja. Ja, dann hätten wir ja doch ein Bier. Und eine Heizung. Sixer und eine Heizung. Dann kriegt ihr eine Heizung und ein Sixer Bier, um das aufzuwärmen. Ey, ihr wisst, was ihr da macht, ne? Heißes Bier. Wenn es zu hot ist, das ist schlimm. Lasst es euch schmecken. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, die tun ja beinahe schon so, als wenn die Sendung gleich vorbei wäre. Wir haben jetzt Metal Gear Solid. Ich sag ganz ehrlich, ich weiß, Simon ist auch ein bescheidener Typ, aber ich glaube, dass er hat eine gute Chance bei Metal Gear Solid. Und dann haben wir noch zwei Spiele und es kann natürlich sein, dass Rocket Beans ja nochmal zurückkommt. Und wenn wir die drei Spiele ausspielen, dann sind die Kandidaten ja noch eine Weile. Ich hoffe sehr, dass jetzt nicht der Wunsch, nach Hause zu gehen, Schirmherr für die Motivation im nächsten Spiel ist, sodass die hier auch trotzdem weiterhin Vollgas geben. Ja, die bleiben hier. Ne? Die wohnen hier, die sind also? Jetzt im Winter. Leon, sieht wundervoll aus. Ja. Sieht aus. Ein bisschen wie Dexter oder so, ne? Also das Vergnügen. Das Grinsen noch dazu, das ist schon ein bisschen creepy. Das hatte, aber es gefällt mir. Psycho!
Gut, also, wie sieht's denn aus? Ist eigentlich alles soweit technisch vorbereitet? Könnten die Häuser also quasi gleich losspielen? Ja, ne? Die sind, glaube ich, soweit fertig. Dann ziehen wir jetzt nochmal die nächste Community-Interaktion. Mhm. Die nächste Community-Aktion, da gibt es eine Karte, die man noch gewinnen kann. Oh. Karte? Click Battle wird jetzt von der Community gespielt, also während Haus an Haus Metal Gear Solid 1 spielt. Der Clickbattle läuft jetzt und in der Zwischenzeit können wir nochmal fragen. Noch die Karte spielen, genau, da wollten wir euch nochmal fragen, wie sieht es mit den Karten aus? Ja. Wir würden gerne die Don't Talk auf jeden Fall setzen. Das heißt, ihr dürft 15 Minuten leider nicht miteinander reden. Bei Verstoß mit euch reden? Wird quasi das Glücksrad nochmal gedreht. Okay, machen wir. Wir spielen die Aktionskarte Freeze. Aber ich darf mit mir selbst reden, oder? Mich ärgern oder meckern. Das darf ich. Das darf ich gar nicht. Okay, Simon hat eine Frage. Also darf ich mit mir selbst reden? Natürlich, das ist okay. Also ich darf den Mund aufmachen. Darf ich dann auch mit mir selbst reden? Das ist gut. Ja, danke. Wir reden alle mit uns selber. Nee, warte mal. So gut. Simon, das ist smart. Okay. Also, Wo geht's da nur lang? Don't Talk wird gespielt, also Simon darf 15 Minuten, beziehungsweise ihr im Team aus 15 dürft 15 Minuten nicht reden. Das ist die schlimmste Strafe für mich. Nur Selbstgespräche anscheinend. Und Rocket Beans, was wollt ihr einsetzen? Du, ey, ganz ehrlich, wir spielen die einzige Karte, die wir noch haben. Und die nennt sich Freeze. Ja, müssen wir. Und das bedeutet, dass sie natürlich bei ihrem Speedrun etwas später anfangen dürfen. Und dann spielen wir die Karte Zerstörung. Genau, wir spielen auch unsere letzte Karte, weil sonst gibt's keine. Ich wurde denied. Spielen, ist das erlaubt? Ja, ist das erlaubt? Ja, das ist natürlich erlaubt. Ciao. Schade. Ja, die gewonnen, so Zaron. Nice try. Gut gespielt. Ein Stück Kuchen? Gut abgewehrt, Leute. Die Karte ist los. 4 Stunden für unser Schlafkontingent. Nee. Gut. Ein Stück auch. Dann würde ich vorschlagen, trödel nicht so lang. Wie gesagt, der Abend könnte auch noch länger werden. Oh, wir sehen hier die Reihe, bereits Haus 11 hat auch dieses Klicker-Duell. Ich muss eine letzte Frage stellen, bevor ich den Mund halte. Ja. Gebt ihr uns ein Zeichen, wann wir wieder reden dürfen? Ja, natürlich. Alles klar, danke. Ja, das machen wir selbstverständlich. Gut. Wir sind ready. Ihr Lieben, dieses Spiel, was jetzt folgt, ist ein Matchball-Spiel. Wenn Bonjour dieses Match gewinnt, tja, dann holen sie den Haus-an-Haus-Pokal, den Hausmeistertitel mit zur Bonjour-Hauptzentrale, die in einem alten, umgebauten Hühnerschuppen ganz weit abseits irgendwo auf einer ehemaligen Müllhalde bei Neustrelitz beheimatet ist. Was? Und ich glaube, das waren die Informationen, die ich hatte über Bonjour. Ja, ich habe so ähnliche Informationen gehabt. Also, liegt gar nicht so verkehrt, lass mich nur mal gucken. Stimmt. Ja. Okay, genau. Cool. Teams sind bereit, dann würde ich doch vorschlagen, Top, die Wette gilt. Schwierigkeit. Normal. 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 Okay. Normal. Und wir haben beides entkommen, ja? Sollen wir schon wählen? Okay. Sollen wir schon wählen? Sollen wir schon auswählen? Ja, mach schon Start. Start. Viel Glück. Los, let's go. Viel Glück, viel Spaß. Okay, und wir haben natürlich jetzt auch einen Timer, der uns anzeigt, wie lange Team Simon nicht miteinander sprechen darf. Genau. Und wenn er redet, dann kriegt Team Bonjour einen Dreher für das Glücksrad. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass man, also es gibt zwei Möglichkeiten zu diesem Zeitpunkt des Formats. Entweder man hat gar keinen Bock mehr zu reden, oder man kann es nicht mehr kontrollieren, ob man redet. Das stimmt. Manchmal weiß man halt gar nicht, ob man gerade redet oder überhaupt wach ist. Ich glaube, der Körper macht Sachen mit einem. Die kriegt man gar nicht mehr bewusst mit. Elo geht ins Wasser. Don't talk, du verkackst schon. Echt? Weiß ich nicht. Weil Simon darf ja auch reden. Simon darf ja reden. Solange keine Antwort. Ja, also wer das Spiel noch nicht kennt, man sieht natürlich hier diesen Radius, das sind die Feinde und die dürfen man nicht ersehen. Wenn sie einen sehen oder wenn sie einen erspähen, dann wird das, glaube ich, so rot, ne? Genau. Der Radius und man muss dann halt so zwischen diesen Containern einen Weg finden an den Wachen vorbei. Wir sehen jetzt hier auch nochmal die Siegbedingungen. Ja, was muss man eigentlich machen? Ja, man muss entweder gewinnt den ersten Kampf gegen Revolver Ocelot. Oder
fokussiert euch auf die Hauptstory, aber findet Waffen und Gadgets. Mhm. Aber natürlich ist der erste Bosskampf gegen Revolver Ocelot das Wichtigste, ne? Ja. Ich finde auch diesen Namen Revolver Ocelot ganz fantastisch. Das ist fantastisch, oder? Ich finde es auch super, dass sie alle verschiedene Tiere haben. Also die ganzen Gegner hier waren es ja noch. Vulcan, Raven, Psycho, Mantis, Sniper, Wolf. Aber wir fokussieren uns hier auf den allerersten Boss. Gucken. Ja, auch nichts. Nee, dann muss ich einfach warten. Ja. Komm! Liebe Kandidaten, ja. Hier ist euer großer Bruder. Noch einmal die Informationen zu euren Spielzielen. Ihr müsst natürlich die größte Gefahr der Menschheit, Revolver Ocelot, ausschalten. Okay, also erster Boss. Richtig. Okay. Ungefähr, wie du zu dem Entschuldigung, ich versuche gerade, ich habe die Ego-Perspektive wieder rauszuhalten. Ich habe ein Selbstgespräch. Oh, meint er jetzt im Spiel, oder? Die raus. Alles super, aber ich krieg die Ego nicht raus. Ja, die sind beide jetzt halt auch. Der Chat könnte es zeigen, glaube ich, als Selbstgespräch. Ich werde entdeckt, ich werde sie nicht bewegen kann. Kannst du wegrennen? Ah, ich drücke die falsche Taste die ganze Zeit. Du kannst ne. Okay. Also Simon hat ja vorhin gesagt, spielt das Spiel wie Pac-Man und das macht er auch. Er guckt die ganze Zeit auf die Minimap und achtet darauf, wie der Sichtkegel der Gegner ist und bewegt sich dann dementsprechend in die Richtung, wo sie dann nicht hinschauen. Jetzt müssen wir, lieber Simon, ich erzähl dir das, du bist ja sicher. Reden die anderen miteinander? Du musst jetzt bei dem Helikopter oben drüber, wahrscheinlich dran vorbei und oben. Es gibt nämlich einen langen Weg und einen kurzen. Und ich wette, die kurzen nehmen den langen Weg. Einen Sitzsack nehmen wir den zurückgegeben. In meinem Selbstgespräch frage ich mich gerade, ob die Straße. Ja, ihr Lieben, wir haben natürlich jetzt das Glücksrad, weil diese Karte Don't Talk nicht lange gehalten hat. Aber ich sag dir zu diesem Zeitpunkt, und es ist die Minions-Torte, die sie sowieso schon gerade essen, genüsslich, Shorty gerade mit einem ungläubigen Blick. Ja, es ist die Torte, die du gerade schon isst. Von daher haben sie eigentlich das Richtige gemacht, denn jetzt haben sie die Karte aus dem Spiel genommen und haben keine Strafe dafür erhalten. Aber die kommen bald zurück. Spiel einfach im Fahrstuhl. Nix. Alles ganz gut. RBTV. Ich nehm das in Kauf. Da müssen wir rein. Hat Shorty jetzt ganz alleine die Torte aufgegessen? Das Problem ist, dass der Typ. Warum nicht? Hätte ich halt ihnen zugetraut, aber Respekt. Wie kann man sich hin? So, ne? Okay. Ich glaube, sie hat Schluck auf auch bekommen von der. Ja. Da sind ja auch so kleine Minions mit drin, ne? Ach so. Ah, deswegen Minions-Torte. Ja. Oh. I don't give a fuck! Edo ist immer noch ganz am Anfang. Das Problem ist, ich komme da nicht vor. Okay, egal. So sneaky. Aber guck mal, Simon erfüllt hier wirklich die von mir in ihn gesetzten Erwartungen in Gänze. Und ich glaube auch, so müde er auch ist, so sehr er auch nach Hause will, ich glaube, dass dieses Spiel genau richtig ist, um seinen Ehrgeiz nochmal zu wecken. Nochmal, oh shit. Vielleicht ertrinke ich jetzt. Weil das ist auch ein persönliches Ding. Ich weiß, dass er das mag. Dieses Spiel, diese Spielereihe zumindest. Und dann ist Rocket Beans wieder Reichweite. Ja, ich muss sagen, ich mag die Reihe auch, aber der erste Teil ist bei mir nicht so lange in Erinnerung geblieben. Also ich habe eher mehr den dritten Teil gespielt. Ey, scheißegal. Ich habe so keine Ahnung, ob ich richtig krabbel. Ich höre Chiara. Was? Wir hören euch. Ja. Was ist das Problem? Ich weiß nicht, warum hören wir euch? Haus RBTV, ihr könnt wieder talken, weil ihr die Challenge ja leider verloren habt. Wir haben es schon geschafft. Ihr habt es geschafft, ja. Okay. Aber es läuft schlecht. Revolver Ocelot, nein! Keine Chance! Hat sich gelohnt. Wir haben ihn fast! Ja. Die Einzelnen sind ja Quatsch übrigens, danke dafür. Alles vergessen, ey. Wenn jetzt ein Team relativ zügig Revolver Ocelot legt, wird dann weitergespielt? Nein. Dann ist es vorbei? Dann ist es vorbei. Dann ist es alles bei Speedrun hier vorbei. Ich weiß nicht, du bist jetzt ein Speedrunner. Ja, das ist nicht. Sehr gut. Tipp. Ja, Mann. Noch einen Moment, ne? Schrieben Sie mal, du bist richtig. Könnt ihr uns sagen, ob wir richtig sind irgendwo? Merken die niemals. Edo, bist du richtig? Ich bin komplett falsch. Wir sind halt dumm. Können die nicht wissen. Jo, hör auf zu reden, ich muss laufen. Ich bin jetzt Speedrunner. Also, gar nicht so einfach jetzt hier den Schalter auf dem. Jetzt hat er. Oh, wieder weg. Du sollst nur laufen, wenn ich dir sage. Oh, das macht mich schon vom Zugucken ganz wahnsinnig. Jetzt sieht ihn der Maskenmann. Die Wache sieht ihn nicht. Sind alle mega kurzsichtig. Dieses System macht mich wirklich wahnsinnig und ich bin nicht mehr am Joypad. Kreis zum Bestätigen, sagen Sie. Bloodborne 7.0. Ah ja, TikTok Go, das ist ein Problem, wenn japanische Spiele nach Europa gebracht werden. Ja. In Japan ist das Bestätigen ja öfters
Kreis ein Symbol. Okay. Und X ist Deny. Und im Westen bestätigen wir Sachen mit X und Kreis ist zurück. Ja. Ja, das ist soweit. Und bei einigen Spielen wird das dann halt nicht übernommen. Oder so wie im Westen angepasst, weshalb dann solche Sachen passieren. Oh, da war eine Falltür, hast du gesehen? Ja. Gefährlich. Wer weiß, wo es da hinabgeht, ne? Vielleicht direkt zu Revolver Ocelot. Abkürzung. Shortcut. Ja, er hat jetzt schon mal die Waffe eingesammelt. Er hat die Pistole vergessen. Er hat die Pistole vergessen, mitgeschrieben. Er hat die Pistole vergessen. Denk mal, Simon? Wer, ich? Ja. Oh, mein Simon ist schon viel weiter als ich. Da. Aber man weiß nicht, ob wir von dir reden. Er hat die Pistole. Man weiß es nicht. Die anderen sehen das ja auch. Okay. Und jetzt wird's tricky. Er muss jetzt eigentlich Sprengstoff suchen, um eine bestimmte Wand zu öffnen. Shit. Stimmt. Dann sag ich's ja. Anderes Stockwerk kann das sein? Nee, ne? Doch, das kann schon sein. Ist nicht eine neue Tür? Achso, das sind alles neue Türen. Mhm. Ja, das sieht auch alles gleich aus, ne? Ja. Alles diese Schlafräume oder was sind das für Räume? Ja, das Lagerräume. Sind das Lagerräume? Ja. Chat, wie geht's weiter? Ja. Das sind halt diese Wände. Um die Wand zu öffnen. Und er braucht halt Sprengstoff. Er muss dann halt klopfen, um herauszufinden, welche Tür, welche Wand ein bisschen hohl klingt. Okay, ich bin hier falsch, glaube ich. Und dann kann er die sprengen. Ah. Hoch, B1. Ach, Chat, Mika. Was war das? Tür aufgegangen? Ja, da war er wohl falsch auf der Etage. Dann fahre ich halt nochmal nach oben. Okay, da kommt schwer der nächste Sturmhauben tragende Wächter. Die haben den verarscht. Das liegt bestimmt hier irgendwo in der Anlage rum. Die wollten das da drauf. Jetzt darfst du echt mal hinlegen. Weil im Spiel ist es ja so, hast du ja gesehen, es gibt ja diese Codec-Gespräche. Ja. Und da gibt es verschiedene Charaktere, die verraten einen auch, wo man hin muss, was man machen soll. Ist beim Speedrun natürlich jetzt so eine Sache. Du kannst dir jetzt nicht alle Unterhaltungen durchlesen, anschauen, anhören. Nein, die Zeit haben wir hier nicht. Das haben wir nicht. Zum Beispiel der Colonel, der sagt es meistens. Die größten Verbrecher der Welt zu töten. Warum bist du drin, rufen dich alle an, so mit so einem lauten Ton. Na? Es ist die letzten Meter. Schlüsselkarte U1. Ah, zurück in die Kanalisation. Oh, da ist zu. Ja, da muss man erstmal wieder umdrehen. Wie hat der sich denn da jetzt eigentlich umgedreht in diesem Schacht? Das ist eine gute Frage. Das notiert sich auf jeden Fall. Einfach mal zu tun. Hoch die Treppe. Auch können wir auch Chat-Tipps bekommen. Leiterhof. Da rechts. Wer nicht im Chat hilft im Chat. Doch, aber ich glaube, die hören nur die anderen, deswegen schreibt der Chat nur für Simon gerade. Oder sehen nur Simon gerade. Ist natürlich sehr schwierig, ne? Es sind beide Communities im Chat, die sie alle sehen. Ja. Warum werden wir nicht geguided? Das heißt, man weiß halt nicht, wer wem gerade hilft. Das ist genau das Ding. Da ist jetzt zu diesem Zeitpunkt des Spiels eigentlich kein Verlass mehr auf die Aussagen, die dort im Chat getätigt werden. Es gibt überall Spione. Es gibt im Grunde so viel Spione, dass man die Spionen jagt. Auch es macht gar keinen Sinn mehr. Der Kampf ist verloren. Jeder Zweite kann ein Spion sein. Ah, genau. Die Frage ist eher, wer ist kein Spion? Ja. Kann ja niemanden trauen. Okay, wir wollen auch so Tipps wie Simon. Was ist das nächste? Was ist das nächste Ziel, wo wir hin müssen? Also wer glitscht? Leiter hoch. Haben wir denn ein klares Ziel noch einfach nur? Ja, wir sollen Oktopus töten. Also storytechnisch müssen wir erst den Dama-Chief retten und dann gibt der uns die neue Mission und dann kommt der Endgegner, also später dann der erste Endgegner. Aber du kannst es nicht, außer bei dem Speedrun vielleicht. Da ist er doch. Speichern? Junge! Ey, Alter! Der labert mir einen Podcast aufs Ohr! Während ich hier in feindlichem Gebiet bin. Ja, aber vor allem zu ganz unpassenden Situationen. Was ist denn hier jetzt los? Oh, was ist denn da nichts? Ich bin doch in der Nähe! Wirklich? Ja, ich glaube, ich muss nochmal zurück oder woanders lang. Hier hat er auch sogar da, ne? Mit der Level 1 Kette von Chief. Ich gebe ehrlich zu, ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert, wo die sind. Für mich sieht das alles gleich aus. Ich sehe dunkle Schächte, ich sehe Lagerräume, Lagerhallen. Ich glaube, die erzählen dir gerade schon Sachen für später. Wächter. Dapa Chief, den habe ich ja noch hinten. Da ist eine Kamera hinten dran. Ja, eigentlich ist Simon auf der Suche nach Sprengstoff. Geil wäre, Chat, wenn ihr uns wirklich helfen will, der macht mal irgendwie vorher RBTV Doppelpunkt. Dass ihr wisst, es direkt. Naja, ob sich jetzt die Spione davon überlisten lassen, dass sie nicht RBTV Doppelpunkt vorschreiben. Ja. Jetzt Simon da im das funktioniert, Leute. In einem Gefängnis. Und das ist gestorben, der Dapa Chief. Oh nein. Das ist gut. Bonder Doppelpunkt und dann. Ja, macht mal Bonder Doppelpunkt. Ihr müsst zum Fahrstuhl nach B1. Ja, vorsichtig vor Spion und dann Bett vielleicht. Ihr müsst zurück in den Raum, in der.
an der Wand ein X drin. Ah, unter Bett versteckt. Haben die Sprengstoff zu platzieren oder was? Genau, geht jetzt die Tür auf oder? Nein. Okay. Da waren wir anscheinend schon gerade, oder, Chat? Soll da einer kommen? Herr BTV Schnee, aber du hast immer hin. Ja, okay. Simon ist jetzt in die sogenannte. Ah, doch nicht. Und jetzt? Zurück. Jetzt kommt er bestimmt denken, oh, irgendwas mit zurück. Komisch, dass du nicht im Bett schläfst. Welchen Raum war das, wo wir sprengen müssen? Auf B2? Wir müssten noch weiter. Jetzt kommt die Cutscene, trifft auf Meryl. Jetzt müsst ihr eigentlich mit da auf die schießen. Oh, das macht er gut, aber er kriegt einen mit. Geht down, steht nochmal auf, macht einfach die Salve. Das hat er gut gemacht. Stark, gefährlich. Ich hab vergessen, wo man sprengen muss. Oh, komm, noch mehr. Ja. Schießt. Meryl schießt jetzt mit die auf die. Sehr gut. Da im Hintergrund liegt der Johnny. Johnny ist K.O. aber nur. Das ist Johnny ist K.O. anhand der Sterne. Mhm. Auch finde ich auch interessant, das ist eine zensierte Version. Normalerweise liegt er da komplett nackt mit einem verpixelten Hintern. Ah. Und jetzt hat er eine Unterbuchs an. Ja, jetzt hat er eine Unterbuchs. Eine verpixelte Unterbuchs. Oh, ich hab ein bisschen Fahrstuhl auf meinem Mensch. Ja, ja. Das kommt noch. Ja, sehr gut. Dein Gehirn, meine Wandfarbe. Nee, ihr sollt nicht Bondra-Doppelpunkt machen für Bondra, nur Erdbeer-Doppelpunkt. Für Bondra sollt ihr das nicht machen. Aber die schreiben nur den Ring in den Feuerwerf. Habt ihr das gesehen, wie unfair das war? Ah, ja, hinter euch ein Dreikampf gab. Ja, ja, Pokémon. Oh, Simon muss aufpassen. Du kämpfst wie eine Kuh. Nochmal runter. Gute ist aber. Ach, Meryl schießt aber mit. Ja, Meryl ist echt ein toller Freund. Ja, das ist das Tryharden, was ich vom Chat immer gewünscht habe. Alarm vorbei, Cutscene. Kann der Chat mal bitte ein bisschen feiern, wie gut ich das hier gerade mache? Oh, da, was war das für eine komische... Das war eine Cutscene, fiese Folter-Szene. Da hatten wir auch schon Revolver Ocelot gesehen, den alten Mann. Weiß ich nicht, mach alle 3 Sekunden wollen sie speichern. Das heißt, wir müssen erstmal den Sprengstoff jetzt suchen, oder? Ja. Okay. So, jetzt habe ich halt keine Ahnung, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder hoch. Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt überfragt. Aber Simon macht es gut. Wir haben Code Red. Kannst du nicht erschießen? Okay, und jetzt wieder runter, ne? Ja, Edo ist draufgegangen. Oh, Edo ist ganz tot. Ist Game Over. Muss jetzt komplett von neuem anfangen. Das ist natürlich jetzt gut. Er hat ja einen Speicherstand. Ich hoffe, er hat einen Speicherstand angelegt. Also, ja, sehr gut. Hat er gemacht. Clever. Also hier ist irgendwo eine Warnung. Die musst du aufsprengen, das stimmt. Aber hat er Sprengstoff? Müssen die Karte nutzen, glaube ich. Hat er den Sprengstoff? Wir haben Granaten. So. Genau, siehst du die Wand? Ja, da ist so ein Riss dran auch, ne? Nee, du hast die Karte wohl. Chat, müssen wir wieder. Mit der Karte musst du jetzt noch Sprengstoff holen. Ah, okay. Du musst hier mal speichern, sagen wir. Das ist wohl wichtig jetzt, um zu speichern. Irgendwo ist hier eine Tür. Da war doch so. Ich hab doch schon gespeichert. Chat, du hast einmal so gespeichert. Das hast du geballert, oder? Ich hab wirklich eben gespeichert. Aber ich speichere auch gerne nochmal. Das frisst ja jedes Mal Zeit auch. Müssen wir hoch, müssen wir runter? Da hat er recht. Ja, dann Krug ihn nicht gut aufgepasst. Der ist halt auch schon sehr müde. Ja, aber ja, Simon hat natürlich gespeichert. Schön. Super gut, jetzt weiß ich's wieder. Ah, Simon ist wieder back on track. Ja. Wie ein alter Bluthund, der sich daran erinnert, wie man schnüffelt, kommt er jetzt aus der guten, warmen Gehirnstube herausgetrottet. Er will es noch einmal wissen, noch einmal die Spur des Rehs aufnehmen und hinterher büffeln. Hast du das gesprengt? Nee, hat ja gerade. Ah, hier steht, press from to set action to detonate. Simon rennt, glaube ich, gerade gut durch. Ich glaube, du hast es gerade. Und da hört man die Explosion oder was? Eieiei. Oh, es ist die falsche Wand. Also, ich könnte schwören. Jetzt wahrscheinlich, oder? Da müssen wir mal klopfen. Ich will jetzt nicht lügen, aber. Also, ich würde mich an die Wand lehnen und klopfen. Ganz links außen. Ganz links außen. Shit, okay. Ja, gut. Achtet mal auf diese Cracks. Da, ganz links außen. Ja, ach, da ist doch ein Crack. Einmal noch durch. Aber das sah wirklich anders aus. Da hat man doch den Crack gesehen. Das sage ich als jemand, der Crack-Experte ist. Nein, jetzt hat er sich umgebracht. Da fällt er. Er ist durch die Falltür. Da. Man kennt ja, amerikanische Militärbasen haben immer Falltüren. Das ist noch nie passiert. Das ist wirklich noch nie passiert. Tja. Der Boden hat dich aufgegessen. Okay. Irgendwann. Ist die 4 jetzt? Ja, ich hol's nochmal. Ist immer das erste Mal. Linke Tür, das ist rechts. Du meinst die. Ja? Ja. Ganz links? Ja, ich glaube ja. War das nicht weiter oben? Vielleicht weiter. Nein, weiter unten. Und einfach laden. Vielleicht muss ich die Karte auch aktivieren. Ah, das ist es. Ah, da machst du sehr, sehr prima. Ah, okay. Okay, Wand links unten. Hat Simon recht. Klopfen. Links in der Ecke hat jemand geschrieben. Klopf an die Wand. Ah, schön. Ah, sehr gut, ja. Ab jetzt wird doch immer gespeichert. Ja. Okay. Unterm Panzer liegt irgendwas. Niemals sind die so schnell. Niemals. Oh, ein dumpfer Explosionsklang. Nimm die mal und die unten sieht anders aus. Die da unten in der Ecke. Ganz, ja, die da. Ah, ja. Nee, links. Nee, daneben. Dann hier? Ja, nimm mal die. Probier die mal aus, bitte. Kannst du an Wände klopfen? Kannst du an Wände klopfen und sagen Wände?
Das klappt. Ah, ja. Das klang gut. Das klang sehr gut. Das klang sehr gut. Ja. Oh, prima. Das ist die Power, die man nur durch besonderen Schlaf. Willst du speichern? Glaub's egal, Leute. Nee, wir speichern nicht. Ja, die Wand. Wir kennen jetzt die Wand. Wir kennen die Wand. Die hat immer gut performt, die Wand. Ja, Simon ändert die Taktik. Er will jetzt wirklich immer oft speichern. Was gar nicht verkehrt ist. Das stimmt. Tja, Sackgasse. Jamming. Was heißt Jamming? Also das heißt nur, dass ich den Radar nicht habe. Aber wo zum Teufel geht's hier weiter? Wie kommst du da zur Arbeit, wenn du jedes Mal C4 brauchst? Kannst du irgendwas klopfen? Ja. Kannst du irgendwas klopfen? Rechts. Rechts. Wir sind da falsch, wird hier geschrieben. Rechts, sagt sie. Boah, hat jetzt nur einer geschrieben. Wenn du klopfen. Ich kann es nicht einordnen. Ja. Man hat es direkt gehört, dass da ein Weinlager ist. Oh shit. Ja, okay. In der Tat eine kuriose heftig. Architektur, einfach ein Raum ohne Ein- und Ausgang. Ja, finde ich auch. Ja, das ist absolut irre, was die da machen. Das ist irre, was die Antarktis ist, glaube ich, ganz gut, um Wärme zu speichern. Oh ja, was machst du denn jetzt, wenn du jetzt kein C4 mehr hast, musst du dann neu laden und dir... Oh Gott, was hat... Nein, ich kann es nicht nehmen. Das ist ja geil. Aber ich kann es explodieren lassen. Ja, dann laden. Oh, noch ein Game Over. Yes. Snake! 2 C4. Ja gut, das reicht aber. Ich hab nur vorhin eben aus Versehen 2 gelegt. Das war der Fehler. Ja, leg dich mal hin. Das ist gut, der Explosionsradius ist auf dem Boden nicht so stark. Springt man einfach hoch. Muss die Wand angucken vielleicht? Ja. Ah, okay, nee, man muss der X drücken. Gut. Und weiter geht's. Jetzt gucken, welche Wand. Hat er, glaube ich, schon rausgefunden. Hat er schon rausgefunden. Ja. Und dann müsste jetzt hier. Ja, das ist der Kampf gegen Revolver Ocelot. Ja, das ist der Kampf gegen Revolver Ocelot. Das ist ganz perfide, weil die Kugeln, die Projektile von Herrn Ocelot abprallen. Die ricochen. Und in der Mitte, da ist ein Mann gefesselt und da sind überall. C4, Netze, Bänder, Seile und da darf man nicht in die Nähe kommen. Ah, verstehe. Sobald man in die Nähe kommt, explodiert der gesamte Raum. Das ist aber unangenehm. Da hat aber der Ocelot ganze Arbeit geleistet. Das komplette 1x1 des Schurkenhandbuchs hier durchgelesen und zur Umsetzung gebracht. Das ist ein Pleasure Room. Wie kann ich nachladen? Na gut, das werden wir gleich noch herausfinden. Der BTV ist ein Bossfight. Oh ja, Simon, geht mal hier richtig ins Dunkel einfach rein. Ja, der Ozot. Für einen alten Mann kann er ganz gut weglaufen. Hier ist der LKW. Genau, hier ist der erstaunlich viel laufen kann er. Aber, kannst du C4 an diesen Drähten anwenden, dass das alles explodiert? Oh und dann nein, kannst, um nein. Habe ich keine Muni? Oh nein, Nasti. Der Mann da soll nicht explodieren. Ja. Perfekt. Geil, ist noch mehr Muni. Perfekt, okay, das. Warum ist der denn so schnell, der Ocelot? Wie viel trainiert er denn? Wir können ja mal kurz gucken, wie schnell so ein Ocelot rennen kann. Ja, das können wir natürlich... Ja, du machst das mal. Ich guck mal, was ein Ocelot rennen kann. Gibst du mal ein km/h Ocelot. Also ich weiß, das ist eine dumme Frage, aber... Nein, aber hat er nicht mehr noch einen. Ach, hat er nicht mehr. Das ist gar keine dumme Frage gewesen. Währenddessen... Ich hab jetzt noch nicht tot. Ist Edo hier unter einem Panzer? Das ist fast halb gedownt. Ja, guck mal, was da drunter liegt. Und Simon macht sich aber sehr, sehr gut. Er hat Ocelot bald. 6 Schüsse. Es sei denn, der hat... Oh, aber er hat nicht mehr viel Leben. Das ist eine ganz knappe Kiste hier. Ja, vielleicht hat er noch was zu futtern. Ja. Ah, da schneckt er sich noch einen rein. Das ist natürlich super schnell. Noch die portable Minion-Torte sich da reingerieben und direkt das Leben kehrt zurück in seine müden Glieder. Und da hat er ihn nochmal erwischt, den Ocelot. Das ist gut, das war ein Volltreffer. Alter, ist das aber ein nerviger älterer Herr. Sehr gut. Der erinnert mich an dieses Buch, der 100-Jährige, der aus dem Fenster stieg. Die Geschichte eines Altenheimbewohners, der nochmal auf große Reise geht. Ich werde neu laden. Ja, neu laden. Immer nur einmal ballern, weil danach kriegt er kein Damage mehr. Ja, ich versuch's aber trotzdem nochmal mit Nahkampf. Wir werden noch verlorener als du. Also ich sehe nicht zur Geschwindigkeit von einem Ocelot, aber ich sehe hier gerade, wie hoch so ein Ocelot springen kann. Ja. 3 Meter hoch. Sehr hohe Sprungkraft, ja. Oh, Simon hat nochmal einen Treffer gelandet. Das ist gut. Ja, super, in den Rücken geschossen. Obwohl er out of screen war. Das hat er richtig stark gemacht, der Simon. Jetzt nochmal der alte Trick. Ich drehe wieder um.
Aber auch Ocelot hat diesen Trick erkannt. Er ist ja auch schon ein älterer Herr, ist mit allen Wassern gewaschen. Oh, keine Munition mehr. 4711. Simon hat keine Munition mehr. Wasser. Oh Gott, er hat wieder. Noch ein, zwei, drei Treffer und der Ocelot geht down. Und das wäre natürlich diese Runde für Rocket Beans TV. Und damit wären sie zurück im Gesamtrennen. Dann sind nur noch zwei Partien da. Und dann ist es tatsächlich möglich. Dann ist die Sensation, dann ist das Comeback des Jahrhunderts zum Greifen nah, meine Damen und Herren. Ein, zwei Schüsse auf den alten Ocelot. Und alles ändert sich nochmal. Dann ist das Momentum bei Rocket Beans TV, meine Damen und Herren. Wer jetzt schon die Jubelfeier für... Und da ist er down! Da haben sie es geschafft. Das war Simon hat es geschafft. Was? Der lebt ja noch. Das war die Redemption Arc. Aber jetzt verliert er seinen Arm. Nein, der Arme. Good job. Noch einen zweiten. Jetzt fällt der doch noch runter, ne? Ja. Aua, aua. Oh, jetzt hat er Kopfschmerzen, Ocelot. Geht's denn jetzt noch weiter? Gibt's noch eine zweite Phase? Oh, ein Unsichtbarer! Nein, nein, nein. Den, das ist Katrin. Den muss er aber nicht machen. Katrin? Das ist Katrin, ja. Die Unsichtbare. Ist er noch geil? Da ist. Ich will wissen, ob da die Dings drin ist. Hä? Okay. Katrin, grüß dich. Naja, GG. Dem geht's nicht gut, Leute. Ja. Gewonnen, aber ist das jetzt noch Teil der Notwendigkeit? Nein, Teil durch. Das Ziel wurde erreicht. Gedönse. Kia! Das kann jetzt noch Stunden so gehen. Ja. Stirbt der denn jetzt oder hat der nur einen Kurzschluss? Nee, er hat nur Flashbacks, man kennt es doch. Ah, Flashbacks. Ja, ja. So ein bisschen PTSD, ein paar Flashbacks. PTSD, ja klar. Haben sie da alle. Ja, also, meine Damen und Herren, ich darf verkünden, wir haben hier einen Sieger bei Metal Gear Solid 1 und tatsächlich sind meine kühnen Prognosen wahr geworden. Simon Kretschmer, der alte Mann, der Veteran, der selber das Ocelot des Gamings genannt wird, hat hier diesen Trenchcoat tragenden Fiesling in seine Schranken verwiesen und ins Grab gebuddelt. Und damit geht diese Runde und damit gehen die nächsten Punkte an Team Rocket Beans, meine Damen und Herren. Jetzt nochmal wach werden, jetzt nochmal dabei sein. Von wegen alle gehen nach Hause, von wegen dieses Format ist zu Ende. Hallo, seid ihr noch wach? Jetzt geht's erst richtig los. Zwei Spiele haben wir noch. Ja. Noch ist hier gar nichts entschieden. Ja, und wenn Rocket Beans die nächsten beiden Spiele gewinnt, dann haben wir den Hausmeister, der kommt von hier. Ja. Nils! Nils, ja, yeah, genau. Gucken wir noch mal ins Gesamtklassement. Wo war denn Team Bonja? Das würde mich echt interessieren. Unter einem Panzer. Unter einem Panzer. Oh. 100 Punkte für Team Rocket Beans, 136 für Team Bonja. Es ist immer noch ein Matchball für das Team in Haus 11. Das ist natürlich völlig richtig. Wir haben eine Tiefkühlpizza dafür. Die Cutscene läuft übrigens immer noch. Die Cutscene läuft immer noch. Ja, wir haben ja auch gerade Pizza bestellt für Team Bonja und die muss ja auch erstmal zubereitet werden. Deswegen wäre es ja auch schade, wenn es jetzt vorbei gewesen wäre, dann hättet ihr die Pizza nicht mehr bekommen. Deswegen habe ich verloren. Ne? Sehr schön. Dann haben wir auch ein paar Credit Points wieder. Genau, wir haben Credit Points und zwar 10 an Haus 15 und 5 an Haus 11. Wollt ihr da wieder was ausgeben? Könnte die letzte Möglichkeit sein, aber könnte auch die vorletzte Möglichkeit sein. Braucht ihr noch sein. Kleidung? Für daheim, für den Schrank? Ja, so ein Bonja-Pulli. Ich hätte auch gerne einen Bonja-Pulli. Naja, ich hab noch keinen. Ja. Den könnt ihr euch holen. Ich würde gerne, wenn man den jetzt wegkauft. 5-5. Ja, hol noch. Ich habe auch keinen. Ja, bring rein jetzt. Das sind die ersten, die ihr verkauft, oder? Es gibt nur 4. Ah, ich mag diesen angriffslustigen Simon. Da hat er seine alten Lebensgeister zurück. Oh, wir haben eine Karte gewonnen, Leute. Was? Wir haben eine Karte gewonnen. Und zwar ist diese Karte... Meins. Das eigene Team bekommt einen zufälligen Gegenstand des Gegnerteams. Yes! Jetzt nochmal das Sofa. Viel Spaß beim Sofa. Hatte nicht Team Bonja Cookie-Klicker gewonnen? Haben die Cookie-Klicker? Nee, das war Schere, Stein, Papier, oder? Die billigen Point euch mal einen Bandscheibenvorfall. Ganz kurz, ich muss nochmal bitte einmal was klären, hier, liebe Regie. Die Rache der Wir hatten hier während des Metal Gear Solid-Spiels ein Cookie-Clicker gesehen. Und wenn mich meine alten Augen nicht betrogen haben, dann hat Team Bonja dieses Cookie-Clicker-Spiel gewonnen. War das nicht so? Damit geht diese Karte meines Erachtens nach, ich bin ja nicht hier die letzte juristische Instanz dieses Ladens, aber ich würde sagen, das müssen wir nochmal in den Videobeweis schicken. Ich würde mal sagen, und wenn es soweit kommt, ist es nicht so, dass sie die Karte bekommen, sondern die dürfen nochmal ziehen. Es sei denn, es ist wirklich die letzte Karte. Es ist die letzte Karte. Na, dann würde ich sagen, hat Team Bonja die Karte verdient. Wie ist das jetzt schon festgelegt, Gast? Wo ist der Videobeweis? Ja, wir hatten den Beweis auch vorhin gehabt. Team Bonja hatte doch beim Cookie-Clicker gewonnen. Habe ich da aufgepasst? Nein. Ist das mein Problem, dass ich nicht zurechnungsfähig bin nach so lange? Ja, okay. Aber ist es unser Problem? Du hast vollkommen recht, Bier. Damit hast du einen Punkt.
Ja, und damit geht dieser Punkt an Wirt und damit steht 1 zu 100 zu 136 Wirt. Wenn du die nächsten beiden Spiele Comeback gewinnst, ist möglich. Hast du noch die Chance, Hausmeister zu werden? Also streng dich ein bisschen an. Die Cutscene Will läuft ja immer noch. Was ist denn da los? Die Cutscene, die läuft immer noch. Die Cutscene läuft immer noch? Oh, also, right. Haben wir schon die Punkte verteilt? Haben wir, ne? 100 zu 136. Genau. Toll. Moment, Bonjo hat noch 5 Credits. Wollt ihr die ausgeben? Also, wir haben noch Pullover, wir haben noch... Ist ein Hoodie? Rocket Beans Hoodies oder so. Ja, Rocket Beans Hoodie. Coolio kriegt ihr natürlich. Kein Problem. Sehr schön. Ja, dann haben sich alle neu eingekleidet. Und dann schauen wir jetzt noch einmal ganz kurz, welcher Kategorie die nächste Runde angehört. Hey. Hey. Ey. Es ist ein Versus-Spiel. Wir sehen keinen Bumper, die sind uns nämlich ausgegangen. Wir hatten ja mal vorhin noch so schöne Bumper. Aber, sind auch noch die, aber die waren abgezählt. Mhm. Wir haben nur noch, wir hatten nur 12 von diesen Bumpern und die sind jetzt aus. Ja, deswegen machen wir jetzt einfach ohne Bumper ein bisschen Werbe. Und gleich, wenn wir zurückkommen, werdet ihr da draußen erfahren, werden die Mädels und Jungs da unten erfahren, was hier das vorletzte Spiel ist. Und ich kann es jetzt nur noch einmal betonen. Es ist ein Matchballspiel. Rocket Beans muss 2 gewinnen, dann haben sie alles gewonnen. Bonja muss 1 gewinnen, dann haben sie alles gewonnen. Und ihr müsst nur 1 tun, nämlich dranbleiben, dann habt ihr gewonnen. Geil. Mach ich mit. Walla Bila, es ballert wieder und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Haus an Haus, Ausgabe 2, Matchball, Situation. Team Bonjour hat zwar das letzte Spiel verloren oder positiv ausgedrückt, Rocket Beans hat es gewonnen, dennoch bleibt ihnen natürlich diese Position des Matchballs. Sie müssen nur das nächste Spiel gewinnen und welches das ist, lieber Wirt, das sehen wir jetzt, oder? Oh yeah. Sport in der Zukunft wird so toll. Laser League spielt im Jahr 2150 und zeigt, wie man sich dann körperlich betätigen wird. In einer spektakulären Teamdisziplin im zeitgemäßen Neon-Look. Dreierteams kämpfen gegeneinander um die Vorherrschaft auf einem von gefährlichen Lasern gesäumten Spielfeld. Doch keine Sorge, wird man von einem Laser pulverisiert, kann ein Teamkollege eine Wiederbelebung durchführen. Laser League. Du hast es schon gehört. Dreierteams, das stimmt nicht ganz. Wir passen es an Zweierteams für die Übersicht. Damit wir auch besser sehen können, wir können mal kurz die Regeln auch nochmal dazu sehen. Ja. Zu Laser League. Gewinnt 2 Matches, gewinnt 2 Sätze für ein Match, gewinnt 3 Punkte für einen Satz. So sieht das aus. Könnte man fast unten anfangen zu lesen. 3 Punkte braucht man für den Satz. 2 Sätze braucht man für ein Match. Mhm. 2 Matches braucht man für den Sieg. So sieht es aus. Der Weg zum Erfolg. Sind unsere Kandidaten denn schon eingetroffen an ihren Plätzen? Da sind sie. Sehr schön. Sie nicken. Einmal, bevor wir gleich noch die Community-Interaktion ziehen, eine Frage noch. Seid ihr euch der Schwere des Moments bewusst? Seid ihr euch darüber bewusst, dass all die Stunden der Vergangenheit auf dieses eine Ziel eingezahlt haben, auf diesen einen Moment? Ja, die spüren es. Ich glaube, sie wissen es. Ist er tot oder schläft er? Nee, ich glaube, irgendwas bewegt sich in seinem Mund zumindest. Also es kann auch sein, dass er nur noch Teile von ihm leben und der Rest noch nicht weiß, dass er tot ist. Ja. Ist dann, hey, übrigens, Kopf, wir sind tot. Ah, shit, okay, ja, 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 ich hab's ganz vergessen. Hab, ja, ja. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich war so schläfrig. Ja, one job. So sieht's aus. Aber hier, Leute, auch für euch ist das Spiel noch nicht vorbei. Es gibt natürlich noch eine Community-Interaktion. Hier, willst du noch mal reingreifen? Ich greife mal rein und wir haben Schere, Stein, Papier. Hm. Schere, Stein, Papier, toll. Das und dürft ihr gleich spielen, Excel. Während Spot. Laser League läuft. Also. Ja, warte, das machen wir doch jetzt, oder? Das machen wir jetzt. Oh. Ja. Ah, es gibt noch mal einen Sixpack für das Gewinnerteam. Ja, Leute. Ah, wir wollen nämlich nichts mit nach Hause nehmen. Hm. Wir wollen alles verschenken an die Kandidaten. Das können die dann selber entsorgen. Okay, dann spielen wir jetzt mal eine Runde. Stein, Papier, Schere. Ich gehe mal auf die Homepage und check da mal die Lage. Was bist du für ein Spieler bei Schere, Stein, Papier? Stein, der gute alte Stein. Stein, Stein, Stein. Ja, stimmt. Muss es sein. Aber es gibt noch Ex und Spock. Finde ich auch sehr interessant. Ja. Ich nehme mal... Haben wir heute noch gar nicht gesehen. Oh, die Zeit ist abgelaufen. Und Team Pinky gewinnt.
Team Pinky hat gewonnen. Team Pinky hat einmal gewonnen. Das sehr schön. Team Bondra. Das heißt, machen wir Best of One, ja, ne? Best of Three. Best of Three, machen wir Best of Three, ja, ne? Es geht um Bier, das ist wichtig. Um, das muss halt ordentlich gespielt werden. Da kannst du halt einfach nicht so jemanden das hinterherwerfen. Nils, Gesundheit, oder? Gesundheit. Jemand genießt. Gesundheit. Dann ringfrei für Runde 2. Was wird es sein? Schere, Stein, Papier. Access, Spock. Unentschieden. Haben wir nicht extra noch neue Varianten dazu genommen, dass, damit es nicht so oft Unentschieden gibt? Nein. Und jetzt spielt er trotzdem Unentschieden. Ja, nochmal. Nächste Runde. Es geht um Bier, Chiara. Vielleicht spielst du mit Bier noch besser. Aber ich hab doch schon Bier. Ja, aber noch besser, Chiara. Ich weiß doch, wie gut du spielst. Mehr Bier. Noch mehr Bier. Und? Team Pink gewinnt. Oh, yeah. Pink gewinnt. Team Bonjour nice. Bekommt Bier. Gut gemacht, Chef. Gut, gebt ihnen den Stoff. Sehr schön, da haben sie die Echse tot gepuncht. So, das Bier wird natürlich sofort angeliefert, darf und muss auch während des nächsten Spiels getrunken werden. Das ist, haben wir gar nicht gesagt, ne? Ja. Das Sixpack, was jetzt angeliefert wird, müssen die Spieler des Gewinnerteams jetzt während des Spiels austrinken. Wenn sie es nicht schaffen, verlieren sie komplett Haus an Haus. Mhm. Also ihr müsst es wirklich ganz, ganz schnell einfach runterkippen. Und ansonsten seid ihr, glaube ich, soweit. Ja. Das ist ein Speedrun. Na? Ich glaube, ihr seid soweit. Wir sind soweit. Total. Kommt sogar auf. Geil. Ich freue mich sehr. Auf unser Kommando geht es los. Wie wird mich so einzählen? Ja. 3, 2, 1. Oh, jetzt bin ich richtig. Überspringen wir das? Ja. Das ist die Begrüßung. Ja, wir sind ja quasi da eins. Okay. Team. Dann haben wir sind blau. Team Bonja, blau. Team Rocket Beans, orange. Okay. So eine Tore aufgestellt. Wer reinrennt, ist tot. Oh, guck mal hier. Oh, oh, oh. Links, ach, links, blau. Schön. Oh, wie dumm. Ich schick den weiter. Ja, danke. Kannst du mich schnell. Oh, ja, komm, genau, okay. Moment rein. Okay. Was, ja, was geschieht? Blöd. 0 zu 0 immer noch. Ja. Das ist du kannst also mich wiederholen, ne? Ach, ach du warst da. Ah. Oh, 1 zu 0. 1 zu 0 mitbekommen. Für Rocket Beans bereits. Ja, da sieht man das gemein. Sie müssen natürlich jetzt versuchen. Hey, danke fürs Wiederholen. Diese Unkenntnis. Ich hab's gar nicht mit Absicht gemacht, aber gerne. Bonch was zu Beginn der Runde in Punkte umzumünzen, sich so einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten. Reinkicken und hab übersehen. Und man kann sehen, die kann ja auch auf die andere Seite gehen. Ja. Geht alles. Was ist das? Ja, man muss das vielleicht noch mal ein bisschen erklären. Also, wir haben dieses Spielfeld und ähnlich wie auch bei Towerfall Ascension oder so, kann man an den Seiten raus und kommt dann auf der anderen wieder ins Spielfeld rein. Genau. Und dann spawnen ab und zu diese Stäbe und da kann man dann halt seine eigenen Gates aufbauen. Und mit den eigenen Gates macht man sich selbst keinen Schaden, aber kann dann andere Leute Schaden zufügen. Genau, da sind die neutralen Gates, das sieht man immer an diesen weißen Stäben, genau. Und da muss man einmal durchlaufen, dann claimt man die in seiner Farbe. Und das sind sozusagen die Waffen, mit denen man kämpft. Also ausweichen und claimen ist sozusagen das Ziel des Spiels. Und da steht es 1 zu 1. Genau, und wenn ein Teammate getroffen wird, kann er noch wiederbelebt werden. Genau, man kann natürlich auch den Gegner so rein dashen in den tödlichen Strahl. Geringer man überlebt, desto crazier wird's. Das ist im Leben so. Ja, wenn man es überlebt, wird's crazier. Wer überlebt schon das Leben, wie jetzt? Du bist der Tod. Power-up in der Mitte. Ladung wurde aufgenommen. Ja, so langsam kommen sie rein. Die ersten zwei Runden waren, glaube ich, auch für die Kandidaten nochmal so, um das Gefühl zu entwickeln. Oh, da war ein schöner Smash, aber man recovert recht schnell davon. Man muss das kombinieren dann auch mit einem Strahlangriff. Sozusagen, damit man nicht mehr ausweichen kann.
Und sind zwei Leute. Ah, stark von Blau geklemmt. Jetzt muss Orange danach ziehen. Ah, da schon ein Achtung, fast ein Käfig haben sie dort gezogen. Hab ihn gesmashed, hab ihn gekickt. Hab ihn. Oh, und das ist natürlich auch so bei diesem Spiel. Je mehr Strahlen oder Wände von einer Wand sind, desto mehr ist das Gegnerteam damit beschäftigt, auszuweichen und kann dann während des Ausweichens auch keine anderen Tore mehr claimen. Ja? Und dann ist es fast schon vorbei und das ist genau das, was gerade passiert. Da ist schon jemand draufgegangen in Team Orange. Oben raus, dass du unten in den feindlichen reinkommst. Ja, okay, okay. Genau, Simon, das ist eine der Taktiken. Boah, ich hasse euch so sehr. Erste Runde geht hier an Bonfa, die mit 1-0 zurückgelegen sind, aber haben dann relativ schnell ein Spiel gefunden. Das haben wir auch im Laufe dieses Events häufiger mal gesehen, dass Bonfa auch eine gute Lernkurve hat. In ihren Möglichkeiten kognitiver Art. Ja, aber es ist gut, dass wir 2 gegen 2 gemacht haben, weil 3 wird echt unübersichtlich. Nein, 3 wäre tatsächlich zu viel, glaube ich auch. Ich bin ausgenockt, aber ich lebe noch. Ausgenockt, aber ich lebe noch. Genau, ich sag immer, es kommt nicht darauf an, wie oft man vom Leben ausgenockt wird, sondern wie oft man wieder aufsteht. Man sollte mindestens einmal mehr aufstehen, als man ausgenockt wird. Das ist, von mir der Spruch. Jo. Ehrlich gesagt? Das war richtig knapp. Da haben sie hier einen Stab contestet und da hat Blau schnell gepeilt und dachte so, nee, lieber nicht, ich zieh mich zurück. Ja. Nicht greedy sein. Oh ja, das war auch wieder sehr knapp. Ich bin down, links oben. Also Blau down. Oh, da hat Orange den Punkt nach Hause geholt. Einfach, glaube ich, ganz gut gerade eingekesselt. Eine Doppelwand links oben leider. Das, was Simon sagt, das war richtig gut. Einfach nur auf den Augenblick warten, wo es sich anbietet. Und sonst die ganze Zeit nur überleben, würde ich sagen. Ich glaube, wir sollten uns auf einen fokussieren, wenn wir die mit blockiert haben. Okay. Alle Spielerinnen und Spieler auch sehr fokussiert. Müssen sie sein. Ja. Müssen sie sein. Es ist okay, in den Zwischenpausen erschöpft zu sein und dem Wahnsinn auch Raum zu geben. Der muss ja raus aus dem Körper, aus dem Leib, aus der Seele. Aber wenn es so wie jetzt drauf ankommt, dann muss man voll da sein. Oh, schnell weg! Rechte Seite bin ich down. Hab ich. Da kommt auch mein Laser. Lass ihn nicht hin. Oh, der hat sie gut recovered. Das war richtig stark. Und notwendig auch, muss man ganz klar sagen. Ja, super. Bin links down. Und jetzt, greedy. Greedy, 2 gegen 1, 2 gegen 1. Okay. Oh, sie holt gut hier, oder er holt hier gut 2. Ich wende den Leon. Du kannst durch die Wand und dann... okay, das sind sie. Nee, mach ruhig. Oh, jetzt. Oh Gott, oh. Das war stark. Ach, du bist tot, Entschuldigung. Jetzt muss er natürlich Chiara reviven. Ja. Schön. Schafft das hier. Und jetzt wieder 2 gegen 2. Lange Runde jetzt. Die längste vielleicht bislang. Ich schaff grad nicht mehr so viel. Achtung, links. Halten. Also langsam verliere ich die Übersicht. Ja, hier rechts im Bild sehen wir Team Rocket Beans. Die versuchen natürlich alles orange einzufärben. Links eher Team Bonjour. Und jetzt ist so ein bisschen passiv nach dieser sehr schwierigen Phase, wo mehrfach Spieler down waren. Und das war ein guter Move. Ein Käfig gebaut. Das war ein Chaos, ey. Das ist ein verrücktes Spiel. Ich bin unten rausgelaufen, oben rausgekommen. Ich bin fast gestorben da. Die Boxen einen gut weggehen lernen. Ja, du darfst die gar nicht rankommen lassen. Das ist die eine Sache, die sie jetzt können. Das haben sie gelernt, wie so ein Affe, der eine Kokosnuss aufmachen kann. Da kommt nicht mehr viel außer das. Hab ihn gestunt? Ist gut. Hier links? Oh ja. Hier ist gerade mal nicht so viel los. Da wird sich eher gecheckt und das war knapp. Ich aktivier den. Sehr gut, mach du unten auch noch. Was? Ja. Achtung, Mitte kommt. Sehr verhalten. Da kommst du schon. Sehr aggressiv. Kommen wir mal zum Dashen oder zum Rammen. Das ist ja auch die richtige Taktik. Rammen und dann ein möglichst vor ein Tor K.O. gehen lassen. Jetzt kommen wieder viel mehr Wände. Und da kommt es jetzt drauf an, wer kann mehr Wände claimen. Und das ist Bonjour. Ich weiß gar nicht genau, was passiert. Ich bin doch da links hingekettet. Ja, auf der anderen Seite. Komm, Leute. Ja, aber das ist die Gefahr. Je mehr gegnerische Wände auf dem Spielfeld sind, desto weniger Übersicht hat man. Denn man muss natürlich zum einen auf die gegnerischen Wände achten. Zum zweiten muss man versuchen, eigene Wände zu bauen, also da irgendwie hinzukommen. Und zum dritten muss man ja auch wirklich ausweichen, das Spielfeld im Blick behalten. Muss man sich echt aufheben. Und das zu so später Stunde. Also das ist auch eine kognitive Herausforderung, die man nach so 18 Stunden Haus an Haus schwer leisten kann. Ich habe ihn nicht bekommen. Ah, Ficken! Oben links. Ja, hab dich. Oh. Danke. Hat's gut revived. Ich
Kriegen wir nicht? Kriegen wir beide nicht? Kriegen wir beide nicht? Sehr gut. Ach so, dann würdest du wieder beliebt werden. Oder ich. Ja, den wir tun. Aber einen in der Mitte? In der Mitte. Ich bin in der Mitte leider. Ja, oh, ich bin raus. Ich in der Mitte. Das ist jetzt die Chance. Das ist die Chance für Rocket Beans. Jetzt bei 2 gegen 1. Sie müssen Leon dran hindern, dass er Shorty wiederholt ins Spiel. Und er hat getradet. Ist wieder drin. Geschafft. Das ist natürlich eine Situation, die haben sie gut überstanden. Auf der anderen Seite hat Rocket Beans da kein Kapital raus. Alle anmachen. Alles anmachen. Die sind jetzt hier zusammen unterwegs. Das hat man auch gesehen. Chiara und Simon im Parallelflug dieselben Punkte angesteuert. Das ist natürlich eigentlich ein Fehler. Fuck. Nice. Weil man so die numerische Überlegenheit überhaupt nicht. Simon war noch da. Simon war noch am Leben. Das ist jetzt ein weiterer Satz, oder? Ja. So, das ist jetzt der erste Sieg, glaube ich. Ja, oder? Das war's, ey. Das war der erste Match. Oh Gott, geht das wirklich noch weiter? Genau. Das ist jetzt quasi das letzte Match hier für die ganzen 24 Stunden. Also, wenn ihr jetzt hier gewinnt, dann. Also, haben wir jetzt noch ein Match? Ja, ne? Ja, ihr habt noch. Nee. Nein, das ist ganz vorbei. Es gibt noch einen Satz, das war nur ein Satz. Doch, oder? Das war jetzt das erste Match. Genau. Ich spiele im Prinzip ein BO3 und das war das erste Match davon. Okay. Genau, das, was Leon sagt. So verstehe ich es zumindest. Also, Rematch einfach. Einfach Rematch, oder? Genau. Oh, ärgerlich. Okay, einfach das gleich nochmal? Ja, ne? Ja, oder? Gut, ich bin bereit. Mach's gut. Du auch. Na, nochmal aufbauende Worte hier. Das ist wichtig. Das ist jetzt ein. Best of three? Mhm. Okay. Vielleicht Match 1 im Prinzip. Ja. Aber wenn Team Bonja jetzt gewinnt, dann gewinnen sie Haus an Haus. Okay, alles ist jetzt auf dem Spiel und auf dem Spielfeld. Yay. Yeah. Der Druck ist natürlich jetzt immens. Aber es gibt halt auch Persönlichkeiten, die unter Druck besser funktionieren als ohne Druck. Shit. Jetzt muss man auch ruhig bleiben, eine Taktik finden. Da zum Beispiel. Unten links, wir waren schneller als ich. Danke. Das ist so gut gespielt. Ich muss auch sagen, es ist sehr schwierig, sich hier abzusprechen. Ja, weil es so schnell ist natürlich. Man muss sich eher intuitiv verstehen. Wo sind meine Pompons? Ja, also das Dashen ist noch nicht so perfektioniert bei Team Rocket Beans. Und auch die Aufteilung. Man sieht auch Simon und Chiara häufiger mal zusammen auf dieselben Punkte gehen. Ja, guckst, hast du gesehen? Der Dash nach vorne, um die Stange zu bekommen. Ja. Genau, diese Dashes, die können wirklich den Unterschied machen. Insbesondere dann, wenn man jemanden zu einer Stange lockt und dann mit einem Dash ihm zuvorkommt. Und dann ist es ein ziemlich sicherer Kill. Komm wieder zurück. Schön. Hab dich. Stark. Auch das wieder. Man kann den Gegner nicht, dahin lassen, dass man seinen Teamkamerad wiederbelebt. Da muss man ihn wegdashen, da muss man ihn richtig dissen. Einer muss ihn dissen und der andere muss die Tore holen. Und das passiert hier leider gerade in der Form noch nicht. Aber es ist... Entschuldigt, denn es ist wirklich sehr spät. Nice. Ich werde ihn wegdashen. 2:0 für Bonja. Ja. Das ist sehr riskant mit dem Dashen. Das war, das war so knapp. Dieselbe Scheiße schon wieder. Hab dich. Ich geh runter. Bist die 3 gewonnen? Ich hab den einen. Reingelaufen, ich bin rechts. Ja. Und 3 Sätze müssen gewonnen werden. Nee. Hä, was? Wurde es gedasht? Er wird dir versuchen zu reviven. Ja. Scheiße, ja, dafür keine Chance super. Gehabt. Unten links. Ich nehme die oberen mit. Ja, ich nehme die Mitte. Ja, danke. Ist der Champagner, kann man dich bitte? Ich hab dich. Einer könnte sterben oben. Alter, dieser eine Scheiß-Move! Oben links. Ja. Hat ihn wieder. Ich aktiviere die unteren. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich wurde gedasht. Aber da komme ich raus. Oh nein, ich bin unten links. Das sind verschiedene Farben. Okay. Und links. Schön. Ich bin unten. Du kannst unten in der Mitte leider. Unten in der Mitte. Er muss auch rebinden. Ich würde mehr mitfiebern, wenn ich wüsste, wie das spielt. Ja, Chiara holt ihn zurück. Stark von Chiara.
Und jetzt müssen sie natürlich auch zurückkommen. Oh, bisschen aggressiver sein. Dashen. Ja, ich hab eingedauncht. Sich gegenseitig helfen. Sich im Auge behalten. Das sieht ganz gut aus. Jetzt könntest du... Das sieht gut aus. Ja, jetzt dominieren sie die komplette rechte Hälfte. Das sieht sehr, sehr gut aus. Sehr viel Orange jetzt. Dranbleiben, aggressiv bleiben. Bonge war einschnüren. Das muss das Ziel sein. Spiel erstmal für dich. Und jeder muss auf seine eigenen Nöpsis gehen. Sie dürfen nicht dieselben Nöpsis ansteuern. Damit verlieren sie die Map-Domination. Damit geraten sie selbst in eine schwere Situation. Mann! Können sich selbst dann nicht mehr helfen. Da wird sie wieder belebt. Wie schaffen ja, die das? Jetzt haben sie die Map-Domination wieder verloren. Immer auf dieselben Stangen. Das ist der Fehler. Und die Kommunikation bei Bonchwa ist auch hervorragend. Schaut ihr es an. Jedes Mal, wenn sie 2 gegen 1 stehen, schaffen sie es nicht, diese numerische Überzahl zu dominieren. Aber hier holen sie diese Runde nochmal. Wichtiger Punkt. Sehr, sehr wichtiger Punkt. 1-2. Mann. Ey, nach 24 Stunden so ein Spiel. Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr hart. Das muss man immer wieder betonen. Das ist jetzt hier nicht, ich treffe mich mal mit Freunden und zock mal aus Spaß. Das ist hier wirklich unglaublich schwer, das jetzt noch zu meistern. Wir haben eine Runde gewonnen. Unentschieden. Und da sieht man tatsächlich 2-2. Rocket Beans kommt zurück. Jetzt mit der Chance, diesen Satz nach Hause zu holen. Da gehen sie nach vorne. Was machen sie da? Oh, was für ein Move da gerade. Was für ein Move von Chiara, meine ich. Da hat sie ganz viel riskiert. Oh, die hat mich. Jawohl, einmal so. Und jetzt müssen sie natürlich dashen. Das ist nicht zu fassen. Sie hindern sie nicht am Revive. Oh, beide erwischt. Aber sie machen diese Runde. Stark gespielt. Der erste Satz jetzt hier für Team Rocket Beans. Keimt da neue Hoffnung auf? Ist das Hoffnung, die dort auf den Schilden glänzten? Hell Orange! Ach, wir hören Kruge die ganze Zeit, okay. Ja. Ich weiß nicht, was... 1-1 jetzt? Oder wie? Ich hab keine Ahnung. Nee, Runde Zeit nur. Nee, die müssen jetzt noch einmal gewinnen, dann haben sie den Satz hier. Also... Jetzt geht es um den Satzgewinn. Sie führen jetzt hier 1-0. Bei einem 2-0 haben sie den Satz. Dann ist es ein Satzausgleich. Dann entscheidet der nächste Satz über den Sieg in diesem gesamten Spiel. Schön. Ja. Ich aktiviere den. Jetzt muss der Revive kommen. Das macht Simon gut. Das macht Simon gut. Andere Seite. Wir haben einen. Ja. Jetzt müssen sie auch da wieder... Da haben sie gar kein Auge für den Revive. Wenn ein Gegner down ist, muss man ihn stressen. Ach, oh, ich bin links oben. Ja, ich seh's. Guck mal. Was? Genau das machen sie richtig. Und das ist der Unterschied. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Versteht hier das Spiel einfach. Sie harassen den Gegner, hindern ihn am Revive, erhöhen zumindest die Chance, dass der Gegner... Hab ihn. Nicht ohne weiteres seine Dashes zurückholen kann. Nutzt durch die Wand genasht. Oh nein, ich bin dead. Dann bin ich tot. Scheiße. Rocket Beat ist wieder zu zweit. Bonjour war wieder zu zweit. Wir dürfen zu denselben Dingern laufen. Ja, genau, Simon. Ich bin gestorben. Ich bin ganz genau, Simon. Achtung, da kommt der. Das ist schwer jetzt, aber das macht Simon sehr, sehr gut von Simon hier an dieser Stelle. Oh, geil. Die haben alles blau gemacht links. Ich bin leider auch nochmal gestorben. Jetzt kommt es auf Simon an. Jetzt kommt's auf Simon an. Ah, das ist unglaublich schwierig gewesen. Ja, das war schwierig. Umzingelt, hier sieht man das. Keine Chance an der Stelle. Gut gespielt. Was ist das? So ein Off-Symbol. Und dann werden alle Felder gleichzeitig aktiviert für unsere Farbe. Okay. Das ist sehr wichtig, dass wir bekommen. Weil die Power-Ups in der Mitte sind sehr echt stark. Die Spannung ist zum Greifen. Man spürt es hier richtig in der Luft. Es schwappt hier richtig rüber, diese Spannung. Aus der Gaming Arena hier in die Kommentatorenkabine. Alter, Leon kann das so gut mit dem Wegbouncen. Mhm, das ist richtig, Chiara. Nein! Oh, das war gut und überlegt gemacht. 2-0 jetzt, aber es ist eben auch nichts so verloren. Ja, ist noch nichts verloren. Also, wenn sie jetzt noch einmal gewinnt, dann haben sie natürlich einen Punkt. Ein Match. Nicht, schwierig. Nicht Satzpunkt, sondern einen Punkt, um eventuell einen Satzpunkt zu erhalten. Scheiße. Danke, hast mich gerettet. Ja, Bonjour kontrolliert jetzt 2/3 des Spielfelds. Ja, Power. Nee, shit. Oder kam sie zu spät? Leider auf gegnerischem Territorium.
Ah, noch ist hier nicht viel los bei lediglich 4. Da holt sich Bonjwa. Achtung. Und auch da wieder 3-1. Also Bonjwa dominiert hier die Map. Und reingedasht. Ah, okay. Sie bauen das hier gut auf, dominieren die Map und über das Dashen. Den brauchen wir. Jetzt entscheidet alles. Den kriegen wir. Wenn Bonjwa jetzt diese Runde gewinnt, wenn sie 3 Punkte machen, dann haben sie Haus an Haus gewonnen, weil sie 2 Sätze gewonnen haben. So sieht es aus. Matchball jetzt für Team Bonjwa. Wenn sie es schaffen, jetzt hier 3 Punkte zu holen, bevor Rocket Beans 3 Punkte holt, dann haben sie das gesamte Event gewonnen. Dann dürfen sie sich Hausmeister 2021 nennen und nehmen den Pokal, der unglaublich wertvoll ist, mit nach Hause. Er wird sicherlich für viele Jahre auf der Bonjwa Trophäenbank stehen, recht einsam sicherlich, aber dennoch. Und auch hier dominieren sie wieder zu Beginn das Feld 3-1 streben. Und das ist natürlich dann auch ein leichtes, den Gegner vor sich herzutreiben. Und jetzt kommt Rocket Beans mal zurück. 3-1 ihrerseits. Jetzt müssen sie daraus Kapital schlagen, müssen dranbleiben, müssen die jetzt natürlich wieder einfärben in ihren Farben. Schaffen das nicht. 3-1, 4-2 für Bonjwa. Da haben sie die Mad Domination verloren. Die haben sie leichtfertig hergeschenkt. Müssen sich jetzt koordinieren, müssen sich zurückbringen. Das machen sie gut. Aber hier wieder eine gute Falle. Ich hab die geschubst. Ich dachte, ich unten rechts nur noch Rocket Beans. Bonjwa dominiert die Map und folgerichtig geht Kiara down und das war's. Das haben sie gut aufgebaut, Team Bonjwa hier. Ja, Leon macht doch sehr gute Dashes. Er schubst die Leute auch immer in die Wände rein. Es sind die Dashes. Ich warte wieder. Die machen den Unterschied. Und das ist auch eine interessante Taktik, abzuwarten, nicht alles gleichzeitig zu starten. Geh zurück. Noch 2 Siege für Team Bonjwa. Sie riechen schon am Erfolg. Sie riechen den Triumph, aber noch halten sie ihn nicht in Händen. Sie wären nicht die Ersten, die so kurz vor dem Ziel die Nerven verlieren. Vielleicht die Mitte? Sie reden noch, sie kommunizieren, beschränken sich aufs Wesentliche. Da oben, das wird knapp. Da holt sie noch ganz stark den orangenen Balken. Jetzt 2-2 da oben. Super gedasht. Jetzt ist es die totale Map-Domination. Sie müssen dranbleiben jetzt. Sie holen sich die Tore einfach nicht. Da wurde auch schon einer gesnackt. Sie dürfen ihn sich nicht wiederbeleben lassen. Das machen sie gut. Das haben sie gut gemacht. Die beste Runde für Rocket Beans bislang. Map-Domination ausgeübt, am Revive gehindert, dran geblieben, die Tore geholt. Das war stark. Darauf müssen sie aufbauen. Ausgeglichene Map. Jetzt 3-1, 2-2. Alles ist ausgeglichen. Sie müssen jetzt Richtung wechseln. Und jetzt sind 6 Tore auf dem Feld. 6 Tore auf dem Feld. Jetzt kommt es drauf an. 2-2, 3-2 für Rocket Beans. Wer holt sich das letzte Tor? 4-2. 4-2, 3-2. Jetzt müssen sie dranbleiben. Sie dominieren die Map und jetzt am Revive hindern. Das ist gleich in der Mitte. Das ist kein Problem, hier wieder zu reviven. Scheiße. 2-2. Ja, und jetzt die Tore verpasst. 2-2. Alles klar. Nichts ist passiert. Ausgeglichen. Ich bin umzingelt gewesen. Verzichtet sie. Bislang noch sehr ausgeglichen. Keine Mob. Map Domination. Jetzt eine blaue Falle da unten. Da kommt sie noch wieder raus. Der Revive kommt. Da kam der. Shorty ist down. Oben down. Sie wird ein bisschen Arrest, aber es reicht nicht aus einfach. Der Dash kam nicht richtig. Es wurde getradet. Stark gefallen. Rechts oben. Gut gerettet da, gut gerettet. Jetzt Map Domination für Rocket Beans. Jetzt müssen sie dranbleiben. Sie müssen sie jetzt einsperren. Sie müssen sich die Tore holen. Einer down. Shorty ist down. Sie dominieren die Map. Am Revive hinter. Das war stark gespielt. Stark gespielt. 2-1 das jetzt die ist Chance. Sehr wichtig für Rocket Beans. Ein Punkt noch und dann gibt's einen Satzausgleich. Ganz, ganz wichtig hier. Und das war gut gespielt. Da machen sie zur rechten Zeit nochmal ein bisschen Progress. Sie finden besser ins Spiel. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Die letzten 2 Runden waren richtig, richtig stark. Darauf müssen sie aufbauen. Jetzt Map Domination wieder. 3-2, 3-1. Sie müssen die Tore holen. Sie müssen dranbleiben. Jetzt 6 neue Tore. Die ersten 2 gehen an Rocket Beans. 4-2. Jetzt die Map Domination. Jetzt müssen sie dranbleiben. Müssen sie einkesseln und sie dashen. Sie teilen sich auch auf. Das ist richtig gut. Vorher sind die alle gemeinsam auf ein Tor zugerannt. Diesmal teilen sie sich auf, ohne sich abzusprechen. Jetzt wieder alles neutral, 2-2 Tore, sie warten ab, Bonjwa bleibt dran, zündet die Tore, 2-2, den haben sie nicht bekommen, da war die Chance für Bonjwa, jetzt 6 neue Tore. Jetzt kommt
rauf an, wer Leon ist down, ja, gut, Shorty belebt ihn wieder. Das muss man natürlich verhindern, da das muss man dran sein, da muss man harassen. Jetzt aber gute Position für Rocket Beans. Da holen wir schon zwei, drei wichtige Tore. Ich versuche ihn zu covern. Zu viele, Vorsicht, voll einfach Vorsicht. Das muss Chiara jetzt irgendwie versuchen zu lösen. Das ist verdammt, oh mein Gott, war das stark gespielt. Rein und wieder raus, was für ein Revive. Muss jetzt ihrerseits down gehen. Jetzt muss Simon das machen, er ist gefordert, er geht in die Falle, er schafft es da rauszukommen. Ganz, ganz stark gespielt. Aber es reicht am Ende nicht. Da hat er sich gut rausgezogen noch aus der Falle. Aber es hat am Ende nicht mehr gereicht. Jetzt alles entscheidende Punkt. Wird der Sieg für Rocket Beans oder wird der Gesamttriumph für Bonja Wirklichkeit werden? Das letzte Match. Oh, das war knapp. Das war knapp. Blau dominiert. 2-2 und rechts spielt sich alles ab. Und wurden beide geflankt. Das ist vorbei. Für Bonja hat gewonnen. Double Kill am Ende. Da fallen sie sich um die Arme. Da greifen die Hände ins Gesicht. Sie können es kaum glauben, das ist der Sieg. So viele Stunden haben sie zum Triumph geführt. Sie haben gelitten. Sie haben geweint. Sie haben gelacht. Und am Ende, da bleibt das Lachen. Da bleibt die Freude. Team Bonja gewinnt hier. Verdient. Haus an Haus 2021. Nils, ich glaube, wir gehen mal kurz rüber. Ja, wir gehen rüber zu den Teams. So geil. Mega gespielt. So, ihr Lieben. Unfassbar. Ein unfassbares Event geht zu Ende. Das war Spannung bis zur letzten Sekunde. Gerade, ihr wisst nicht, wie sehr wir mitgefiebert haben, was ihr da gerade abgeliefert habt. Das war natürlich für alle, die schon von Anfang an dabei sind, unglaublich schwer auch nachzuvollziehen und für euch sicherlich noch schwieriger, die Konzentration aufrechtzuerhalten. Das hat euch nochmal kognitiv, koordinativ alles abverlangt. Und jetzt ist es an der Zeit, euch so ein bisschen zu erlösen, euch gleich in die Aftershow-Party zu entlassen. Wir kommen. Ja. Ne, bei Krogi zu Hause. Die Adresse wird gleich im Chat bekannt gegeben. Aber bevor es soweit ist, kommt jetzt der große Moment. Wir haben einen neuen Hausmeister. Wir haben einen Hausmeister 2021. Und das ist Team Bonja. Herzlichen Glückwunsch. Den nehmt ihr mit nach Hause. Ich hoffe, er findet einen würdigen Platz. Und auch Glückwunsch an Team Rocket Beans. Ihr wart ein würdiger Gegner. Am Ende waren es oftmals die Zentimeter, die gefehlt haben. Denken wir nur an Bloodborne zum Beispiel, wie knapp das teilweise war. Leon, wie geht's dir jetzt? Ich habe noch 120 Puls. Also es war wirklich sehr anstrengend gerade eben. Ganz ehrlich, es war ein geiles Event. Danke an alle, die es organisiert haben und an die Bohnen, die gegen uns gespielt haben. Ja. Danke euch allen. Auch ganz ehrlich. Die ganze Technik, die Caster, der ganze Aufbau. Wir wurden so gut betreut die ganze Zeit. Ja. Also das alles, was drumherum gemacht wurde, die ganze Regie, alles war unfassbar. Also wirklich danke, dass wir dabei sein durften. Ich will aber nie wieder mitspielen. war wirklich toll. Also danke, dass wir dabei sein durften. Ja. Und es war echt, also bis zum letzten, es ging bis zum Ende. Ja, wir freuen uns, bekannt geben zu dürfen, dass wir nächsten Monat, also in 4 Wochen, die Revanche angesetzt haben. Das steht natürlich in den Verträgen. Der Rückkampf ist bereits. Ist das ein Wanderpokal? Das kommt drauf an. Wenn ihr das nächste Mal gewinnt, wandert er nicht viel, dann bleibt ihr zu Hause. Okay. Ansonsten sehen wir uns nächsten Monat. Nein, kleiner Scherz. Natürlich ist die dritte Ausgabe noch nicht geplant. Vielen lieben Dank allen Teilnehmern. Ihr wart richtig klasse. Ich weiß, ich habe viel geguckt im Chat und in den Foren. Die sind alle so stolz auf euch. Die haben so mit euch mitgefiebert und haben ja auch selbst mitgespielt. Ja, vielen lieben Dank euch auch nicht nur fürs Zuschauen, sondern auch für eure Interaktionsteilnahme. Damit habt ihr den Teams auch sehr, sehr geholfen. Wir hatten alle eine Menge Spaß. Auf jeden Fall. Auch von Wirt und meiner Seite vielen lieben Dank an die Crew dahinter. Die haben wieder Wahnwitziges geleistet. Viele von denen haben auch nicht geschlafen, ähnlich wie ihr. Also vielen lieben Dank. Und natürlich ganz, ganz vielen Dank an unsere Sponsoren. Ohne euch an Bord wäre das hier alles nicht möglich. Also vielen lieben Dank. Und wir freuen uns schon sehr auf Haus an Haus Nummer 3, oder Wirt? Ja, klar. Das ist korrekt. Damit verabschieden wir uns. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's von uns. Danke. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke.